Ja, Kitzbühel startet diese Woche für die Alpinen das Mekka und es war schon ein Rennen und jetzt geht's los für die Skibergsteiger hier im Mekka von Saalbach-Hinterglemm. Herzlich willkommen zur 26. Auflage der Mountain Attack hier im Pinzgau und wir werden Sie wieder in den nächsten 3,5 Stunden begleiten. 1000 Athleten sind dabei und das, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich immer mit Andreas Ringhofer. Servus Andreas. Hallo, freut mich, dass ich wieder da sein darf. Ich darf vielleicht gleich sagen, vor 20 Jahren genau war dein erster Sieg. Du hast 3-mal hier gewonnen, erste Mountain Attack Man warst du hier. Und man sieht es noch, du bist nur eine Legende, wenn du durch den Ort gehst, dann sprechen dich alle an und fragen dich auch, was muss ich heute machen, dass ich gut abschneiden kann. Ja, ich sage einmal so, ich bin schon durch den Ort gegangen, jeder kennt mich jetzt nicht mehr, ich bin ja auch ein bisschen gealtert, gell? Aber es freut mich immer, wenn junge Leute oder ehemalige Kollegen auf mich zukommen und man trifft sie wieder mal und kann sie ein bisschen austauschen. Und ich kann Ihnen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, versprechen, dass wir spektakuläre Bilder hier zeigen werden. Denn das Team von Wolfgang Angermüller hat sich wieder wirklich einiges einfallen lassen. Und hier sehen wir schon die erste Neuerung. Zum ersten Mal eine Drohne mit dabei. Und da sehen wir dann natürlich die spektakulären Bilder. Wir haben schon gesehen, am Schattberg-Race haben sich die ersten schon warm gemacht. Andreas sind locker hinaufgegangen. Die werden wir dann auch noch beobachten können. Ja, am Schattberg sind jetzt die ersten Athleten einmal unterwegs. Sie schauen sich heute die beste Aufstiegsvariante aus, wenn ich da jetzt so raufschaue aus dem Fenster. Wir sehen ja direkt auf dem Schattberg, auf dem steilsten Bereich. Da sind halt noch vorher ein paar Athleten unterwegs gewesen und versuchen heute die beste Aufstiegsroute zu finden. Und das muss man sich heute vorher auch anschauen, weil es sind sehr viele vereiste Kunstschneebereiche. Und man muss halt schauen, dass man diesen Bereich sucht, wo nicht so viel Gries oder Neuschnee drinnen ist. Und wir haben schon gesagt, 1000 Athleten aus 22 Nationen, die ersten, sieht man hier schon, die sich vorbereiten. Wir werden dann noch viel Zeit haben, auf die Favoriten einzugehen bei dieser 26. Auflage. Man sieht es jedenfalls schon in den Gesichtern, die Anspannung und die Vorfreude auch schon. Die Bedingungen sind ja ganz okay. Ja, ich finde, dass die Temperaturen soweit noch okay sind. Es geht zwar um den Berg, wird ein bisschen Wind gehen. Es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit, es schneit ein bisschen. Das ist natürlich, das frostelt, es geht unter die Haut. Also da muss man schon ordentlich Gas geben, dass einem warm wird. Gell? Und wir haben heute eine neue Marathon-Distanz, eine Distanz, die bei der Mountain Attack gelaufen wird, den Marathon, die Marathon-Staffel. Da werden wir dann noch ins Detail gehen und das noch ein bisschen genauer erklären. Jedenfalls sind wir auch schon angespannt jetzt. Irgendwie glaubt man immer, der Titelverteidiger Jakob Herrmann, 2 Stunden 15 Minuten aus dem Jahr 2020 hat er den Streckenrekord. Ich glaube immer daran, dass wieder einer fällt, aber schauen wir mal, sind die Bedingungen heute für einen Rekord reif? Ich sage mal so, die Bedingungen sind nicht schlecht. Es kann immer wieder ein Streckenrekord, gerade bei diesen Bedingungen, durch die Luftfeuchtigkeit hohe, sind die Fälle sehr schnell. Ich schätze, die Abfahrten sind auch gut, in guten Schuss und es kommt halt auf die Form der einzelnen Athleten drauf an. Ein Streckenrekord ist immer möglich. Und wir sagen es immer gerne dazu, um 16 Uhr ist der Start, der dann in drei Wellen beginnt. Wir haben ja die drei Hauptbewerbe, wenn ich das so sagen darf, der Shutback Race, die Tour und die Marathon-Distanz, die Königsdistanz, dann die insgesamt mit 6 Gipfel hier aufzuwarten hat wieder. Und das Wetter ist auch gut, soll auch gut bleiben. Die ersten Ankömmlinge und die ersten Sieger werden wir rund so um 16.40 Uhr auf dem Schattberg feiern können, ja, wenn alles passt. Das mit Sicherheit, die sind unheimlich schnell. Ich schätze mal, um die 40 Minuten werden die wieder brauchen. Ich bin schon gespannt, es wird ja auch immer schneller. Und vor allen Dingen letztes Jahr, Shutback Race, der Sieger Maximilian Kurz, der Sohn vom Veranstalter Roland Kurz, muss man auch einmal sagen, er hat da herinnen Ski gelehrt vor vielen, vielen Jahren und hat 1999 dann die erste Mountain Attack gestartet und der Roland Kurz hat jetzt quasi seinen Sohn Maximilian ins Rennen geschickt, letztes Jahr Sieger. 46 Minuten hat er im Vorjahr gebraucht. Ja, das ist schon eine tolle Leistung. Gell? Und hier sieht man auch schon, wie alle warten natürlich drauf, da geht einem noch einiges durch den Kopf. Wie vergehen so die letzten Minuten? Ja, ich sage mal, bei den Spitzenathleten, die sind ja total gespannt. Ich weiß ja, wie es bei mir war. Ich bin die Strecke nochmal durchgegangen. Ich habe bin auf mich eingegangen, wie kann ich mich bestmöglich jetzt darauf einstellen, wie fühle ich mich. Da gibt es viele, viele. Aber es ist halt, man ist angespannt und nervös. Und wir schnaufen noch einmal kurz durch. Auf die Schussfahrer, auf die Schlussfahrer. Auf die Loipenliebhaber, auf die Halfpipe-Helden, auf die Skination, auf die Plätze, Hervis, los, get moving, Hervis Sports.
Bildton. Mein Navi. Meine Suchmaschine. Einfach meine Zeit zum Aufladen. Edelweiß, pflück dir eins. Wen braucht es für ein Wir? In einer Welt, in der Zusammenhalt alles erreichen kann. Und der einzige Weg nach vorne, der gemeinsame ist. Wo die Natur, die Tiere, der Mensch aufatmet. Wo wir aufatmen. Weil ich, 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 ich und ich wir sind. Weil dir gar nichts peinlich ist, Bonus. Und den Frühjahrsputz gleich am 1. Jänner erledigen, Bonus. Denn einfach alle haben auch im neuen Jahr einen Bonus verdient. Deshalb gibt's jetzt bis zu 150 Euro und Top-Smartphones ab 0 Euro. 3. Macht's einfach. Im Unlimited-Mix zusätzlich 10% sparen. Verleiht Flügel. Jetzt neu, die Red Bull Winter Edition mit dem Geschmack von Birne und Zimt. Beflügelt durch den Winter. Red Bull verleiht Flügel. Ich kann das unterwegs. Ich kann das neben der Arbeit. Es ist nicht so schwer, wie man denkt. So einfach war es noch nie. Und jetzt du. Kaufe Bitcoin mit 21 Bitcoin. Herzlich willkommen zurück zur 26. Auflage der Mountain Attack in Saalbach-Hinterklemm. Hier die schönen Drohnenbilder über der Gemeinde, dem WM-Ort von 2025, der
alpinen Skifahrer natürlich. Und die Vorfreude auf diese Mountain Attack, eines der härtesten Skibergsteigrennen der Welt, 4 Minuten vor dem großen Start, wächst und wächst natürlich. Und Andreas, es ist wirklich eines der härtesten. Und es haben sich auch einige zusammengeschlossen, die zusammen auch eine Wertung gemacht haben. Ja, das ist die European Schemo Team. Also, die europäische Schemo Tour. Das sind 4 Rennen, das ist das Mountain Attack. Dann die Erztrophy, der Jänerstier und der Celerona Skimarathon. Das gibt dann eine tolle Wertung, die haben sie alle zusammengeschlossen. Und jetzt sehen wir schon alle die Topathleten. Genau, den Jakob Herrmann haben wir kurz im Bild gesehen. Er ist der Titelverteidiger. Er hat ja insgesamt schon 2-mal gewonnen im Vorjahr und 2020 mit damals dem Streckenrekord über die Marathonstrecke. 2 Stunden, 15 Minuten und 10 Sekunden. Und jetzt sind natürlich die letzten Vorbereitungen hier in der Zentrale, in der Zone, wo noch alle aufgefädelt sind. Man sind schon 1000 Starter aus 22 Nationen. Ist ja jedes Jahr in schnellster Zeit ausverkauft. Ja, das ist ja mal eine tolle Sache. Und wenn man sieht, dass das immer noch so populär ist, und das ist ja eine Freude immer zum Zuschauen. Gell? Und eine prominente Zuschauerin ist die Michaela Essel hier. Heute haben wir die Michaela Essel da. Wir müssen sie schön grüßen. Die Michaela Essel ist ja jetzt eine Mama geworden, einen kleinen Josef bekommen. Sie betreut heute ihren Lebensgefährten in Harald Feuchter, und die Meche ist als ehemalige Mountain Attack-Siegerin hier die vor Ort und wird ihren Lebensgefährten dementsprechend anfeuern. Genau, er ist einer von vielen, die hier im Marathonbewerb an den Start gehen. Wir werden dann die Favoriten, unter anderem Jakob Herrmann, den 36-jährigen Salzburger, der hier natürlich wieder einiges vorhat. William Boffelli ist da, der Italiener. Christian Hoffmann nicht zu vergessen. Und interessanterweise, das sind die ersten 3 aus dem Vorjahr. Und wir erwarten uns eigentlich, dass es wieder einen ähnlichen Dreikampf gibt. Ja, das wird mit Sicherheit passieren. Das sind 3 Athleten, die sehr ausgeglichen sind. Jakob Herrmann wird sicher alles probieren. Er hat halt nächste Woche ein großes Highlight, ein großes Event. Er wird dann versuchen, den 24-Stunden-Weltrekord hier in Österreich in Radstadt, gehalten von Kilian Jornet, zu brechen versuchen. Auch ein Attack mit Starter hier, Kilian Jornet. Ja, ein ehemaliger Sieger. Hat sich ja doch auch ein paar Mal eingetragen schon. Aber ich habe gerade auch bei der TV-Strahlung gesehen, sicher als der Toni Balzer vor Ort, zwar jetzt nicht selber aktiv scheint, aber er hat das Saalbach aufgesucht, um diesen Bewerb beizuwohnen. Der Profi-Radfahrer jetzt, der bei Bora Hansgrohe jetzt ja auch von Red Bull unterstützt und finanziert, und da haben sich ja schon einige für die Tour de France was vorgenommen. Ja. Und wir sehen jetzt noch die letzten Wettereindrücke vom Schattberg, da geht es ja dann richtig gleich mit 60% Steigung hinauf, das ist ein erster Anstieg, und da sieht man dann auch den Unterschied, und das ist das Schöne auch hier, dass zwischen Profisportlern und den Normalverbrauchern hier die Routen gewählt werden können, und da sieht man dann schon, wie es richtig zur Sache geht. Ja, es ist natürlich gleich am Anfang an so eine brutale Steigung, die sehr gefürchtet ist. Ich habe natürlich auch immer Respekt gehabt, aber da muss man natürlich durch. Und jetzt ist gleich zum Start. Ganz genau, die Menschen, die hier schon Platz machen, die wissen es genau, in wenigen Sekunden wird es losgehen. Wir erhalten bei 15.59 Uhr, wie immer, der Startschuss, der ist wie ein Glockenschlag und der fährt in die Glieder hinein, und die Vorbereitungen sind jetzt abgeschlossen. Jetzt heißt alles konzentriert. Roland Kurz hat alles gemacht, dass die 26. Auflage top starten kann hier in Saalbach-Hinterglemm. Wir freuen uns natürlich auch. Wir werden bis 19.30 Uhr hier vor Ort sein, und der Glockenschlag, Hells Bells, würde man sagen, die Tortur kann beginnen, möge die Tortur beginnen, und diese Lust am Leiden, die beherrscht natürlich die Mountain Attack. Wir werden mitleiden. Wir leiden mit, aber wir haben es hier fein schön. Und jetzt noch 2 Sekunden und dann geht's los, und das ist der Startschuss, und die ersten sind schon wieder hinausgegangen. Das sind jetzt die Starter für den Marathonbewerb, die jetzt hinausgehen. Da sieht man schon Start Nummer 3, das ist Christian Hoffmann, der Olympiasieger im Langlauf, muss man dazu sagen. Und es ist ja auch ein prominenter Starter dabei im neu geschaffenen Marathonbewerb mit Dominik Landertinger, dem Weltklasse-Biathleten aus früheren Tagen. Ja, mit Markus Gröll. Mit Markus Gröll auch. Und du hast dich ja noch so umgehört, noch vorher mit deinen Netzwerken, mit deinen Bekannten, was zu erwarten ist. Und du hast mit ein paar gesprochen, habe ich noch mitverfolgen dürfen. Ja, ich habe im Vorhinein mit ein paar sehr guten Athleten, wie mit Jakob Herrmann und anderen,
mich kurz unterhalten, was sie vorhaben, wie sie das Rennen angehen werden. Es wird sicher sehr spannend. Christian Hoffmann hat sich, muss ich sagen, trotz seines schon hohen Alters in der letzten Zeit in Bestform bewiesen. Wird heuer 50. Ja. Martin Andermatten aus der Schweiz, natürlich Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft, auch sehr stark. Und dann natürlich der Italiener William Bofelli. Das wird schon ein sehr spannendes Rennen. Ganz genau. Müssen wir vielleicht noch der Vollständigkeit halber erwähnen, dass es hier auch um fast 10.000 Euro Preisgeld geht. Insgesamt also um 9.360 Euro Preisgeld. Das ist auch schon ein bisschen was und da kann man sich noch mehr anstrengen. Ja, wir werden auch sicher Bestes geben. Natürlich, jetzt sehen wir hinten nachher schon die ganzen Tourathleten, darunter die Damenmarathon, Damen-Tour, es ist alles jetzt hier vertreten. Wir fassen nochmal zusammen, dass das in 5 Bewerben heute ausgetragen wird, die Mountain Attack, die 26. im Shutback Race, mit der Tour, mit dem Tourbewerb, mit dem Marathonbewerb, dem Königsbewerb, die neu geschaffene Marathonstaffel und mit Dreierteams muss man vielleicht dann auch, wir werden dann noch darauf eingehen, und dann noch der Junior Sprint, der schon am Nachmittag ausgetragen wurde, der hier auf der Fläche ausgetragen wurde. Und hier sieht man schon, schaut motiviert aus und schaut schon relativ flott aus. Ja, so schätze ich mal die zwei Athleten vom österreichischen Nationalkader, der Andi Meier und der Lohfeiler. Ein Salzburger, ein Lokalmatador. Salzburger, und natürlich habe ich gesehen, natürlich auch ein Jakob Herrmann. Die drei haben sich schon mal im Vorn positioniert und ich schätze mal, der Christian Hoffmann wird nicht weit dahinter sein. Man muss auch sagen, der Fairness halber, dass das an diesem Wochenende auch der Weltcup ist, der Skibergsteiger, dass natürlich einige Athleten hier nicht sein konnten und nicht sein wollten auch, aber die Besetzung ist trotzdem, vor allen Dingen was die Herren betrifft, die Dichte ist gut. Ja, ich sage einmal, die Herren Marathon sehr gut aufgestellt, bei den Damen fehlt natürlich jetzt eine sehr starke internationale Klasse, die sind natürlich jetzt alle verpflichtet im Weltcup zu starten, das gilt natürlich auch für unsere österreichischen Nationalkaderathleten, die sind dort stark verpflichtet. Die da geblieben sind, die sind auch hier vertreten. Man hat sie schon gesehen vorne im Vorderfeld und sie werden sich natürlich auch dementsprechend gut schlagen. Müssen wir vielleicht noch sagen, bei den Damen in der Marathonstrecke sind die Favoritinnen die Theresa Feix und die Bianca Sommer-Willer, die beides Österreicher, die eine Steierin, die andere Tirolerin, arbeitet bei Swarovski in Wattens und ist eine der ganz wilden Ausdauersportlerinnen, die Bianca Sommer-Willer, auch eine Dauerstarterin hier in Saalbach-Hinterglemm. Und wir schauen noch mal auf die letzten Starte. Jetzt schaut es aus, als ob es ein bisschen mehr Schneefall geben würde. Ja, es macht ein bisschen zu, man sieht das. So, jetzt von unserem schönen Fenster aus können wir schon die ersten Athleten, schon langsam geht es rein in den Schadberg. Bei den Damen bin ich wirklich gespannt, weil zum Beispiel die Bianca Sommer-Willer, ich war ja schon am Stockerl, die ist ja schon eine arrivierte Dame und sie hat sich ja hier schon bestens präsentiert. Die Theresa Feix, habe ich gehört, ist hier nicht am Start. Das war von mir eine Information, weil ich kann mich ja täuschen. Werden wir schauen, sie hätte die Startnummer 53. Schade natürlich, dass unsere Salzburgerin, die Sarah Dreier, nicht da sein kann. Die startet im Weltcup. Die Europameisterin im Vertical ist ja nie heuer nicht dabei. Sonst eine Dauerstarterin. Im Vorjahr ist sie ja ausgezeichnet worden, auch unter den Salzburg-Sportlerwahl. Sie hat den Leonidas in Silber bekommen und hat dann natürlich auch eine große Auszeichnung. Heuer Europameisterin ist natürlich einiges. Und hier sieht man schon, es wird schon ganz schön angezogen. Ja, man sieht hier schon, Christian Hoffmann hat schon über die Führung übernommen. Dahinter ist der Hannes Lohfeier und der Jakob Herrmann an dritter Position. Dann habe ich gesehen, noch ein Andi Meier, vierter. Bofelli ist auch gleich hinten drauf, fünfter, sechster Platz. Und dann schätze ich, ist der Andermatten Martin auch gleich einmal in der Nähe. Muss man auch sagen, Hannes Lohfeier hat letztes Jahr den Tourbewerb gewonnen und er möchte heuer Marathon ganz, ganz schön vorne dabei sein. Und er scheint in Topform zu sein. Ja, er hat sich jetzt an die letzten Wochen schon sehr stark präsentiert. Er hat immer wieder stärker geworden. Ich bin schon gespannt, was da möglich ist. Und er ist ja ein Lokalmatador, ein Salzburger, und man muss vielleicht auch noch erwähnen, ganz so viele vom ÖSV sind nicht da. Der ÖSV hat eher spärlich beschickt. Was ist da der Hintergrund? Ja, wie gesagt, das ist der Marathon, der Weltcup jetzt in Andorra. Der ist natürlich jetzt wichtiger, da steht einmal im Vordergrund. Sie haben sich jetzt ja bei den Europameisterschaften, die ja letztlich jetzt waren, ja schon bestens präsentiert, Österreich top vertreten. Also es war ein wunderschönes Highlight.
So, hier sehen wir natürlich, und da sieht man auch alle motiviert, egal wer es schafft. Alle sind eigentlich Sieger, sage ich jedes Jahr. Und ich möchte es auch so beibehalten. Und hier der Blick ganz nach vorne. Du erkennst ja schon immer alle am Stil. Den Christian Hoffmann, den haben wir schon jetzt einige Jahre beobachtet, ja, und verfolgt. Ja, beim Christian merkt man, dass er extrem mit den Händen arbeitet. Also ist er routinierter, natürlich ein gelernter Skilangläufer wie ich aus der klassischen Technik. Da hat man natürlich Vorteile, gerade wenn es steil ist. Der Hermann ist hinten drauf, auch mit einem gelben Rennanzug. Und Bofelli William habe ich gesehen, Andermatten Martin ist auch dabei. Und wir haben es gesehen, die Drohnenaufnahme, die zum ersten Mal jetzt gemacht wird, heuer können wir wieder anbieten für alle, wirklich 8 mobile Kamerateams, 5 fixe Kamerapositionen und ein modernst ausgestatteter ein Moderationswagen und Übertragungswagen. Und wir sitzen hier natürlich auch schön geschützt, wie immer. Und immer dieses faszinierende Bild, wir schauen direkt auf den Schattberg raus, wenn da wie kleine Ameisen sich die Menschen nach oben bewegen und wirklich hier diesen Schattberg bevölkern. Wie gesagt, 70% Steigung. Man sieht es manchmal im Fernsehen gar nicht so, aber an der gebückten Haltung kann man so erahnen, ja, wie steil es da wirklich aufgeht. Ja, da sind sie natürlich schon in einem sehr steilen Bereich, wo sie jetzt unterwegs sind. Der Christian ist vorn. Jetzt geht er gerade über, man merkt es, er hat jetzt, nimmt wieder mehr Schwung auf. Da wird es ein bisschen flacher da oben in dem Bereich und dann steigt der Hang nochmal extrem steil an. Der Jakob Herrmann hinter ihm und natürlich der Hannes, ganz, ganz von mir aus gesehen auf der linken Seite, kämpft sie bestens rauf. Und hier sieht man wirklich alle, nicht alle gehen direkt im zentralen Bereich und einige schwärmen schon aus. Was ist da der Grund? Ja, also ist das Gelände einfach so steil und wo man jetzt natürlich jetzt nicht die Kraft hat und den notwendigen Willen oder die Ausdauer, dann ist es besser, wenn man da ein bisschen ausweicht und den Strich ein bisschen durch eine Spur, vorgespurte Spur, dass man so etwas wählt, wo man halt ein bisschen geschont darauf gehen kann. So, da haben wir es. Der Christian versucht sich schon abzusetzen, man merkt es deutlich. Die Verfolger tun sich da momentan ein bisschen schwer. Ist das eine Taktik, oder? Mhm. Gleich zum Beginn, weil wir wissen aus den vergangenen Jahren, Christian Hoffmann hat sich eigentlich eher immer zurückgehalten am Anfang und hat dann versucht noch reinzukommen und wirklich anzugreifen. Heute geht das ganz offensiv von Beginn an. Ja, es scheint, er fühlt sich sehr gut, sonst würde er das nicht machen. Ich meine, ich kann ganz gut einschätzen, aber man sieht, die Verfolger sind nicht weit weg und da kann noch vieles passieren. Wir haben noch nicht gesprochen über den Schweizer Gast, der hier ist, Martin Andermatten, der ein sehr starker Schweizer Athlet ist, der ist auch ein Trailrunner, ein ausgezeichneter und vor allen Dingen ist er ein Teamkollege von Jakob Herrmann bei Langdistanz-Teamrennen und die kennen sich auch gut. Wie ist der einzuschätzen? Ja, der Martin Andermatten ist ein Mitglied der Schweizer Nationalkaders. Vize-Weltmeister 2008. Ja, genau, und der Lebensgefährte von der Viktoria Kreuzer, auch eine sehr erfahrene Bergläuferin und Skibergsteigerin, war auch schon auch bei Europameisterschaften oder im Weltcup am Stockerl, gerade im Vertikalbewerb. Der Martin Andermatten ist natürlich bei den Langdistanzrennen gemeinsam mit dem Jakob Herrmann unterwegs gewesen und haben da Spitzenplatzierungen bei der Mezzalama oder sonstigen großen Races erleben dürfen und haben sie international bestens präsentiert. Und was sehen wir von Christian Hoffmann? Ja, der ist gestürzt und rutscht nach unten. Das sind schon wirklich dramatische Szenen, die sich gleich zu Beginn ab. Was ist da passiert? Kann das passieren? Habe ich noch nie gesehen in den letzten Jahren. Ja, das kann immer wieder passieren, ist mir natürlich auch passiert. Es ist natürlich jetzt gerade in diesem Bereich ganz, ganz schlecht für den Christian. Es kostet viel Kraft. Ja, erstens kostet es viel Kraft. Er wird halt genau da irgendwo eine Stelle erwischt haben, wo auf einer Eisplatte ein riesiger Schnee oder ein feuchter Schnee drauf war und dass er dann den Ski nicht ordentlich hingesetzt hat und das Fell weggerutscht ist. Aber man muss gerade in diesem steilen Bereich, kann man sich auf die Fälle sonst auch nicht verlassen. Man muss da sehr viel aus den Armen gehen. Ich habe das dann dementsprechend hart trainiert immer und habe versucht immer aus den Armen rauszudrücken, um mich da zu stabilisieren. Und tröstlich ist es auch, dass es auch einem, so einem Klasseathleten passieren kann und nicht einem Hobbysportler, der ein bisschen belächelt wird. Da sieht man, es passiert wirklich jeden. Und was mir aufgefallen ist, unter den ersten 5 ist Jakob Herrmann nicht vertreten. Ist er übertrainiert? Ah, der Jakob ist ganz, ganz vorne. Ich habe ihn gerade gesehen.
Hast du ihn gerade gesehen? Weil ja, ich war eingeblendet bei den ersten fünf, da war er nicht dabei. Schauen wir mal, ich habe ihn gesehen am Display, aber ich kann da ganz eine schöne Geschichte erzählen. Wenn wir jetzt den Hang raufschauen, da hat es den ehemaligen Weltklasse-Athleten Olivier Negerle gegeben. Das war natürlich ein großer Kontrahent von mir. Wir haben viele harte Rennen miteinander gekämpft, ausgekämpft, immer um den Sieg. Und der Olivier Negerle ist auch einmal ausgerutscht, aber nur der hat das Pech gehabt, der ist bis runter ins Tal gerutscht. Und dann hat er das ganze Feld von hinten wieder aufrollen müssen. Er ist immer noch fünfter oder vierter geworden. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Also das war schon eine, da hat er schon eine wahnsinnige Leistung gebracht. Damals war er aber auch einer der Favoriten und hat das Pech, dass er ausrutscht und den ganzen Hang hinunterrutscht. Und das könnte vielleicht dann auch sein, dass so etwas wie bei Christian Hoffmann natürlich dann hinten raus dann ein Problem wird, dass er dann die letzten Körner noch fehlen, um jetzt wirklich angreifen zu können. Aber wir sehen jetzt eine Fünfergruppe. Vielleicht kann man noch mal ganz kurz einblenden, wie welche Sportler hier dabei sind bei diesen ersten fünf Marathon. Also aus meiner Erfahrung, was ich jetzt sehe, vorn die typische Gehposition, so wie ich ihn kenne, von Jakob Herrmann. Der Christian Hoffmann, der fünfte von dieser Partie, hat schon wieder Probleme mit dem Fell. Tut sich da jetzt enorm schwer, das ist sehr schade. An zweiter Position im roten Rennensack vom österreichischen Nationalkader ist der Hannes Lohfeier. Dahinter ist der Martin Andermatten und in diesen, an vierter Position mit diesen grellen Orangen in der Kniekehle, das ist der William Bofelli. Da sieht man wieder mal, wieso du neben mir sitzt, lieber Andreas. Du kennst alle am Laufstil, am Bewegungsstil, am Bewegungsverhalten und das ist schon sehr, sehr viel wert. Aber man sieht, es kann sich nur leicht jetzt der Jakob Herrmann absetzen. Und hier haben wir es den William Bofelli, dritter Christian Hoffmann, Alexander Hutter, Dominik Matt, Harald Feuchter. Das sind die jetzt die Teilnehmer, die jetzt wirklich hier antreten werden. Und wir haben schon gesehen, vielleicht wird sogar ein Salzburger Doppelsieg, wenn Jakob Herrmann und Lohfeier da wirklich vorne mit dabei sind, ist es natürlich eine spannende Geschichte. Ja, man darf jetzt da vorne nicht nur die Marathonathleten sehen, es sind auch die Tourathleten schon dabei, die Besten. Die sind natürlich, haben sich da schon mit reingemischt und schauen wir mal, was da noch rauskommt. Ganz genau, der Sieger Hannes Lohfeier im Vorjahr 1,38 gebraucht. Jetzt sind wir knapp eine Viertelstunde unterwegs, ist natürlich noch nichts, was man jetzt sagen kann. Und hier, das sind immer diese beeindruckenden Bilder, die wir so gerne sehen, wenn wirklich halt wie ein Ameisenhaufen, da sich hinauf quälen alle. Und wirklich bei guten Bedingungen und auch bei guter Sicht, das kommt ja dann auch später zu tragen, wenn es dann ein bisschen langsam dämmerig wird, wenn nicht zu viel Nebel ist. Und schaut eigentlich gut aus. Ja, man sieht jetzt da rauf über den unteren, der ersten steilen Hang. Und wenn man jetzt da noch rechts schaut, da sind halt gewisse Athleten, die haben eine Aufstiegsspur gewählt. Da geht es halt hin und her und das ist halt ein bisschen leichter, der ganze Aufstieg. Aber man ist auch gar nicht viel langsamer, das muss man auch sagen. Ganz genau, wir schauen noch mal drauf. Insgesamt ja 1000 Teilnehmer innerhalb von wenigen Tagen sind immer alle Startplätze vergeben. Und der Roland Kurz hat da wirklich etwas geschaffen seit 1999. Ich erinnere noch einmal 1999, der erste Sieger, ein Italiener, Omar Obrandi, bevor dann ein paar Jahre später der Andreas Ringhofer, der Mann neben mir. Damals übrigens, deine Zeit war 2,40 bei deinem ersten Erfolg vor 20 Jahren. Ja, hat sich nicht viel getan in der Zeit. 25 Minuten Unterschied zum Streckenrekord, du warst brav. Das stimmt, aber ich bin ab und zu am Stäbchen immer Bier trinken, das muss ich auch sagen. Gell? Ja gut, das ist ja erlaubt. War ja erlaubt. So, wenn wir uns jetzt den Hang und die vielen Athleten da rein ausschauen, immer wieder rutschen da Athleten runter. Ja, es ist und sie quälen sich wirklich. Und einige haben schon die Ski ausgezogen, einige hadern wirklich mit den Gegebenheiten. Und das ist für uns auch der Zeitpunkt, ein bisschen mal wieder eine kleine Pause einzulegen. Auf die Schussfahrer, auf die Schlussfahrer, auf die Loipenliebhaber, auf die Halfpipe-Helden, auf die Skination, auf die Plätze, Herbis, los, get moving, Herbis Sports.
Maissuchmaschinen. Einfach Maiszeit zum Aufladen. Edelweiß, pflück dir eins. Wen braucht es für ein Bier? In einer Welt, in der Zusammenhalt alles erreichen kann. Und der einzige Weg nach vorne, der gemeinsame ist. Wo die Natur, die Tiere, der Mensch aufatmet. Wo wir aufatmen. Weil ich, 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 ich und ich wir sind. Dir gar nichts peinlich ist, Bonus. Und den Frühjahrsputz gleich am 1. Jänner erledigen, Bonus. Denn einfach alle haben auch im neuen Jahr einen Bonus verdient. Deshalb gibt's jetzt bis zu 150 Euro und Top-Smartphones ab 0 Euro. 3. Macht's einfach. Im Unlimited Mix zusätzlich 10% sparen. Verleiht Flügel. Wir sind bei der Mittelstation, die erste gehen wir jetzt. Ja, und bei den Ersten kommen schon bei der Mittelstation Reitern auf und wir sehen vorneweg Jakob Herrmann mit der Startnummer 1, er ist vorneweg. An zweiter Stelle ist der William Bofelli. Ja, das ist an zweiter Stelle die Nummer 3, das ist der Christian Hoffmann und dahinter mit dem grünen Orangen ist die Nummer 2. Ist die Nummer 2, das der ist William. Der William Bofelli. Und dann dahinter haben wir, wie ich heute immer gesagt habe, das ist der Martin Andermatten aus der Schweiz. Und darunter kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das werden wir gleich sehen. Ganz genau, wirkt schon wieder sehr motiviert. Er hat ja heuer wirklich einiges vor. Der Jakob Herrmann, er möchte einige Marathonrekorde brechen, wie du gesagt hast. Und er möchte wirklich Ausdauerleistungen bringen. Er hat eigentlich gar gesagt, dass er das so eigentlich im Vorbeigehen machen möchte und vielleicht macht es noch lockerer. Ja, ich habe mit ihm heute noch telefoniert. Er hat mir heute gesagt, dass er jetzt sehr viel trainiert hat und natürlich jetzt das Mountainbike nicht im Vordergrund steht. Er nimmt es mit und er kann sich natürlich auch aufgrund des vielen Training und der wenigen Regeneration jetzt sehr schwer einschätzen und kann jetzt noch nicht sagen, wie gut das Mountainbike jetzt absolvieren wird. Und wir haben natürlich heuer erstes Mal die Marathon-Staffel, den neu geschaffenen Bewerb mit dabei, prominent besetzt und da schauen wir uns einmal genau an, wer da dabei ist. Ja, jetzt bei uns Dominik Landertinger, Markus Gröll und Michael Strasser, die drei werden starten für das Team Red Bull in der heuer erstmals stattfindenden Staffel, im Staffelbewerb. Ja, Landi, fangen wir gleich mit dir an. Du machst den Mittelteil, Karriere inzwischen beendet, als Weltmeister, ein neues Abenteuer. Wie wirst du es heute angehen? Ja, für mich wird es mit Sicherheit ein Abenteuer werden, weil ich noch nie Skitourenrennen gegangen bin und Kollegen mir gerade erzählt haben, dass da sehr, sehr steil ist da rauf. Meine Ausrüstung, jetzt sage ich mir auch nicht ganz einem Profi-Rennlauf entspricht und von dem her schaue ich mir das an, gut einteilen und sicher wieder zurück rüberkommen. Ausdauer immer noch top? Ja, auch nicht besonders zur Zeit, also nicht ganz so in Form. Letzte halbe Jahr war eher ein bisschen schwierig, sage ich mal jetzt. Da auch nicht so zum Trainieren kommen, weißt du, muss man ja
normal auch was Hackelnetze und ja. Von dem her wäre eine Challenge für mich. Wäre eher schwierig und zart werden, glaube ich. Ja. Für ein Drittel Mountain Attack wird es reichen. Bei Markus mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Oldie but Goldie, du wirst das rauflaufen, du bist der Finisher heute. Ja, was mir natürlich taugt mit den Jungs, mit dem Strasser Michel und mit dem Lande da im Team sein, das ist sicher der Fokus, dass wir Spaß haben, Gaudi haben. Und ja, ich werde sicher probieren, das natürlich so schnell wie möglich ja, zu bewältigen. Man bezeichnet dich ja als Pate des Berglaufs. Wie schaut es denn aus mit den Skiqualitäten? Die sind inzwischen, habe ich gehört, auch sehr, sehr gut. Ja, ich komme eigentlich aus einer Skifahrerfamilie mit dem Zillertal. War immer natürlich von klein auf immer Fokus, natürlich auch mit den Ski bergauf laufen. Und ja, zum Berglauf Baden, wenn man schon fast über 37 Jahre in dem Geschäft ist, darf ich mich eher als Dinosaurier bezeichnen. Ich habe gehört, quälen ist was für dich ein Begriff, der gar nicht negativ besetzt ist. Es gibt Menschen, die quälen sich gerne, du gehörst anscheinend dazu. Ja, ist auch so abhängig. So wie der Lande gesagt hat, natürlich so drauf ist man immer wie früher. Deswegen wird es sicher ein bisschen mehr wehtun, aber das gehört eigentlich dazu, eben ans Limit gehen und ja, natürlich sich zu quälen. Youngster im Team? Mit 40 Youngster, heute ist es so. Michi, ich habe bei dir ein sehr interessantes Zitat gefunden. Du hast einmal gesagt, wenn eine Idee nicht zuerst absurd erscheint, taugt sie nichts. Wie absurd ist denn der Start heute? War es eine gute Idee? Vor drei Wochen war ich noch krank im Bett und habe eigentlich abgesagt zwischenzeitlich. Mittlerweile bin ich so nah, ist ein Spaß. Ich war auch schon ein paar Mal am Start, ich kenne das, was aus uns zukommt. Mega geiles Event, muss man einfach supporten und jetzt eine Staffel, ja. Ich muss ja nur den ersten Berg schnell gehen, wobei ein paar schnell gehen, da ist schon noch viel Luft nach oben. Es ist für mich ja die 5. Skitour, also ich glaube, da darf ich jetzt nicht zu große Ansprüche stellen. Gibt es da intern bei euch dreien irgendwie so ein kleines internes Match, was man sich ausgemacht hat, wer schneller ist, wer besser zieht, wer zahlt das erste Bier nach dem Rennen? Ja, Bier zahle ich gerne nach dem Rennen, aber werde ich heute wahrscheinlich müssen nach dem Rennen. Ja. Und ihr trinkt es. Genau so ist es, genau. Ich wünsche euch allen dreien alles Gute. Zurück zu unseren Kommentatoren. Viel Spaß. Danke. Ja, und da sieht man, Andreas, um das vielleicht noch weiterzuführen, der Respekt auch bei solchen Ausdauersportlern ist doch gehörig vor der Mountain Attack, vor diesen drei Etappen, die Sie ja in der Marathonstaffel absolvieren müssen. Also ich kenne natürlich, außer den Herrn Strasser kenne ich jetzt, den Herrn Strasser kenne ich nicht, aber die anderen Athleten kenne ich natürlich in Landi und in Markus kenne ich natürlich aus meiner aktiven Zeit noch. Sie haben ja damals auch schon Bergläufe absolviert, wo ich selber auch noch am Start war. Und man kennt sie halt sehr gut persönlich. Aber ich bin mir sicher, die drei werden das schon machen. Sie sind arrivierte, ehemalige Sportler. Und auch teils noch aktiv, die machen das locker. Vielleicht, wie das genau abläuft, die Marathonstaffel. Der Startläufer bewältigt den Anstieg auf den Schattberg, Westgipfel, dann zur Abfahrt nach Hinterglemm hinunter. Dort wird er den zweiten Läufer übergeben. Der Anstieg 12er Kogel, Abfahrt in die Hochalm, Übergabe auf dritten Läufer. Dann Anstieg Hasenauer Köpfel, Abfahrt ins Ziel nach Saalbach, aus, vorbei, ja. Dann sind sie im Ziel. Die ganze Strecke wird halt auf drei Athleten aufgeteilt. Eine tolle Idee vom Roland. Ich bin mir sicher, dass das für die Zukunft eine tolle Geschichte ist, weil da kann jedermann gut teilnehmen und das ist ja für jeden machbar. Absolut. Das so, ich ist bin dann gespannt, wie es weitergeht. Gell? Absolut. Wir sehen jetzt schon auch, wie sich die Hinteren hinaufquälen und da sieht man jetzt wieder von vorne eine Vierergruppe, also zwei Zweiergruppen eigentlich vorneweg. Ja, vorne, man sieht jetzt, der Christian hat jetzt wieder die Führung übernommen, der Jakob ist hinter ihm, biegt hinten richtig drauf auf seine Ski, Nosen auf, dann ist nicht weit weg der William. Und natürlich ein Martin Andermatten sehe ich auch noch. Also die vier Hauptakteure sind vorn im Marathon. Ich bin gespannt, wo jetzt die schnellen Tourathleten, wann die einmal kommen. Ich habe jetzt momentan nicht unbedingt die besten Informationen. Ich bin schon gespannt, wie das dann umschaut. Wir haben jetzt absolviert insgesamt 25 Minuten bis jetzt. Wenn wir jetzt so sagen, so ja, rund in 23 Minuten, 22 Minuten werden die ersten am Schattberg oben sein. Ja. Und der Sieger des Schattberg-Race. Ja,
Bis jetzt einmal, so wie es ausschaut, werden sie um circa so um die 40 bis 41 Minuten brauchen. Jetzt lassen wir uns überraschen, was da heute möglich ist. Aber man merkt schon, es ist brutal rutschig und die Leute blogen sich richtig. Die meisten dann eh schon hinten, die ambitionierten Hobbyläufer, die dann schon mehr die Ski anschnallen, was auch nicht schlechter ist, weil da spart man auch Kraft, und wenn man da halt als Fuß aufgeht. Das heißt also, man spart Kraft, wenn man die Ski abschnallt und dann durch den Schnee einsinkt und hinaufgeht? Ja, das ist schon eine Spur drinnen, da können Schnee steigen. Wie bei einer Stiege. Sie würden sich halt, weil die Verhältnisse jetzt nicht leicht sind, darauf, dann sind sie einfach viel sparer und da sparen sie sich. Wenn sie jetzt zu Fuß aufgingen, haben sie sicher oben wieder mehr Knieeln zur Verfügung. Reden wir ein bisschen über die Hobbysportler. Das Skibergsteigen hat ja einen unglaublichen Boom erlebt über Jahre und man hat so das Gefühl, dass jetzt ein bisschen eine Stagnation vorherrscht. Es werden ein bisschen weniger Bewerber, die Klassiker, und das haben wir heute schon gesprochen, in der Früh bei unserem Gespräch. Die Klassiker bleiben, aber sonst gibt es nicht mehr so viele Bewerber. Ja, unter Insidern, so wie bei mir oder anderen, kann man schon feststellen, dass sicher die breite Masse im Skibergsteigen das mehr wird, aber das ist halt der Hobbysport, die Leute gehen gerne in den Berg, aber der Wettkampfsport selber, der stagniert ein wenig. Es werden immer weniger Wettkämpfe, es halten sich immer nur weniger und weniger, und man muss froh sein, dass es noch so tolle Rennen gibt in Österreich wie das Mountain Attack, die Erztrophy oder andere Bewerbe, dass die standhalten und immer weitergeben. Und wir sehen jetzt da wirklich noch die Hobbysportler, die hier das versuchen hinaufzukommen. Eigentlich das Ziel ist das Ziel, kann man sagen. Ins Ziel kommen ist wirklich angesagt und das ist das, was zählt bei so einem anstrengenden Herrn. Und hier sehen wir schon, dass die Zieleinfahrt präpariert wird. Das ist die letzte Kurve auch nicht gerade ohne, wie du weißt. Ja, da haben wir so eine schöne S-Kurve da rein. Und natürlich, wenn du da bist, dann hast du nicht mehr weit und hast gewonnen und hast dieses Rennen glücklich und müde und erschöpft beenden können. Und mit Elektrolyten dann vielleicht abschließen, wie der Dominik Lannertinger gemeint hat, dass er vielleicht ein Bier spendiert. Bei uns wird er wahrscheinlich keines spendieren müssen, weil wir sind heute nicht die ganz großen Anstrengungen gegangen. Am Berg, aber in der Rennen. Ja. So, da sieht man jetzt die letzten Athleten, die sich da jetzt noch aufkämpfen. Aber sie machen das gut und jeder wird das Ziel hoffentlich in Saalbach wieder erreichen. Ganz genau. Wir werden jetzt dann schauen. Die ersten werden dann schon, ich schätze mal, du hast gesagt, so in 13, 14 Minuten werden die Besten schon am Schattberg oben vorbeikommen, die natürlich dann nicht das als Ziel haben, weil Jakob Herrmann oder Christian Hoffmann, die haben ja natürlich den Marathon-Distanz im Auge und da zählt natürlich die ganz große Distanz. Ja, das wird halt sicher ein spannendes Rennen zwischen Jakob und in Christian, die zwei scheinen doch sehr dominant halt zu sein. Schauen wir mal, was der William Bofelli und hinten der Andermatten noch, dass nicht zu viel Abstand aufreißen zu den zwei. Es ist natürlich schon ein langes Rennen auch. Wenn man mal am Schattberg ist, hat man natürlich einmal die schwierigste Strecke einmal absolviert. Dann geht es um auf den Westgipfel, eine kurze Fellabfahrt, dann kurzer Anstieg am Westgipfel und dann runter nach Hinterglemm. Ja, genau. Und da müssen wir natürlich dann schauen, was da wirklich sich heute ereignet. Ich habe in gewisser Weise ein kleines Déjà-vu, weil der Zweikampf Jakob Herrmann gegen Christian Hoffmann, der begleitet uns eigentlich in den letzten Jahren, die wir hier kommentieren müssen, immer wieder und immer wieder mit unterschiedlichem Ausgang. Und das macht es wirklich auch immer spannend. Und diese Duelle, die wir hier gesehen haben, die hat natürlich auch einer mitgestaltet, der Erfinder der Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm, der Roland Kurz, und den haben wir jetzt im Interview. Alle Jahre wieder Mountain Attack, Roland Kurz Veranstalter. Heuer gibt es auch wieder Innovationen, auch was den Modus betrifft gibt es was Neues. Erzähl uns mehr. Ja, wir haben uns heuer überlegt, dass wir auf der Marathon-Distanz eine Staffel einmal ausprobieren mit ein paar Teams. Das heißt, die 3000 Höhenmeter werden auf drei Personen aufgeteilt, egal ob Männer, Frauen oder Mixed. Und so hat jeder Athlet 1000 Höhenmeter so im Schnitt zu machen. Übergabe, Wechselzone, einmal in Hinterglemm, einmal in der Hochalm und der Dritte bringt dann den Erfolg nach Hause. Auf dem Papier gibt es ein Team, das schaut ein bisschen so aus, als hätte es eine leichte Favoritenposition für mich. Ja, das stimmt. Wir haben ein, ja, auch für mich Favoritenteam auf der Marathon-Staffel. Das ist der Michi Strasser, der Dominik Landerdinger und der Markus Gröll. Die werden jeder einzeln sehr stark und ich glaube, die würden ganz schön Gas geben. Michi hat sogar gesagt, er wird es durchziehen.
er hört nicht auf nach dem Schattberg, sondern er geht's durch. Es gibt aber außer diesem Teambewerb noch was Neues, was die Übertragung anbelangt, und auch auf den Bergen gibt's was Neues, Rolli. Ja genau, wie alle wissen, schlafen wir nicht und sind ja das ganze Jahr am Düfteln, was können wir noch dazu bauen. Und wir haben heuer das erste Mal eine Live-Drohne dabei, die den Startvorgang und das Rennen mit übertragen kann. Hoffen wir, dass das Wetter hält, dass sie fliegen kann? Ja, das Wetter, glaube ich, sollte halten. Wind ist ja nicht angesagt, es kommen schon die blauen Stellen heraus. Ich glaube, wir haben ideales Rennwetter und da kriegen wir sicherlich spektakuläre Bilder. Und dann bekommt noch jeder Athlet am Schattberg, also am höchsten Gipfel, am ersten Gipfel und im Ziel, direkt, wenn er die Zeitmessung auslöst, auch ein Foto auf seine angegebene Handynummer geschickt. Das heißt, wenn er im Ziel ist, hat er zwei Fotos, die kann er dann sofort für sich verwenden oder posten oder ja, eben nur fürs Familienalbum hernehmen. Alles vollautomatisch. Wer das macht, auf jeden Fall gerne dazu schreiben. Hashtag Mountain Attack. Rolli, eine Frage noch, weil einige Leute schon gefragt haben, nächstes Jahr 27. Mountain Attack, die ist gesichert trotz Ski-WM hier in Saalbach. Ja, die ist auf alle Fälle gesichert. Es wird der 17. Jänner sein, das steht jetzt schon fest. Und die WM beginnt am 4. Februar. Also die Wiesen sind natürlich so wie immer bestens präpariert. Und wir können auch natürlich den WM-Berg, den 12er-Kugel mitnehmen. Also Originalstrecke, Original Mountain Attack nächstes Jahr am 17. Jänner. WM vorbei und am nächsten Tag das richtige, wahre Spektakel. Genau so ist es. Danke, Rolli. Ja, da ist einiges los nächstes Jahr, 2025, die Mountain Attack und gleich dann irgendwie noch auch im Umfeld noch dazu die Ski-WM der Alpinen, also Saalbach Hinterglemm ist im Fokus der sportlichen Weltöffentlichkeit, kann man sagen. Ja, da ist zwar zwischendurch noch ein bisschen Luft, aber ich finde es toll, dass das jetzt da kurz davor stattfindet. Die Disziplin Skibergsteigen ist jetzt mit 2026 olympisch. Und das ist schon ganz wichtig, dass man sich da präsentiert. Ganz genau, du hast es angesprochen, natürlich auch nach wie vor Motivation für viele, international und auch national, wie wir hier sehen, top besetzt zu sein. Und hier sehen wir den Schattberg oben, wie immer eigentlich. Wind, wahrscheinlich sehr, sehr kalt. Du hast schon gesagt, da pfeift der Wind rein, da muss man aufpassen, dass man beim Fellwechsel nicht, dass man da irgendwelche Probleme bekommt in den Fingern. Das ist ganz, ganz tricky. Ja, das ist natürlich aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Die meisten Top-Athleten haben mittlerweile, so wie es bei mir war, natürlich alle Probleme mit der Durchblutung, mit den Fingern. Also bei mir war es so, dass ich mir über die Finger dermaßen nachgefreut habe, dass es schon einmal lustig war. Das war ja ein Grund, dass ich dann 2008 meine Karriere eigentlich so weit beendet habe und in die Leichtathletik nochmal gewechselt habe, wo ich damals am besten war. Aber nur, wenn es oben kalt ist, der Wind geht und es ist extrem feucht, das geht richtig so unter den Anzug rein. So, und da haben wir jetzt Jakob Herrmann natürlich. Und den Christian Hoffmann hinten dran. Und der Christian Hoffmann. Das wird ein tolles, wird ein spannendes Rennen werden. Natürlich beide natürlich in Schwarz-Gelb. Gell? Das ist für uns natürlich immer gut auszumachen. Sehr, sehr viel Nebel ist jetzt eingefallen. Aber die kennen die Strecke ohnehin schon auswendig. Das ist sowieso mit der Orientierung. Aber wahrscheinlich, es ist in der Kamera immer ein bisschen mehr Nebel. Jetzt sind wir 33 Minuten und fast 50 Sekunden unterwegs. Ist eigentlich im Zeitplan. Ja, es ist jetzt nicht mehr so weit für die zwei. Ich bin schon gespannt, wie lang das jetzt im Endeffekt brauchen werden. Aber der William Bofelli und der andere Martin sind nicht unbedingt weit weg. Ich schätze mal so um die 20 bis 30 Meter. Ich bin da neugierig gewesen, Harald Feuchter gibt auch ein schneller österreichischer Athlet im österreichischen Polizeikader. Der gehört natürlich auch zu den schnelleren Athleten da im Marathon. Startnummer 8, aber die sieht man natürlich heute schlecht. Ja, schauen wir mal. Wir werden jetzt um einen Gipfel vieles mehr erfahren, wie es jetzt im Endeffekt dann ausschaut. Ganz genau, nach wie vor Jakob Herrmann vor Christian Hoffmann und wahrscheinlich, wie du gesagt hast, ein zweiter Zweikampf mit William Bofelli und Martin Antermatten, der Schweizer. Und hier sehen wir schon auch dann die Bilder, Start Nummer 36, Adam Zonka aus dem Lungau. Ja, ein starker Athlet, der hat sich ja schon hier beim Rennen schon ein paar Mal ganz, ganz gut bewiesen, gell? Top-Athlet, ja. Vor allem ein junger Athlet. Ja, ja.
Aber die brauchen wir ja, wir brauchen ja Nachwuchs. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs, weil du es ansprichst, ist der Nachwuchs vorhanden, die renommierten? Ich meine, Christian Hoffmann, haben wir schon gesagt, wird heuer 50. Jakob Herrmann ist jetzt dann wird heuer 37 Jahre alt, ist 36. Ja, der Christian und der Jakob, die sind ja beide nicht mehr im Nationalkader. Der Jakob Herrmann hat sich auf die Langdistanzrennen konzentriert, hat den Nationalkader verlassen. Der Christian ist erst seit letzten Jahren nicht mehr dabei, aber natürlich immer noch voll im Training. Und zeigt, dass er trotz seines Alters immer noch ganz, ganz vorn mitgehen kann. Hier sehen wir es auch eingeblendet auf der Marathonstrecke, Jakob. Christian Hoffmann führt vor Jakob Herrmann. Das kann sich immer wieder drehen, das haben wir gesehen. Und dann eigentlich auf einer Höhe William Bofelli und Martin Antermatten. Und dann ein bisschen zurück, 50 Meter zurück, Adam Zonka, den haben wir gerade gesehen aus dem Lunga. Ein Salzburger, ein Lokalmatador. Eigentlich schön, wenn zwei Lokalmatadore unter den ersten fünf sind. Schön. Ja, der junge Zonka, der präsentiert sich sehr gut. Also ich habe schon gehört, dass das ein großes Talent ist. Und sie heuer im Marathon das erste Mal stellt. Also ich bin schon neugierig, wie er das durchbringt. Man sieht schon oben dick vermummt die Zuschauer und die Fans. Es waren ja heute auch einige Fans im Ziel hier, wie das Spektakel begonnen hat vor genau 36 Minuten jetzt. Und wir werden noch ungefähr 3-4 Minuten haben und dann sind sie am Schattberg oben, die Besten. Ja, wie lange wird es immer dauern? Es wird so 4-5 Minuten, schätze ich, werden die zwar oben sein, ich bin schon gespannt. Und auch auf die Rückstände von William Bofelli und den Andermatten und was danach kommt. Wir müssen ja bedenken, da sind ja unheimlich viele starke Duathleten ja auch dabei, wie der Daniel Zug, der Andi Meyer, beide Athleten aus dem österreichischen Nationalkader. Da bin ich schon gespannt. Aber auch da gibt es auch einen starken Kevin Hinterberger aus Altenmarkt im Wangau, auch im österreichischen Polizeikader, den ich schätze heute, muss ich sagen, auch sehr stark ein. Und der vorherige Schattberg-Sieger Maximilian Kurz, der Sohn von Roland Kurz, wir haben es eh schon erwähnt, der ist ja heuer auch auf der Tour unterwegs, der will es auch noch mal genau wissen. Ja, das ist jetzt natürlich, ja, Spannung pur. Schauen wir mal, wie es oben dann am ersten Gipfel ausschaut. Ganz genau, wir wissen ja nochmal, insgesamt müssen ja bei der längsten oder der Marathonstrecke 6 Gipfel bewältigt werden. Bei der Tour werden 2036 Höhenmeter, 3000 sind es beim Marathon und 5 Gipfel bewältigt und beim Schattberg Race immerhin auch 1017 Höhenmeter innerhalb von kürzester Zeit. So schnell wie möglich, ja. innerhalb von nicht einmal einer Dreiviertelstunde. Ja, es ist ja so, die Besten der Welt oder die Top-Athleten gingen, da gibt es keinen Unterschied, die gingen immer gleich schnell, ob jetzt im Marathon oder wenn sie es noch einmal aufsteigen, da gibt es keinen Unterschied bei der Geschwindigkeit. So, jetzt sehen wir wieder, der Christian. Dann hoffen wir, dass sie absetzen können. Christian gibt nicht auf, also er scheint wirklich in Topform. Man hat das in der letzten Zeit immer schon wieder gehört und ich habe mal selber beobachten können auf meinem Hausberg, auf der Planei, wo ich selber ein bisschen unterwegs bin. In Christian sehe ich eigentlich Tag und Nacht oben am Berg. So. Das war ein Zwischensprint, hat einen fast 20, 30 Meter abhängen können, ja, den so Jakob weit. Herrmann. Ich schätze mal, das werden so 10, 15 Meter gewesen sein. Aber das Rennen ist nicht zu Ende noch. Schauen wir mal. Wir dürfen Ihnen alles Gute wünschen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die Erfahrung hatte ja Christian Hoffmann, vierfacher Sieger. Christian ist der Erste, der das viermal gewonnen Einzige, hat. Der vierfach hier gewonnen hat, 2013, 14, 16 und 2022, also vor 2 Jahren. Und wir wissen es ja alle, er ist ja Olympiasieger im Langlauf in Salt Lake City 2002. Und auch Staffel-Weltmeister in der Ramsau 1999 mit dieser legendären Staffel damals, ja. Über die wir uns alle so gefreut haben. Und nach wie vor fit wie ein Turnschuh, sagt man eigentlich. Ja, der Christian gibt nicht auf, der kämpft und kämpft und kämpft. Also wenn er so weitergeht und der Jakob kann nicht mehr zusetzen, dann bin ich gespannt, wie das Rennen dann im Endeffekt ausgeht. Begleitet von den Skidos, dass wir hier die besten Bilder haben und dass wir hier jetzt wirklich diesen Zweikampf hautnah miterleben können. Das sind schon immer schöne Bilder, wenn man dann das Leiden auch und direkt dann mitsieht und man leidet auch mit, wenn bei diesen Bedingungen, wenn es jetzt ein bisschen der Nebel einfällt, wenn es wirklich dann spannend wird und wenn jetzt wirklich dann die erste Phase dann mal abgeschlossen ist auf dem Schattberg. Ja, wir sind jetzt gleich bei 40 Minuten. Man sieht da oben schon, jetzt die Zuschauer, die ersten Zuschauer, Fans. Sie sind jetzt gleich am Schattberg oben. Ja, der Christian wirkt wirklich sehr spritzig und sehr dominant, wie er das halt angeht. Aber der Jakob,
wird nicht aufgeben und schauen, dass er den Rückstand so kurz wie möglich halten wird. Jetzt nochmal richtig die Motivation, gleich oben zu sein und diesen ersten Teil. Ist das insgesamt der schwierigste Teil, dieser erste Teil auf den Schattberg hinauf, bezogen auf den ganzen Marathon? Ja, von der Steilheit schon. Am Zwölflerkogel gibt es nochmal so einen richtig einen steilen Abschnitt, der auch nochmal richtig wehtut. Aber wenn man da einmal drüber ist, dann hat man natürlich schon mal den steilsten Bereich geschafft. Aber das Rennen hört ja da nicht auf. Man muss immer Gas geben und schauen, dass man so schnell wie möglich ins Ziel kommt. Also der erste ist durch am Schattberg. Natürlich läuft er weiter die Marathon-Distanz. Und ich schätze mal, du hast so 5 bis 8 Meter dahinter Jakob Herrmann, hinter Christian Hoffmann. Und hier das Kamera-Skidu-Gerät, dass er weiterfährt. Jetzt werden wir dann schauen, das ist eigentlich dann noch das Interessante, wer ist dahinter? Ja, jetzt man sieht, der Jakob hat jetzt die aufgeschlossen. Wieder aufgeschlossen, der hat dann die letzten Meter das Loch wieder ganz locker zugemacht. Das ist William Bofelli. William Bofelli. Schaut auch noch sehr, den darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Gell? Hier sehen wir es eingeblendet, knapp 26 Sekunden als Dritter. Und er dürfte aber auch einen kleinen Abstand sich herausgelaufen haben vor dem Verfolger, der da Martin Antermatten heißt. Der ist noch nicht am Schattberg. Jetzt geht's bergab. Ja, das wird ein spannendes Rennen. Schauen wir mal. Ist es halt schwierig bei diesen Bedingungen, bei eher nicht so guter Bodensicht? Ja, das ist nicht so lustig, das muss ich auch sagen. Es ist jetzt oben, das ist jetzt nur eine kurze Fehlabfahrt und dann steigt es um mich auf den Westgipfel und dann ist es erst die richtige Abfahrt runter in, nach Hinterklemm. Und da, wenn es so schneit und es dämmert, ist das natürlich, man sieht ja nichts und man blädert da oben und übersieht die Schwungbuckel, dass die nur so durchbeidelt, aber man darf halt bei den Abfahrten auch nichts verlieren und je mehr, dass man riskiert, kann man sich natürlich da auch einen Vorsprung rausfahren. Hier sehen wir es in allen Farben. Erster Christian Hoffmann, zweiter Jakob Herrmann, dann William Bofelli und dann, jetzt haben wir auch noch eingeblendet, den Schweizer Martin Antermatten mit knapp 39 Sekunden dahinter. Und hier ist auch ein weiterer Läufer ins Ziel gekommen. Ja, das war der Zanker, glaube ich. Der Zanker, den der Martin Adam Zanker, genau. Ist jetzt da oben in 42,14. Ist also rund eine Minute hinter Martin Antermatten, hat ein bisschen eine Lücke aufreißen lassen müssen. Ja, das ist ein junger Athlet, der muss nur Erfahrung sammeln, aber so wie er sich da jetzt präsentiert, eine Hochachtung, junger Mann. Bravo. Und jetzt werden wir dann langsam in den nächsten Minuten erwarten dürfen, den Sieger des Schattberg Race. Jetzt wird die Sicht ein bisschen schlechter. Gott sei Dank, muss man sagen, haben die beiden Führenden ein Leuchtdress an, wie du gesagt hast, mit diesem Neonanzug, dass man bei diesen Bedingungen besser sehen kann. Ich schätze, dass jetzt eher die Athleten jetzt einmal aus der Tourwertung hier oben ankommen. Die Schattberg Race, wird sich ein bisschen vermischen und die muss man natürlich dann da ausfindig machen. Genau, aus dem Video. Da haben wir schon den ersten hier, Kevin Hinterberger, du hast schon gesagt. Das freut mich natürlich besonders. Dass aus deiner Region? Nein, das ist ein Athlet von mir aus dem österreichischen Polizeikader. Ich bin ja Referent und Trainer vom österreichischen Kader Skibergsteigen und versuche natürlich immer wieder neue Athleten zu finden und zu fördern. Und dass der Kevin jetzt da oben ist, das gefällt mir natürlich besonders. Mit 42,37 eigentlich gut mitgehalten mit den anderen. Ja, der Kevin ist ein junger, talentierter Athlet und dann noch dazu ein ausgezeichneter Polizist, was er natürlich auch wichtig ist. Und er präsentiert sich natürlich da perfekt. Startnummer 46, Josef Huber, ein deutscher Athlet. Ja, Josef Huber natürlich auch ein arrivierter Top-Athlet, deutscher Nationalkader-Athlet. Er präsentiert sich natürlich auch perfekt. So, und da haben wir einen William Bofelli am Anstieg zum Westgipfel zwischendurch eingeblendet. Startnummer 34, Ole Vegard Oje, ein Norweger. Ganz interessant, es sind zwei Athleten aus dem norwegischen Nationalkader hier am Start. Das ist der Ole Vegard und der Hauke Björn. Ich bin schon gespannt, die Burschen präsentieren sich gut. Man muss ja sagen, sie haben es ja im Weltcup, gerade bei den vertikalen Rennen schon vor vielen Jahren oder jetzt immer noch, wenn sie da international vertreten sind, in Europameisterschaften, Weltmeisterschaften,
Top-Leistungen liefert. Für diejenigen, die jetzt erst eingestiegen sind, herzlich willkommen zur 26. Auflage der Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm. Wir haben den ersten schweren Abschnitt geschafft für einige Athleten, für die Besten, die natürlich noch weiterlaufen. Aber wir warten noch auf die Sieger vom Schattberg Race. Und was Sie hier sehen, sind die Bilder direkt vom Schattberg. Und die Besten, Christian Hoffmann, Jakob Herrmann und William Bofelli, die drei Favoriten und auch die drei, ersten drei aus dem vergangenen Jahr, sind als Erste durchgegangen nach gut 40 Minuten. Wir haben auch schon jetzt die Nächsten auf die Tourwertung. Kevin Hinterberger hat da die schnellste Zeit am Schattberg erreicht, vor Josef Huber, dem Deutschen, den wir im Bild gehabt haben kurz, und Josef Bodner, dann dahinter Tobias Wagenhofer und Lukas Manka. Jetzt warten wir natürlich noch auf den ersten Sieger des Tages, auf den Gewinner des Schattberg Race. Die erfahrungsgemäß, so wir sind jetzt 45 Minuten, 40 Sekunden unterwegs, so circa nach letztjähriger Sieger hatte 46 Minuten, 18 Maximilian Kurz, also die werden jetzt bald dann den ersten Sieger feiern können. Da gibt es auch dann wieder Interviews und erste Aufnahmen von oben. Aber die Sicht wird immer schlechter. Ja. Hier nochmal eingeblendet das Zwischenergebnis am Schattberg. Ja, die ersten drei eigentlich wie erwartet, das sind die Favoriten. Dann mit ein bisschen Abstand Martin Antermaten, Adam Zonka, Vegard Oje, der Norweger, du hast es erwähnt, Harald Feuchter, Andreas Reiterer, Mike Völsner und Hannes Lohfeier. Ja, und was mich besonders freut, ist der Harald Feuchter, auch ganz, ganz unter die Top 10 vertreten. Super, Harald, freut mich. Und wir warten noch auf den Schattberg Race Sieger. Es gibt noch keine Wertung. Die Toursieger, jetzt kann es nicht mehr lang dauern. Vielleicht schon jetzt erkennbar an dem S auf der Startnummer für Schattberg, falls Sie es noch schneller sehen wollen wie wir, wenn wir es nicht erkennen. Das ist die Startnummer 14. Startnummer 14 ist, dürfte ein Marathonathlet sein. Ja, am Gipfel oben, am Schattberg, schaut es wirklich nicht sehr freundlich aus. Das wird jetzt rüber zum Westgipfel. Die Wettersituation soll bestehen bleiben. In Hinterglemm, beim Abfahrt dann wieder rauf zur Zwölferkugel. Also, das wird schon zach. Ja, die Bedingungen heute nicht einfach, aber die Herausforderung Mountain Attack. Hier sehen wir auch kurz den Veranstalter und den Ideengeber Roland Kurz eingeblendet, der natürlich seine Athleten, sage ich einmal, anfeuert und wirklich nochmal hier antreibt, dass sie weitermachen und dass sie wirklich die besten Leistungen. Es fehlen noch ein paar Minuten, habe ich jetzt gerade gehört, aber jetzt kommen dann die ersten und der Schattberg-Sieger kommen dann jetzt dann auf den, über den ersten Anstieg hinauf. So, da sehen wir jetzt wieder in Christian Hoffmann. Wieder abgehängt, wieder einsam, schaut so fast so aus. Wenn wir dann ein bisschen aufziehen, die Kamera, dann sieht man auch, wo dann Jakob Herrmann ist. Der ist jetzt gleich oben am Westgipfel. Er wird jetzt nicht mehr weit haben und dann ist die erste Wechselstelle, wo er dann natürlich die Fälle runtergibt und so schnell wie möglich da noch Hinterglemm. Zur ersten langen Abfahrt. Es ist noch relativ hell, es ist also noch kein Problem jetzt noch hier bei, die Lampen werden wahrscheinlich noch nicht so zum Einsatz kommen, nur sieht es ganz gut. Die Lampe bei Nebel nützt ja nichts. Das ist jetzt ganz eine gefährliche Situation, weil es dämmert nämlich und es schneit. Und die brauchen jetzt eine Brille zum Runterfahren. Jetzt hoffentlich sind die Brillen neu trocken und sie haben freie Sicht. Das ist natürlich jetzt nicht so ungefährlich, weil man einfach das Licht noch nicht einschalten braucht. Aber aufgrund dieser Dämmerung, die jetzt einbricht, ist es unheimlich gefährlich und man sieht keine oder nur schwer diese sogenannten Schwungbuckeln. Und wenn du da einmal was übersiehst, dann zerreißt dich, dass du nicht mehr ausgehst. Genau, und jetzt gibt es die Vorbereitungen für Christian Hoffmann für die Abfahrt. Er ist jetzt am Westgipfel, am Schattberg Westgipfel. Er wird jetzt so schnell wie möglich einen Fellwechsel durchführen. Das dauert nur ein paar Sekunden. Die Felle dann im Rennanzug wieder verstauen. Das ist ja ganz wichtig, weil er braucht die Felle wieder. Und so, wenn er es dann im Bauchraum verstaut. Und da haben wir natürlich jetzt den ersten Sieger vom Sprint. Jetzt sind wir gespannt auf die Startnummer und dann werden wir ihn einmal hochleben lassen. Ja, absolut. Er hat sich schon gefreut und ist schon abgebogen. Er hat sein Tageswerk vollfüllt heute. Super Leistung. Man muss ja sagen, die Schattberg-Sprinter, die starten ja aus einem eigenen Startblock als letzter unten weg. Und natürlich haben sie den ganzen Blut für sich und das ist ja auch erschwerend.
Absolut. Und hier haben wir auch schon, es hat ein Finne gewonnen, den Schattberg Race. Toni Teti mit 43 Minuten und 58 Sekunden vor Elias Pehr aus Gröbning. Ja, da mit 44,02. Das ist natürlich super, weil das ist ein, ich schätze mal, der Elias Pehr ist ein junger Nachwuchsathlet aus dem österreichischen Nationalkader. Er kommt natürlich aus meiner Gegend, aus Gröbning. Ich bin ja selber aus Schladming. Und da tut sich was, da bin ich natürlich sehr froh. Ja, mit dem Vorbild Andreas Ringhofer, wenn man hat, dann tut man sich leichter. Naja, das Vorbild, die Zeiten sind vorbei. Es gibt jetzt andere Generationen, die... Die Legenden bleiben. Ja. 3 Sekunden war er nur langsamer, Elias Pehr. Das haben wir gar nicht so mitbekommen. Das war ein ziemlich knapper Einlauf hier auf dem Schattberg. Und wir haben einen finnischen Sieger. Was mich besonders freut, ja. Das ist international. Wirklich... Da sieht man die Internationalität und das sieht man auch, wie auch im Norden, jetzt du hast es zuerst erzählt von den Norwegern, sind einige Norweger hier und jetzt gewinnt auch ein Finne. Ja, die Finnen und die Norweger haben nicht nur die weltbesten Langläufer, sondern man sieht, jetzt kann man seinem Skibergsteigen laufen. Ganz genau. So, und ich sage nochmal ganz kurz den Zwischenstand am Schattberg Race, was die Marathon, die Königsdisziplin betrifft. Erster Christian Hoffmann, 3 Sekunden, auch hier vor Jakob Herrmann, ähnlicher Abstand wie beim Schattberg-Sieger. Und dritter William Bofelli, vierter Martin Antermatt und fünfter Adam Zonka. Und wir haben schon gesehen, die Abfahrt vom Schattberg West hin und nach Hinterglemm hat schon begonnen. Und da werden wir dann sicher auch wieder Bilder einfangen können. Ja, ich schätze jetzt, dass der Christian schon in der Abfahrt das erste Drittel absolviert hat. Der Jakob wird nicht weit dahinter sein. Es ist jetzt zwar ein bisschen ein Loch entstanden und ich hoffe, dass der Jakob das auch wieder ein bisschen schließen kann, dass wir ein bisschen eine Spannung da haben und ein schnelles Rennen. Und jetzt hören wir auch das Interview mit dem Sieger Toni Teti aus Finnland. Ja, wir haben es gerade gehört, Toni Teti ein bisschen ausgelaugt, aber er ist zum ersten Mal hier am Start gleich gewonnen am Schattberg Race und wir haben jetzt auch das Podium schon fertig. Was das Schattberg Race der Männer betrifft, der gerade interviewte Toni Teti aus Finnland hat in 43,58 gewonnen, zweiter Elias Pehr, 4 Sekunden dahinter und dann Lukas Kolb. 2 aus Gröbning, die Gröbninger beherrschen es alle und vierter wieder Österreicher, der junge Martin Schieder, fünfter dann Maximilian Gintenreiter, also alle ganz, ganz, die erste und der zweite war sehr, sehr knapp, dann schon ein bisschen mit Abstand. Also wir haben schon das erste Podium des Tages. Und was mich besonders freut, ist der Elias Pehr und der Lukas Kolbin. Lukas kenne ich selber, ein großes Talent und man sieht, dass sie die Burschen aus dem Enztal, da aus der Steiermark, bestens präsentieren. Bravo Burschen. Ja, Zeit, wir brauchen gute Steirerschnelle. Da tut sich was auf und es scheint so, als ob sich da wirklich was, eine neue Generation herantastet. Ja, das verändert sich, wenn ich denke, mein erster Sieg, glaube ich, das war jetzt vor 20 Jahren, hast du heute gesagt, so vergeht die Zeit. Vor 16 Jahren, glaube ich, habe ich da das letzte Mal gewonnen, wenn ich dann nachdenke, wie lange das her ist und was ich da alles Schönes erlebt habe. Ja, nicht nachvollziehen, man möchte das auch nicht missen. Aber es kommen immer wieder neue Athleten, man sieht es, und die Rennen werden immer schneller, da tut es ja auch immer was beim Material etc. So, und jetzt haben wir da den Christian Hoffmann schon im Hinterkleben. Er ist jetzt da gerade beim Fellwechsel, Christian, so schnell wie möglich, wann geht. Und dann geht es rauf auf den 12er-Kugel. Der 12er-Kugel natürlich auch sehr, sehr anstrengend. Und jetzt muss er mal zu Fuß da schnell drüber und dann kann er da drüben gleich wieder die Ski anziehen und dann geht es auf. 12er-Kugel am Anfang noch eher human, aber noch im oberen letzten Drittel enorm steil. Ich kann mich erinnern, ich bin dann mit den Ski, hat dieses Drittel nicht immer ganz mit den Ski durchgegangen, sondern habe es abgeschnallt, habe die Ski am Buckel gegeben und bin diese Passage, das werden so gewesen sein, 100, 120 Meter dann zu Fuß gegangen, weil ich einfach für mich das, weil ich gewusst habe, da kann ich diesen Bereich einfach schneller absolvieren und mir ein bisschen Kopf sparen. Jetzt wird es aber schön langsam dunkel. Es wird dunkler, logischerweise. Es ist ja auch schon 5 vor 5 und die
Der Trossi ist knapp 55 Minuten jetzt unterwegs. Wir haben halt schon das erste Podium, haben ja schon die Sieger da bei den Männern auf dem Schattberg Race. Jetzt warten wir natürlich auch noch, was die Frauen schaffen auf den Schattberg hinauf. Und ja, bei den Damen haben wir ja die Dina Fischl und die Theresa Kober, die waren ja letztes Jahr schon am Stuckerl. Ich bin neugierig, ob die heuer wieder so stark sind. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt haben wir da einen William Bofelli. Also, er ist natürlich ein richtiger Italiener, mit allen Wassern gewaschen. Italiener natürlich im Skibergsteigen Weltklasse. Das hat er auch schon bewiesen. Er war zum Beispiel beim Celeronda Skimarathon, ist er derjenige, der noch bis dato immer noch mit seinem Partner den Streckenrekord hält. Und er hat auch zum Beispiel bei einem Riesenevent, das ist die Mezzalama, auch in Italien, auch schon am Stuckerl gestanden. Auch im Weltcup natürlich, auch schon vorn gewesen. Also ein großes Talent. Wer gilt eigentlich unter diesen Anwesenden heute als guter Abfahrer? Weil ich glaube ja, beim Abfahren kann man doch auch einiges rausholen, wenn man dann ein bisschen mehr riskiert, ein bisschen über die Grenzen geht. Wer gilt denn da als besonders guter Abfahrer? Ja, jetzt muss ich noch ganz kurz was sagen. Da haben wir jetzt den Martin Andermatten einmal im Bild mit seinem Adidas-Rennanzug. Hält sich immer noch gut, man sieht, der Abstand bleibt immer noch gering. Top Martin. Der zweite Zweikampf? Ja, der Martin natürlich, der Partner von Jakob Herrmann bei diesen Langdistanzrennen, der hat natürlich schon tolle Erfolge auch im Weltcup geliefert. Kommt selber aus Zermatt. Mhm. Mich freut es, wir sind sehr gut befreundet, haben ab und zu Kontakt. Da muss ein guter Abfahrer sein. Ja, das sind alles gute Abfahrer. Wenn wir jetzt zu dem Thema kommen, Abfahrer sind alle gut. Ich schätze Andermatten, Jakob Herrmann, und William Bofelli, die ausgeglichenen drei sehr schnellen. Ich weiß nicht, ob der Christian da, man muss ja bedenken, jetzt ist er auch schon 50. Fast. Dem Alter riskiert man auch nicht mehr so viel, das muss man auch sagen, aber man sieht, der will halt unbedingt gewinnen und ich halte ihm fest die Daumen. Man sieht schon ein reges Treiben jetzt am Schattberg-Gipfel hinauf und jetzt kommen natürlich schon einige hier ins Ziel. Ja, da sind jetzt natürlich sehr viele Tourathleten dabei, die haben jetzt einmal, sage ich mal, nicht mehr weit zum Westgipfel und dann habe ich hinterklemmt, dann haben sie den letzten Aufstieg. Ganz genau. Und dann geht es gleich zum Reiterkugel rauf und dann so kopiert entlang und dann haben sie nicht mehr so weit. Die Tourathleten haben ja auch die ersten drei hier, die noch weiter natürlich laufen müssen. Kevin Hinterberger, Josef Huber, Kevin Hinterberger, Österreicher, Josef Huber, ein Deutscher und dann Josef Bodner. Und da bin ich schon gespannt, in dieser Kategorie Tour, ob der Kevin jetzt noch zusetzen kann. Der Josef Huber ist natürlich schon ein arrivierter und sehr guter Abfahrer. Das wird sicher spannend. Natürlich, der Hinterberger Kevin kommt da aus dem alpinen Rennsport, der weiß, was er jetzt da hat. Aber trotzdem schauen wir, wie das jetzt weitergeht. Ich bin schon gespannt. Was mich interessieren würde, jetzt müssen wir mal dann langsam schauen, wer bei den Damen Schattberg-Sieger geworden ist, Schattberg-Siegerin geworden, da gibt es ja dann auch, müssen wir vielleicht noch ein paar Minuten warten, aber dann geht es schon langsam, die dürfen schon langsam daherkommen. Ja, schauen wir mal, warten wir ab, vielleicht kriegen wir gleich wieder Informationen, wo die ersten Athleten sind. Da haben wir schon direkt, jetzt haben wir eingeblendet, wir haben recherchiert, Gabriele Vedovati, die Italienerin. Das ist die Siegerin vom letzten Jahr. Einen Applaus. Und natürlich, jetzt haben wir aber einen Schattberg-Riss, natürlich die Damensiegerin. Es ist Tina Fischl, Tina Fischl, die Deutsche. Die hat auch letztes Jahr gewonnen, meines Wissens. Gell? Ganz aber genau. Hat den Erfolg wiederholen können, super. Letztes Jahr in 54 Minuten und 51 Sekunden. Und jetzt können wir uns das Interview sogar ein bisschen anhören. Ich habe schon erwähnt, auch letztes Jahr der Sieg hier auf dem Schattberg, heuer schon wieder. Liebe Tina, so viel Freude nimmst du mit bei so viel Quälerei. Erzähl mal, wie war dein Rennen? Ja, also dieses Mal habe ich nicht alles falsch gemacht. Ich habe mich konzentriert, habe meine Bindung gut verriegelt und bin wirklich super weggekommen. Bloß ich habe bis daher keine Ahnung gehabt, an welcher Position ich liege, weil du musst dich so konzentrieren. Heute hat so viele runtergehauen vom Schattberg, sind so viele abgestürzt und ich habe einfach nur gehofft, dass mir keiner entgegenkommt, weil dann war es das gewesen. Also ich bin überglücklich, dass das heute so gut gelaufen ist.
Jetzt ist es ja so, wenn man schon mal auf dem Schadberg herum gewesen ist und du das Rennen so wie letztes Jahr gemacht hast, man weiß ja, was auf einen zukommt. Ist es dann noch mal ein bisschen anders am Start zu stehen als Vorjahressiegerin? Ist ein bisschen mehr Nervosität vielleicht auch dabei? Ja, also ich war wirklich sehr nervös, weil wenn man dann als Favoritin gilt, ist es natürlich auch nicht so einfach für einen. Und ich bin eigentlich gerade unter Marathontraining für den Straßenlauf. Und das zum Kombinieren mit dem Training für den Schadberg, das ist die Herausforderung gewesen. Also deshalb freut mich einfach ganz stark, dass der Uphill so gut gelungen ist. Wir freuen uns auch riesig mit dir mit. Herzliche Gratulation, Tina Fischl. Platz Nummer 1 wieder uns. Ich habe so ein kleines Déjà-vu, denn der Platz 2 ist auch wieder der gleiche wie im letzten Jahr. Theresa Gruber vom La Sportiva Mountain Attack Team hat es auch geschafft. Liebe Theresa, wir nehmen dich auch noch schnell mit. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten, bevor du uns erfrierst. Wie war denn für dich das Rennen? Wir haben schon gesagt, einige sind abgestürzt, sind runtergerutscht. Auch bei dir alles gut gegangen? Ja, voll, Gott sei Dank. Ich bin am Vormittag schon mal aufgegangen. Und habe dann gemerkt, dass das ganz griffig ist eigentlich. Und ich glaube, die haben einfach ein bisschen Pech gehabt beim Abrutschen. Es ist mir leid passiert. Und jetzt habe ich schon gesagt, ja, bei Déjà-vu, ich glaube, wir sind ungefähr den gleichen Sekundenabstand. Ja. Hast du mitbekommen, wo du ungefähr im Rennen bist? Weil die Dina hat gesagt, sie hat es gar nicht gewusst. Ja, ungefähr. Also ich habe gewusst, dass ich an zweiter Stelle bin. Ja. Und ja, aber passt gut. Na bitte, ich würde sagen, einen riesengroßen Applaus, gratuliere, ich bin sowieso begeistert über deine Leistung. Theresa Kova auf Platz Nummer 2 und Tina Fischl gewinnt hier wieder das Schadberg Race 2024. Und somit schauen wir hinunter wieder ins Tal, denn bei uns schneibt es uns eh schon fast ein. Ja, und wir übernehmen gerne im Tal. Und ich möchte nur darauf hinweisen, die Tina Fischl mit ihrer Zeit als Schadberg-Siegerin 2024, 53:10, da hat sie sich um 1,41 verbessert im Vergleich zum Vorjahr. Und man sieht, sie ist im Training und sie trainiert ja auf den Marathonlauf, hat sie ja uns erzählt. Und die zweite, Theresa Kober, war auch erheblich um eine Minute fast schneller. Und hier sehen wir jetzt die Lieder Marathon. Hier sehen wir Christian Hoffmann und Jakob Herrmann wieder zusammengekommen. Jakob Herrmann dürfte in der Abfahrt was, wie du es prophezeit hast, gut gemacht haben. Ja, das war schon, das habe ich auch schon vermutet. Der Jakob wird einen enorm schnellen Wechsel gemacht haben und natürlich in der Abfahrt wirklich Gas gegeben haben, dass er wieder auf den Christian aufgeschlossen hat. Ich vermute, dass der Jakob natürlich auch wieder unten einen schnellen Fehlwechsel gemacht hat und dadurch oder wieder so schnell aufschließen können. Das ist natürlich ein alter Routinier, technisch perfekt. Da kann man natürlich auch immer wieder vieles gut machen. Das heißt aber, Führungsarbeit will er momentan nicht übernehmen. Ja, der Christian, der wird die Führung jetzt einmal. Ich glaube, dass er gleich wieder einen Zwischenspringt ein. Der ist, glaube ich, halt körperlich so stark, so schätze ich ihn ein. Schauen wir mal. Der Jakob ist natürlich, je länger das Rennen dauert, er wird auch immer schneller. Aber zurück zu den Damen jetzt beim Schadberg-Sprint. Die Siegerin, die war so lieb aus Bayern, wie sie gesagt hat, wie sie alle angestürzt sind aus dem Schadberg. Man sieht da eigentlich, wie steil das Luder ist. Und wenn man ausrutscht, dann rutscht Obi und richtig weit. Und wenn dann einer natürlich rutscht, dann reißt der andere noch mit. Und das ist ja dann nicht lustig, wenn du eine ganze Traube vor dir hast und alle rutschen. Dann ist gescheiter, du schaust, dass du irgendwo rechts oder links rauskommst und du sicher vorbei. Aber es fehlt jetzt noch die dritte, die fehlt noch auf das Podest. Bei den Herren hat er gewonnen den Schadberg Race 24, Toni Teti aus Finnland vor Elias Peer und Lukas Kolb und bei den Damen Tina Fischl vor Theresa Kober. Und die dritte fehlt noch, wie gesagt, aber wir legen natürlich die Aufmerksamkeit auf die beiden da vorne. Er dreht sich immer wieder um, was macht er? Ich habe das Gefühl, er will ein bisschen, dass auch der andere ein bisschen Führungsarbeit macht. Das ja. Ist aber eher im Skibergsteigsport wahrscheinlich nicht üblich. Ja, da ist jetzt einmal so. Das ist jetzt einmal ein bisschen Geplänkel. Jeder tut sich ein bisschen austesten. Und die anderen können aber aufschließen. Nein, ist nicht die Gefahr. Ja, da warten wir mal ab. Die zwei gingen jetzt so spritzig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aufschließen kann ich mir nicht vorstellen. Mir ist nur aufgefallen, dass der Jakob Herrmann am Beginn da zum Schadberg rauf noch ein bisschen steif unterwegs war. Da war er noch nicht so spritzig. Und man merkt jetzt mit Fortlauf des Rennens, dass er einfach immer zügiger wird und immer wieder das Loch schließen kann. Aber beide schauen jetzt natürlich, der Rhythmus ist da. Ja, und beide fit. Sehr also konzentriert beide und wirklich. Ist das ein Vorteil, dahinter direkt zu gehen? Auch für ihn ist es kraftsparender, weil man, das sieht man eigentlich auch relativ selten. Also ich kann mich nicht erinnern, in den letzten Jahren, dass auf dieser
Anstiegshöhe oder nach gut einer Stunde ein Zweikampf so geführt wird? Ja, das hat zu meiner Zeit war da natürlich, ich habe meistens da in dem Bereich immer mit dem Guido Giacomelli gekämpft. Da ist jetzt nicht so steil, man kann da relativ schnell eine hohe Frequenz gehen, man sieht es bei beiden. Aber wie gesagt, der Jakob wird immer spritziger und es ist natürlich jetzt ein Obtasten auch. Die beiden kennen sich, die machen schon lange, jahrelang miteinander Wettkämpfe. Jeder muss sich jetzt ein bisschen abtasten und die Schwächen des anderen irgendwie ausnutzen. Aber das sind natürlich jetzt schon, wenn man jetzt auf die Siegerliste der vergangenen Jahre schaut, Jakob Herrmann und Christian Hoffmann, die in den letzten Jahren so viel gewonnen haben. Christian Hoffmann 4-mal, Jakob Herrmann 2-mal. Und wenn er heute gewinnen würde, Christian Hoffmann, das 5. Mal. Das muss erst jemand dann einmal schaffen. Ja, das ist natürlich dann eine Top-Leistung. Da muss man dann natürlich nur den Hut ziehen. Aber schauen wir mal, wie das jetzt weitergeht. Ganz genau. Das ist jetzt ein Abtasten. Und jetzt geht er auf gleiche Höhe hinauf und das ist, stimmt nicht mehr ganz, sie sind jetzt auf gleicher Höhe. Ja, und jetzt geht es Richtung Mittelstation, sie sind da wahrscheinlich nicht mehr so weit weg. Und dann kommt der, gehen sie in den oberen, steileren Bereich wieder rein. Und da sieht man auch der Abstand von Profelien und Antamatten. 2 Minuten, gute 2 Minuten bei Bofelli und bei Antamatten, fast 3 Minuten. Da könnte es sich noch drum gehen, dass wer wird Dritter, aber ich möchte nicht zu viel prophezeien. Das ist ja immer gefährlich im Sport, aber die ersten 2 Plätze sind schon einmal ganz gut vergeben. Na, ich habe schon Rennen da erlebt, da bis zum Schluss an erster Position und dann kriegst du so einen Bäcker oder so einen Hammer, dass du noch von der ersten Position ganz schnell nur noch als Zehnter ins Ziel kommst. So, aber, und jetzt kommt der Angriff von Jakob Herrmann. Ja, schauen wir mal, was da jetzt in dem Bereich ist. Ist jetzt sehr, sehr flach. Genau, und wir haben jetzt das Podest des Schattberg Race 2024 komplett. Bei den Damen heißt es Tina Fischl, verteidigt ihren Titel vor Theresa Kober aus Österreich. Die Tina Fischl kommt aus Bayern. Und Lisa Münsterer, quasi 2 Deutsche auf dem Podest, 1 und 3. Und bei den Herren überraschend der finnische Sieger Toni Tetti vor 2 Österreichern Elias Perr und Lukas Kolb. So viel. Ja, das haben wir jetzt schon. Das haben wir jetzt schon stolz. Gell? Das haben wir jetzt schon einmal, zweimal, dreimal erwähnt. Aber ein stolzer Andreas Ringhofer ist immer gut. Ja, es ist schon wichtig, dass junge Leute wieder vorkommen und gerade in der Steiermark ist wichtig, dass wieder junge Athleten nachkommen. Und das ist auch, sag ich einmal, wir müssen uns jetzt auf die Olympischen Spiele vorbereiten und es ist wichtig, dass wir uns da dementsprechend präsentieren. Der Nationalkader ist gut aufgestellt, man hat schon gesehen bei den Europameisterschaften, Julian Tritscher, die Jungen, alle durch die Bank, der Oberauer Nils, natürlich dann die arrivierten Athleten, der Armin Höfel und viele andere haben sich da einfach so bestens präsentiert, der Werbignac, also da kann man schon stolz sein. Ganz genau. Und vielleicht auch Olympia 2026 animiert sicher junge Sportler. Ich meine, 2030 gibt es dann wieder Olympische Spiele. Der Vorlauf ist ja da immer sehr, sehr groß. Also das motiviert sicher, diese Sportart voranzutreiben und auch selbst in Angriff zu nehmen. Ja, ja. Und wir sind auch bei den Damen gut aufgestellt mit Sarah Dreyer, die jetzt Europameisterin geworden ist. Und natürlich die Johanna Himmer, die im Individualbewerb in der Königdisziplin einen 5. Platz erreicht hat. Das waren schon hervorragende Leistungen. Wunderbare Bilder, dass auf dieser Höhe noch so viele Fans dastehen und minutenlang oder stundenlang, sage ich sogar, ausharren und da wahrscheinlich auch viele Familienangehörige, die ihre Verwandten, Bekannten, Freunde und Freundinnen antreiben. Ist irgendwie schöne Bilder. Ja, und tiefster Winter da oben, gell? Trotz Winter wirklich, ich meine, es ist... Das ist ja, macht ja eigentlich auch das Skibergsteigen aus, dass wirklich unwirtliche Bedingungen vorherrschen. Und heute ist wirklich, Roland Kurz hat gestern in einem Interview gesagt, er glaubt, es wird Sonnenschein, er hat doch nicht alles im Griff. Ja, anscheinend wird es morgen schön, gell? Er hat heute schon ein bisschen einen Schlechtwettereinfluss angesagt. Aber was? Und angeblich soll es morgen wieder besser werden. Aber gut, man kann sich das Wetter nicht aussuchen. So ist und, es. Es ist ein Freiluftsport und somit kann man da auch schnelles Rennen. Es ist Freiluftsport, es ist Winter und alle haben Freude an der Bewegung, muss man ja auch einmal sagen. Der Zweikampf also jetzt vielleicht Christian Hoffmann und Jakob Herrmann, der wird dann spannend. Jetzt befinden sie sich, du hast es zuerst gesagt, sie befinden sich auf dem leichten Anstieg jetzt hinüber.
Ja, Sie werden jetzt gleich mal bei der Mittelstation Richtung Zwölferkogel sein. Da wird jetzt nicht mehr viel, aber dann geht es nochmal richtig rauf. Das ist also ein richtiger Saubock da rauf. Und was ist ein Saubock für dich? Ja, das ist ein Saubock, wenn es so richtig steil ist und du weißt nicht mehr, wie du so schnell wie möglich da raufkippst und die mehrere Zeit nur schaust, dass du nicht ausrutscht und dass du oben. Und wir finden uns da fast auf 2000 Metern. 1984 ja. Ist der 12er Kugel. Und dann ist das eigentlich da die gefährlichste Abfahrt? Zum Hochalm hinunter? Ja, die 12er Kugelabfahrt hat es natürlich in sich. Es ist oben, relativ schmal. Also ich kann mich jetzt nur an meine Zeit erinnern, das war immer sehr schmal und auch sehr steil und unheimlich viel Schwungbuckel drinnen. Und wenn du da oben tun hast, musst du natürlich immer mit äußerster Vorsicht, würde ich nicht sagen, aber mit hoher Geschwindigkeit, aber mit ein bisschen Sicherheitsfaktor abfahren, weil das kann ganz schnell schief gehen. Und man sieht es jetzt auch hier, beide sind noch wieder Positionswechsel. Liedermarathon ist eingeblendet, das sind die zwei, die wir schon jetzt seit einigen Minuten verfolgen. 1 Stunde 10 Minuten laufen die Marathonläufer, die Skibergsteiger hier bei der 26. Mountain Attack und es führt, Sie sehen es, Christian Hoffmann mit der Startnummer 3 vor Jakob Herrmann, Startnummer 1 dem Titelverteidiger und auch dem Streckenrekordhalter. 1 Stunde 5 Minuten, wenn sie das schaffen würden, dann wären sie ungefähr ins Ziel, dann werden sie ungefähr auf Streckenrekordzeit, aber da ist ja noch viel, viel Zeit. Da kann noch viel passieren. Ja, da sieht man jetzt hier, jetzt sind sie dann so schon in den Mittelbereich, also sage mal so circa bei der Hälfte, ich konnte es jetzt schwer einschätzen. Ich habe aber im Hintergrund ja schon eine Lampe gesehen, das wird der Italiener sein. Der Bofelli, ja. William Bofelli. Und da bin ich schon neugierig, wie das bei ihm weitergeht. Er ist jetzt circa, wir sehen es hier eingeblendet, gute 100 Meter hinter dem Führenden. Das ist natürlich, klingt mehr, aber ist nicht so viel unter Umständen. Ja, ich glaube, dass das sogar ein bisschen mehr waren wie 100 Meter. Der Abstand war ja da zeitmäßig. 110 Meter haben wir jetzt. Aha, okay. 110 Meter, jetzt waren es 160 bei Martin Antermatten. Und dann bei Adam Zonka ist eigentlich ein bisschen die Überraschung für uns. Ja, das der Bursche hält sich richtig gut. Bin schon gespannt, wie es in Harry Feuchter, der war bei Position 7, wie es ihm jetzt momentan geht. Wir haben leider jetzt nicht unbedingt die Informationen. So, Christian rennt schon wieder. Es scheint jetzt aber in diesem Bereich, dass der Nebel weniger geworden ist. Sind vielleicht bessere Bedingungen und hat schon wieder einen Zwischensprint. Aber wenn wir jetzt aufmachen, dann sehen wir wahrscheinlich, dass Jakob Herrmann auch wieder, da sieht man schon, dass die Lampe dahinter ist direkt. Also er hält sich hinten dran und ich würde mir wünschen heute, lieber Andreas, dass bis ganz zum Schluss spannend wird, bis zur letzten S-Kurve, die du so schon mal ins Auge gefasst hast. Der letzten S-Kurve sollte die Entscheidung fallen. Ja, das wird sicher ein spannendes Rennen. Wenn nicht irgendeiner einen Bäcker kriegt zum Schluss, wird das sehr, sehr spannend werden. Ein Bäcker heißt Einbruch, oder? Einbruch, ja, ein Bäcker. Aber ich irgendwo sind das die zwei Dominatoren der vergangenen Jahre und es ist irgendwie schön, dass sie auch im Jahr 2024 wieder uns so eine Show bieten, muss man auch sagen. Ja, das wird schon spannend werden. Also da wird es jetzt keiner irgendwie was eine Blöße geben, das wird noch bis zum Schluss ein hartes Rennen. Das sind 2 von 1000 Athleten, die heute den 26. Mountain Attack in Angriff genommen haben, hier in Saalbach Hinterglemm. Und viele, viele kommen jetzt herauf auf den Schattberg und sind da, wirken schon abgekämpft, aber sie haben noch einiges vor sich. Ja, da haben wir natürlich jetzt alles Hobbyläufer, die das als Spaß und Freude machen. Die wollen nicht nur einfach ins Ziel kommen und einfach so eine Gaudi haben. Da vorne bei den zwei, da geht es um was. Da muss man natürlich schon dementsprechend jetzt Gas geben. Aber es ist immer noch ein Abtasten und ich bin neugierig, wie das jetzt weitergeht. Ganz genau, hier sehen wir es eingeblendet, 7 Sekunden, stimmt nicht ganz, sind auf einer Höhe. Bofelli ist 2,39 zurück, Antermatten 3,41 und Zonka 5,23, die ersten 5, die scheinen das irgendwo sich aufteilen zu wollen. Und hier sind die Bedingungen, der Nebel ist ein bisschen weggezogen, jetzt ist man wahrscheinlich schon über der Nebelgrenze drüber, schaut fast so aus. Und jetzt sind wirklich gute Bedingungen, scheint auch gar nicht so stark der Wind zu gehen, was man hier erkennen kann. Aber hier ist tiefster Winter und hier sind wir wieder, immer wieder bei diesen schönen Bildern, wenn sich die Hobbysportler die erste Etappe hinauf bewegen auf den Schattberg und dann trotzdem eine Freude haben.
Da, wo sind wir jetzt da? Jetzt werden wir neugierig. Das ist der Leader der Tour. Das ist der Kevin Hinterberger, jetzt kenne ich ihn natürlich. Und er kämpft brav. Das freut mich besonders, dass wir heute mal die Polizei aus dem Polizeikader präsentieren. Und er liefert wirklich eine tolle Leistung. Ich habe mit ihm heute noch telefoniert. Er war jetzt ein bisschen kränklich und hat sich nicht so gut gefühlt. Aber er hat sich dann doch entschlossen zum Starten. Ich habe ihm aber geraten, wenn er sich nicht so gut fühlt und wenn er sich nicht drüber sieht, dann soll er heute nicht an den Start gehen. Weil mir ist wichtig, ich brauche den Athleten noch für andere Bewerbe. Dass er sich nicht ganz verhaut. Wir blicken noch mal kurz zurück. Am Schattberg war ja die Tourleader folgendermaßen: Kevin Hinterberger, den wir hier im Bild haben, vor Josef Huber, dem Deutschen, und Josef Bodner, wieder ein Österreicher, und dann Tobias Wagenhofer von Mountain Attack Team La Sportiva. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge wird es auch noch die Tour-Wertung momentan geben. Sie waren ja ungefähr, ja, eineinhalb Minuten auseinander, und hier sieht man 40 Sekunden, hat sich eigentlich fast nichts getan, ein bisschen mehr ist es geworden, der Abstand zu Josef Huber. Hier haben wir die Einblendung, wunderbare Einblendung, 36 Meter, 36 Sekunden, jetzt 31, interessante Abstandsmessung. Und Kevin Hinterberger, da sieht man auch eingeblendet, 5,6 Kilometer pro Stunde den Berg hinauf, ja. Ja, da unten sieht man jetzt schon Hinterklemmen, und jetzt ist da wo er jetzt rennt, jetzt geht es rauf zum Reiterkugel. Das heißt, er schaut auch sehr spritzig aus, das wird er meiner Meinung nach noch durchbringen. Ich würde mich freuen, dass er das jetzt so durchzieht. Wenn er dann um ist am Reiterkugel, dann hat er nicht mehr so weit, dann ist Hase noch ein Küpfel, und dann um zum Bärenkugel, und dann geht es schon wieder nach Saalbach. Da werden wir natürlich in Kevin Hinterberger bald einmal im Ziel sein, hoffentlich. Letztes Jahr war der Toursieger 1,38, jetzt halten wir bei 1,16. Das heißt also, ja, circa in 20 Minuten, 20, 22 Minuten, hier haben wir es auch nochmal in der Grafik eingeblendet, er führt knapp 40 Meter. Und man sieht eh da im Bildschirm, der Josef Huber. Genau, da war er nicht mehr so weit drauf. Ganz genau. Immer wieder das schöne Blendespiel hier am Schattberg hinauf und mit Selfie. Es ist einfach ein Ereignis, muss man auch einmal sagen. Bei Abseits von all diesen Höchstleistungen, die wir hier sehen, es ist einfach ein wunderbares Ereignis. Da wird gefeiert und da wird ein Selfie gemacht, und es wird um diese schönen Bilder muss man sich erst auch leisten. Der Blick hinunter auf Saalbach, und das ist einfach wunderbar. Aber die Sportler jetzt haben natürlich keine Zeit für diese Bilder. Ja, aber da schauen wir jetzt runter nach Hinterklemm. Ja. Da ist der Aufstieg Richtung der Zwölferkugel, und man merkt, da ist keine Schneewolke drüber. Da ist jetzt nur ein geringer Niederschlag, was jetzt nur noch natürlich im Vorteil ist für die Abfahrtrichtung von Zwölferkugel oben auf die Hochalm. Am Schattberg selber ist eine dicke Schneewolke nach oben, und dadurch haben sie eine richtige winterliche Stimmung. Gell? Mhm. Wunderbar. Also hier Kevin Hinterberger. Wir, das ist Kevin Hinterberger, der Tourführende ist das, der am Schattberg knapp, ja, jetzt, er wird 30, 35 Sekunden liegt er vor Josef Huber und Josef Bodner. Josef Huber kommt aus Deutschland. Eigentlich heute können sich die Österreicher gut in Szene setzen. Ja, das ist immer sehr erfreulich. Sehr erfreulich. Der Nationalkader jetzt in Andorra, aber trotzdem haben wir noch eine dementsprechende gute Athleten noch in Österreich, die sich dann dort bestens präsentieren. Und wir sprechen jetzt auch über die ersten drei der Tourwertung in der Zwischenwertung am Schattberg der Damen. Schnellste war die Österreicherin Linda Wilhelmstetter vom La Sportiva Mountain Attack Team, und zweite die Katharina Lovrantova und dritte Nathalie Sunkler. Das sind die besten drei in der Zwischenwertung am Schattberg-Race. Zwei Österreicherinnen, eine Deutsche. Ist ja momentan innen auch im Handball, Deutschland gegen Österreich morgen. Und jetzt auf dieser Piste hier auch bei den Damen in der Tourwertung, auch Deutschland gegen Österreich, schön. Und auch in der Tourwertung bei den Herren, Josef Huber gegen Kevin Hinterberger. Ja, man sieht hinter Kevin jetzt schon einen Athleten.
Ich vermute, dass das der Josef Huber ist. Ganz genau. Und der hat aber schon meines Erachtens wieder ein bisschen was gut gemacht. Also Kevin. Er war 30 Meter zurück. Ja. Arschbacken zusammen und gehen wir. Jetzt wird es so deutlich, wenn du gesagt hast, er ist vielleicht nicht ganz fit, jetzt ist wahrscheinlich dann drauf ankommen. Jetzt heißt es dann, den inneren Schweinehund zu überwinden und in den Körper hineinzuhorchen. Ab wann hört man in den Körper besonders hinein? Ja, wenn man natürlich kränklich ist, sollte man nicht unbedingt solche Bewerbe absolvieren. Wie war es bei dir, wenn du hineingehört hast und du hast was gespürt? Oder, Ich habe natürlich auch sehr viele Fehler gemacht. Ich kann mich erinnern, das war ein Mountain Attack-Sieg. Das hat sich bis zur Ziellinie entschieden, wo ich mit einer zwei gebrochenen und der dritte war, glaube ich, Bröt, da den Alpin-Marathon-Bewerb absolviert habe. Im Nachhinein war die Saison dann vorbei, weil ich einfach mich total verhaut habe. So, der Kevin ist jetzt ein bisschen in die Diebstähne geraten, das war nicht schlau. Schauen wir, dass er jetzt vorn die Strecken findet. So, hier sehen wir eingeblendet. Jakob Herrmann, Christian Hoffmann, William Bofelle, die ersten drei, die Abstände auch. Und ins Ziel noch 13,2 Kilometer, kann das stimmen? Ja, das kann stimmen. Das sind die Pistenkilometer. Ich vermute, dass jetzt bald einmal schon langsam in Richtung Zwölferkogel oben sein werden. Sie sind jetzt sicher im letzten Drittel oben, so in dem steilsten Bereich. Und dann beginnt dann die Abfahrt. Schwierige Abfahrt. Die schwierige Abfahrt zur Hochalm hinunter. Sind ja auch knapp gute 970 Höhenmeter, die man dann direkt abfährt in wenigen Minuten. Und das in der Dunkelheit mit hoher Geschwindigkeit. Geschwindigkeit sprechen wir hier von 60, 70, 80 km/h. Ja, ist mit Sicherheit. Man muss auch bedenken, man hat da ein Stück Ski mit Bindung, wiegt also um die 800, 850 Gramm. Man hat ja da nichts unter die Füße, gell? Man kann das nicht vergleichen wie mit einem Riesentorlauf oder einem Slalom-Ski, die sehr schwer sind, sondern da hast du wirklich nichts auf die Füße und du musst ein sehr guter Skifahrer sein und die Ski auch beherrschen. Immer wieder zurück der Blick zum Schattberg-Race. Hier ist der Schattberg. Hier kommen die Hobbysportler hinauf. Die letzten Tourathleten, aber man sieht, sie sind mit voller Freude dabei. Aber man sieht so unterschiedliche Wetterbedingungen heute. Hier am Schattberg, Nebel, Schneefall, Kälte, Wind. Und wenn wir dann gesehen haben, der Blick hinunter, diese Zone, wo Blick auf Hinterglemm, da hat es eigentlich strahlend ausgesehen, ist schon interessant. Ja, es ist, hier sieht man wieder das Bild. Genau, es ist unten von Hinterglemm und am gegenüberliegenden Zwölferkogel einfach das Wetter ein bisschen besser. Man hat fast keinen Niederschlag mehr. Man sieht zwar einen leichten Niederschlag, aber keinen Nebel. Und das schaut nicht so schlecht aus. Und auch wenn es weitergeht Richtung Reiterkugel, gerade auf der Tourwertung habe ich gesagt, das Wetter ist gegenüber vom Schattberg. Also da sind einfach nicht so viele Schneebrücken da und man hat auch eine bessere Sicht. Falls Sie eingeschaltet haben, wir sind mittendrin oder fast schon in einer vorentscheidenden Phase bei der 26. Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm. Hier der wunderbare Blick auf Hinterglemm hinunter und ein leichtes Schneetreiben hat eingesetzt vor circa einer Dreiviertelstunde. Und es ist wirklich atemberaubende Bilder, wunderbare Bilder. Und wir halten noch immer bei der Königsdisziplin bei der Marathonwertung mit einem Zweikampf zwischen Jakob Herrmann, dem Titelverteidiger, und dem vierfachen Sieger Christian Hoffmann. Eine Minute 19 zurück, William Bofelli, der Dritte, und dann der Schweizer Martin Antermatten. Und jetzt hat offensichtlich Adam Zonka den fünften Platz an Vegard Oje, den Norweger. Die nordischen Länder sind ja auch gut vertreten und der Finne, ein Finne hat schon den ersten Bewerb am Schattberg-Race gewonnen. Nein, hat die beste Wertung hingelegt, was die Tour-Zwischenwertung ist. Ja, genau. Toni Teti heißt der Herr, der den Schattberg gewonnen hat, vor Elias Bär und Lukas Kolb. Und offensichtlich hat der Norweger Vegard Oje jetzt auch Adam Zonka vom fünften Platz verdrängt. Und ja, es kann sich immer was tun. Ja, da wird sich noch vieles tun da hinten. Harald Feuchter ist auch noch in dem Bereich, habe ich gesehen. Und dann natürlich
Der junge, gute Salzburger, der junge Hannes Lohfeier. Hannes Lohfeier ist leider uns ein bisschen abhanden gekommen. Der war am ersten Anstieg hinauf noch dabei, aber hat dann ein bisschen den Anschluss verloren, und der Lungauer. Und seitdem haben wir nicht mehr viel von ihm gesehen. Also ich kann mich ja täuschen, ich habe natürlich keine Startnummer gesehen, das kann natürlich auch an mir liegen, dass er vielleicht gar nicht jetzt da ist. Mir ist nur aufgefallen, dass diese zwei starken Athleten vorn waren, und darunter auch habe ich vermutet, dass dieses der sehr starke Lohfeier ist. Und hier sehen wir die Tourenwertung. Da geht schon wirklich in die Endphase. Der Kevin Hinterberger, 5,5 Kilometer ins Ziel, 50 Meter Josef Huber dahinter und dann Wagenhofer, der 210 Meter dahinter ist, also, und Maximilian Kurz, der letztes Jahr ja den Schattberg Race gewonnen hat, ist hier guter Vierter. Ja, Top-Leistungen. Kevin hat jetzt wieder ein bisschen sich absetzen können, habe ich gesehen, und er geht ein Top-Rennen darauf. Ich freue mich für ihn. Ich bin aber schon gespannt, wie es jetzt am Zwölferkogel dann ausschaut. Richard, was gibst du für einen Tipp ab? Also ich würde jetzt nach den letzten Metern und letzten Minuten auf Jakob Herrmann tippen. Ich finde ihn, er wirkt heute abwartend. Er gibt nicht alles. Er lässt Christian Hoffmann die Führungsarbeit machen, und Christian Hoffmann versucht immer wieder wegzukommen, aber schafft es nicht. Und Jakob Herrmann hat das Gefühl, der schaut sich das an in aller Ruhe und wird dann die entscheidende Attacke setzen. Siehst du es anders? Ja, ich schätze, dass sie vom Niveau her momentan ziemlich organisch gleich stark sind. Aber das Rennen wird sie sicher erst zum Schluss von der Hochalm dann Richtung Reiterkogel und dann weiter Rasenauer Köpfel. Da wird sich das Rennen entscheiden. Der Stärkere wird gewinnen. Und für dich, Leader Tour, Kevin Hinterberger hat jetzt Josef Huber abgehängt. Der war zuerst 30 Meter, das ist jetzt sicher mehr. Das sind jetzt sicher 150 Meter, schätze ich. Ja, das ist mir jetzt auch persönlich lieber, weil er aus meinem Kader ist. Gell? Und der Kevin ist ein Riesentalent, und das freut mich halt besonders, dass er sich wirklich drüber traut hat. Wir haben heute noch in der Früh gesprochen, wie sein Ruhepuls ausschaut. Wäre er erhöht gewesen, hätte ich ihm abgeraten. Er hat gesagt, der Ruhepuls ist wieder in Ordnung. Dann habe ich gesagt, ja, dann mach das, zieh das Rennen durch. Wenn du dich gut fühlst, dann gib dein Bestes. Und er schaut sehr, sehr fit aus. Geht eigentlich ganz einen anderen Stil wie die anderen. Ja, wir haben natürlich auch sehr viel trainiert, gerade was die Techniker betrifft. Und der Kevin hat da ein bisschen ein bisschen was zum Nachholen gehabt. Aber man sieht, eifriges Training und ständiges Lernen hilft dazu bei, dass man sich auch in der Leistung ganz rasch verbessert. Und der Kevin wird wirklich immer besser, und das freut mich besonders. Wir halten bei 1,27, was den Marathon betrifft. Und die Strecke wurde bis jetzt schon bewältigt, und jetzt geht es dann langsam am 12er Kogel die Abfahrt hinunter. Und ich schätze mal, die werden schon unterwegs sein jetzt. Ja, sie müssten jetzt gleich einmal oben sein. Also aus meiner Erfahrung, so wie jetzt die Zeit, wenn ich mal auf meine Uhr schaue, müssten sie jetzt jederzeit oben ankommen und dann einen schönen Feldwechsel machen und wieder runter auf die Hochalm. Das wird natürlich bei der Abfahrt ist besonders zum Aufpassen, dass keiner stürzt. Da verliert man natürlich unheimlich viel Zeit, und was ganz wichtig ist, dass beide Athleten gesund und sicher ins Ziel zurückkommen. Absolut, denn es ist ja trotzdem immer eine Herausforderung, die Abfahrt zu bewältigen bei wirklich großer, aber die Routine ist natürlich vorhanden. Da brauchen wir nicht sprechen, gerade bei diesen beiden. Ja, Jakob, das geht leider immer schneller, wie man glaubt. Gell? Einen, wenn man sich verschneidet oder was, oder einmal erschöpft ist und die Kraft geht einem auch langsam aus und man steht einmal nicht unbedingt mehr sicher auf dem Ski, dann ist natürlich bei den hohen Geschwindigkeiten das Risiko immer ganz groß, dass man ganz schnell einmal einen Sturz hat und sich dann ja, vielleicht verletzen auch noch kann. Das muss nicht unbedingt sein. Für diejenigen, die sich jetzt zugeschaltet haben, gibt es ja immer wieder bei der Mountain Attack, bei der 26. Da haben wir Kevin Hinterberger vor Josef Huber und Josef Bodner, die Führenden in der Tourwertung. Bei den Damen sind es Linda Wilhelmstetter, Katharina Lovantova und Nathalie Sunkler aus Deutschland. Und das ist aber natürlich eine Zwischenwertung, was jetzt die Tour-Zwischenwertung betrifft. Und wir haben ja schon das Schattberg-Race haben wir schon abgeschlossen mit dem Finnen Toni Tetti vor Elias Per und Lukas Kolb. Das ist das Podest.
bei den Damen Tina Fischl, die Deutsche, vor Theresa Kober aus Österreich und Lisa Münsterer. Und wir widmen uns jetzt wieder natürlich den Führenden in der Marathonwertung in der Königsdistanz. Und da heißt es nur, gewinnt einer dreimal oder gewinnt einer fünfmal. Jakob Herrmann könnte den dritten Titel holen. Zweimal hintereinander haben auch wenige geschafft. Und Christian Hoffmann könnte den fünften Titel insgesamt holen. Das ist wirklich... Wo man natürlich jetzt, lieber Richard, wo man natürlich jetzt wenig Informationen haben. Ich habe gerade hier am Bildschirm gesehen, die Jacqueline Brandl in der Marathonwertung, die Startnummer 58. Das scheint mir, sie ist natürlich gerade in der Marathonwertung, was ich so weiß, eine der stärkeren Athleten. Es kann sein, dass sie sich um die Führende gehandelt hat. So, und jetzt sehen wir wieder einen Kevin Hinterberger Richtung Reiterkugel. Schaut immer noch spritzig aus. Ein toller Athlet, ein sehr kräftiger Athlet. Und immer bestrebt, gerade bei seinem ganzen täglichen Training immer das Beste zu geben. Natürlich auch kontrolliert, ein kontrollierter Trainierer. Schaut immer sehr auf, dass er ja keine Fehler macht, dass er nicht krank wird und etc. Und dass er sich da immer das Beste ausholt. Ich habe natürlich herausgesucht, lieber Andreas, die ersten fünf bei den Damen. Da führt momentan bei der Marathonwertung Bianca Sommerwiller, die Tirolerin. Die natürlich schon ein paar Mal da am Stockerl war. Ganz die genau. Die heiße Favoritin bei den Damen. Für mich auch die große Favoritin gewesen vor Rosemarie Pötzelsberger, auch eine Österreicherin. Und die Jacqueline Dritte ist die Jacqueline Brandl. Und dann die vierte Martina Senn. So, hier im Bild, meine Damen und Herren, sehen wir wieder in Jakob Herrmann und in Christian Hoffmann. So, sie sind jetzt oben am 12er-Kugel. Ich glaube, dass es jetzt nicht mehr weit ist bis zur Wechselzone. Schneller Fehlwechsel, vielleicht kurz was trinken. Fehle wieder einpackt sicher. Und dann geht es oben in die Abfahrt zur Hochalm. Und dann bin ich mir sicher, dass da auch dann die Entscheidung treffen wird. Bei den Damen eigentlich irgendwie klar, dass Bianca Sommerwiller und Martina Senn die ersten beiden sind, weil die Vorjahressiegerin, die Italienerin Elena Nicolini, ist heuer nicht dabei. Und Bianca Sommerwiller und Martina Senn waren letztes Jahr Zweite und Dritte. Und jetzt sehen wir, wie es runtergeht vom 12er-Kugel wahrscheinlich. Ist das jetzt die Abfahrt? Start in die Abfahrt. Ja, man sieht, der Jakob Herrmann ist vorne. Ist beim Wechseln enorm schnell. Hat da ein Christian wieder ein paar Meter abhängen können. Ist das jetzt Kevin Hinterberger? Und da haben wir jetzt den Kevin wieder in der Tourwertung und der müsste jetzt gleich mal am Reiterkugel sein. Und dann geht es relativ flach rüber zum Hasenauer Köpfel. Und dann haben wir nicht mehr weit, dann haben wir ein Blödsinn, der Reiterkugel Richtung Bärenkugel, Entschuldigung. Das habe ich mir selber verdammt, weil die andere sind auf der Marathon, der Hasenauer Köpfel ist Marathon. So, der Kevin ist jetzt da oben am Reiterkugel. Schauen wir mal. Und hat natürlich schon einen tollen Vorsprung rausgekriegt. So, da haben wir die Startnummer 2, William Bocelli. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Bursche hat jetzt wieder etwas gut gemacht. Also das ist halt wie bei den Italienern, die werden auch immer schneller zum Schluss. Der ist nicht so weit hinten. Also die Führenden, die beiden, müssen da schon noch schauen. Jetzt haben wir übrigens die ersten Zwischenzeiten für die Marathon-Distanz der Herren. Da führt Christian Hoffmann in 1:31:36. Ja, man kann sagen, eine Sekunde vor Jakob Herrmann. Ja. Aber das war vor dem Skiwechsel. Und William Bofelli, der ist circa 1 Minute und 20 Sekunden dahinter als Dritter, 1:32:56. Man hat gerade gesagt, im Fernsehen, der hat einen enorm schnellen Fehlwechsel gemacht. Mhm. Ich finde, dass der Italiener, der war jetzt da so schnell, dass er gerade bei dem Wechsel sicher wieder 5 bis 6 Sekunden gut gemacht hat. Und man merkt halt, wenn man schnell wechselt, was man da Zeit gut machen kann. Gell? Ist egal, ob jetzt beim Runtergeben der Fälle oder beim Raufgeben der Fälle. Das muss man natürlich jeder Athlet, der gerade ganz vorne unterwegs ist, dementsprechend trainieren. Ich habe das im Schlaf gemacht. Und stundenlang trainiert und ich habe oft Albträume gehabt, wo ich meine Fellwechsel nicht dementsprechend hingehauen habe und man hat halt immer dran gearbeitet. Gell? Und ich sehe jetzt hier die Zwischenwertung am Reiterkugel, was die Tourwertung betrifft. Da führt Kevin Hinterberger, wie wir es immer gesehen haben. Jetzt hat er fast über eine Minute vor Josef Huber
den Reiterkogler erreicht, hat also den Abstand wirklich erheblich ausgeweitet. Und der Dritte ist noch nicht da, dürfte aber wahrscheinlich dann Josef Bodner werden, wieder ein Österreicher. Kevin Hinterberger, hier haben wir es im Bild, ist 1 Minute und 2 Sekunden dahinter. Ja, jetzt hat er einen Zwischenspurt eingelegt, ja, wirkt sehr fit. Der Josef Huber hat jetzt ein bisschen ein Loch aufgerissen, aber trotzdem hervorragende Leistung. Hat sich auch schon bei vielen Rennen bestens präsentiert und ist auch einer der stärkeren deutschen Athleten. Ich sage nur, letztes Jahr zum Vergleich, der Toursieger der Herren war der Hannes Lohfeier, der Salzburger in 1:38,49. Ist er schon im Ziel jetzt? Nein, jetzt sind wir unten auf der Hochalm. Der erste ist der, schauen wir mal, wer es ist. Das ist der Christian Hoffmann. Und dahinter ist der Jakob Herrmann. Wir sind jetzt da auf der Hochalm. So, und jetzt geht es relativ flach. Am Anfang zwar ist es auch so ein kurzer, steiler Anstieg. Und dann geht es relativ flach zum Hasenauerköpfe. Und da gerade auf dieser Strecke, da muss man sehr viel langlaufen. Mit den, die klassische, wenn er ein guter klassischer Läufer ist oder ein guter Läufer, kann man das natürlich bestens nutzen und man braucht enorm schnelle Fälle. Aber gerade bei diesem Streckenabschnitt ist mir immer wieder auch in meiner aktiven Zeit aufgefallen, da hat es dann die meisten Einbrüche gegeben. Jetzt schaut so aus, als ob wirklich beide relativ gleich die Fälle gewechselt haben. Ja, die waren jetzt beide sehr schnell. Gleich schnell? Beim Auffällen gleich schnell, beim Abfällen ist der Jakob meiner Meinung nach ein bisschen schneller. Aber das wird jetzt spannend. Ja, das war, wir sehen jetzt auch die Zeit bei der Hochalm 1:35,48, Christian Hoffmann 1:35,51, also eigentlich zeitgleich. So, ich vermute, dass dies jetzt der Zweitplatzierte ist. Ich konnte es natürlich jetzt nicht ausmachen. Hinterberger Kevin war der erste um am Reiterkogel. Ganz genau. Das war jetzt der Österreicher, der Bodner. Und ich glaube, dass der Huber in der dritten Position ist. Ich konnte es jetzt schwer sagen. So, kommt jetzt der Angriff von Christian Hoffmann. Der Jakob hat jetzt 5 Meter Rückstand. Schaut aus, der Christian will es jetzt wissen. Wir haben da einen tollen Einblick jetzt von der Kamera. Der Dunkelheit ist natürlich schon eingebrochen. Und jetzt geht es hinauf. Und das zieht sich da auf. Und es ist halt nie, es ist immer so schleichend. Gell? Und natürlich, der Christian als gelernter Langläufer, kann sein, dass er sich da vielleicht jetzt ein bisschen leichter tut. Es kommt natürlich auch auf die Fälle drauf an, ob sie schnell sind. Gell? Weil da kommt es jetzt nicht drauf an, dass sie unbedingt gut halten, sondern auch schnell sind. Und da haben wir Kevin Hinterberger. Kevin Hinterberger führt jetzt wirklich über 1 Minute vor Josef Huber, der noch immer Zweiter ist. Am so. Reiterkogel. Der Kevin, den werden wir jetzt bald einmal im Ziel empfangen dürfen. Als Sieger, als österreichischen Sieger in der Tourwertung. Da können wir uns besonders freuen. Ja, absolut, natürlich. Absolut. Vor allem, wenn es ein Athlet ist, auch noch von dir. Aber war eine souveräne Leistung, muss man bis jetzt sagen. Immer nicht den Tag vor dem Abend loben, aber es war bis jetzt eine souveräne Leistung. Und dann haben wir hier die Toursieger. Schauen wir mal bei den Damen übrigens. Hat sich auch nichts geändert. Linda Wilhelmstetter in der Tourwertung führt vor der Österreicherin Katharina Lovrantova und Nathalie Sunkler, der Deutschen. Hat sich nichts geändert, auch alles gleich. Die haben ihre Abstände gefestigt. So, was haben wir da jetzt? Jetzt haben wir da natürlich ein Verpflegungsproblem. Das war der William Bofelli. Der war jetzt unten auf der Hochalm. So, und der Kevin ist jetzt die letzte Abfahrt ins Ziel. Ich bin gespannt. Wir dürfen ihn wahrscheinlich gleich in Hinterglemm erwarten. Lieber Kevin, du hast eine super Leistung gebracht. Gratuliere. Man hat vorhin den Italiener William Bofelli gesehen. Der Abstand meines Erachtens noch nicht so groß. Und wenn er halbwegs noch ein bisschen Energie hat, kann er da sicher noch einiges gut machen. Und vor allen Dingen, er kann den Platz 3 absichern und den Martin Antermatten scheint jetzt da nicht mehr hinzukommen. Und
Ja, Platz 3 würde jetzt für den Italiener, ich würde eher mich so entscheiden, dass ich versuchen würde, Anschluss an die zwei Top-Athleten vorne schaffen zu können. Das war natürlich, schauen wir mal, wie viel Energie das er noch hat. Er schaut eigentlich noch ganz gut aus. Ich würde das Rennen jetzt nicht unbedingt noch aufgeben, sondern man muss durchkämpfen bis zum Schluss. Wir blicken kurz auf die neu geschaffene Wertung, den neu geschaffenen Bewerb der Marathonstaffel. Hier haben wir in Führung in einem Zwischenergebnis mit Sport Jakob Waldkirchen mit 1:09:55 und 1:16:12 für die prominente Red Bull Staffel. Und dritte sind die Schneeeulen. Auf unserem Monitor hier eingeblendet sind sie vierte. Da hat sich ein bisschen was geändert jetzt, da hat sich das gedreht schon. 1:17:29 und die Red Bull Abteilung haben wir ja gesehen. Jetzt dürfte er als Zweiter, müsste er eigentlich Dominik Landertinger unterwegs sein, ja, jetzt gerade. Die sind natürlich auch die großen Favoriten, glaube ich. Die sind die großen Favoriten, aber sind weit zurück hinter der Sport Jakob Waldkirchen. Ist schon ein bisschen eine Überraschung. Aber vielleicht hat es da Probleme gegeben. Der Dominik Landertinger hat gesagt, er ist nicht ganz voll im Training und er hat viel, viel zu tun gehabt. Abseits ist er auch ORF-Kommentator für die Biathleten und ist auch im ÖSV teilweise als Berater für die Biathleten zuständig. Also da gibt es einiges zu tun. Vielleicht bleibt ein bisschen weniger Zeit zum Trainieren. Das ja. Spürt man heute. Also wenn wir immer Sport haben, haben wir jetzt unseren Freund aus der Schweiz, aus Zermatt, in Martin Andermatten. Toller Athlet, viele Erfolge schon international gefeiert, auf Position 4. So, die ersten, die wir jetzt dann im Ziel sehen werden, sind die Tourathleten. Kevin Hinterberger wird nicht mehr lange brauchen und dann werden wir ihn in Saalbach empfangen dürfen. Absolut. Kevin Hinterberger war am Reiterkogel 1:02 vor Josef Huber, dem Deutschen, und knapp, ja, fast 3 Minuten vor Josef Bodner. Da scheint es, als ob die Rollen verteilt wären. Ja, ich freue mich besonders, weil er einfach so hart an sich gearbeitet hat und jetzt endlich einmal sagen kann, dass er ein sehr hohes Niveau hat und in Österreich schon mithalten kann. Hier sehen wir schon. So, und jetzt wird der Zielerlauf von Kevin Hinterberger. Freut sich schon. Tolle Leistung, man kann da jetzt nur groß applaudieren. Jawohl, der Toursieger. Herrlich. Kevin Hinterberger, dein Polizeiathlet. Ja, das ist natürlich besonders wichtig. Und die Siegerzeit 1:41:50. Wenn wir schauen, jetzt im Vergleich zu den anderen Zeiten. Im Vergleich zum letzten Jahr ein bisschen langsamer, aber es waren heute auch schwierige Bedingungen. Aber wir haben schon quasi jetzt einen Sieger im Ziel. Hochachtung. Der größere Wertung, die Schadberg-Race-Sieger, kennen wir ja auch schon. Die werden wir dann auch noch einmal verkünden. Aber hier ist Kevin Hinterberger und ich sehe, es naht auch dann schon das erste Interview. Und da sehen wir Christian Hoffmann. Schaut so aus, als ob er noch in Führung liegen würde. Ja, der Christian wird jetzt... Und hier ist der zweite im Ziel, Josef Huber. Hat noch einiges aufgeholt, da ist jetzt nur noch 45 Sekunden zurückgelegen, hat 20 Sekunden aufgeholt fast. Und wir erwarten natürlich dann, jetzt kommt das Interview mit Kevin Hinterberger. Schauen wir mal, was er sagt. Ein Drittel sicher gemeinsam gegangen, dann habe ich gesehen, dass von hinten Leute zugekommen. Dann habe ich mal attackiert und ja, ist schon zart geworden, aber habe einen Vorsprung dann aushalten können und jetzt da war dann genossen. Richtig cool, ja, voll geil. Ja, wir haben dich gesehen, oben es waren dann, wie gesagt, einige hinter dir, aber die Abfahrt jetzt doch nochmal so, dass man sagt, du hast zwar gesagt genießen, aber dass man doch ein bisschen riskieren muss, um da nicht noch irgendetwas zu verlieren, weil ein Sturz passiert doch recht schnell. Ja, bei der Vorabfahrt vom Reiterkugel, da hat es mich einmal fast aufgeschmissen, da habe ich ein wenig Glück gehabt. Aber dann noch mal alles rausgehauen, was gegangen ist. Und jetzt da aber ja, eh super ausgeleuchtet, hast du noch mal krachen lassen können. Und ja, hat super gepasst.
habe ich Gott sei Dank über die Bühne bringen können. Also ein spannendes Rennen, gratuliere in diesem Fall auch an Josef Huber, der da ganz knapp dahinter war, können wir schon definitiv sagen, zu einem starken Fight. Ja, also richtig mega, letzte Woche beim Assetskogel, da war ich nicht ganz fit, die Woche war es jetzt immer so auf und ab, aber heute habe ich es doch halbwegs auf den Punkt gebracht, nicht 100%, aber trotzdem voll zufrieden, super, taugt mir. Ich glaube, mit einem Sieg kann man immer hochzufrieden sein. Einen Applaus noch einmal und gratuliere der Schnellste über die Tour, Kevin Hinterberger. Ja, da haben wir schon jetzt den zweiten Sieger. Den Schadberg-Sieger haben wir und den Toursieger haben wir. Und Kevin Hinterberger hat dann 45 Sekunden Josef Huber des Platzes verwiesen, auf Platz 2 verwiesen. Und hier sehen wir jetzt nochmal den Leader-Marathon. Das ist Christian Hoffmann, der jetzt in Führung liegt nach wie vor, aber man sieht dahinter auch immer den Lichtkegel von Jakob Herrmann. Also er gibt sich noch nicht geschlagen. Der Christian wird jetzt sicher mal durch einen kurzen Zwischensprint einmal versucht, dann, dass er sich einmal ein bisschen Luft verschafft. Aber der Jakob gibt nicht auf. Und er wird ihn nicht los. Nein, er wird der Jakob nicht ist los. Er besser. Und hier sehen wir es nochmal in der Grafik. Kevin Hinterberger gewinnt die Tour. Der Mountain Attack 2024 vor dem Deutschen Josef Huber. Knapp 44,4 Sekunden und jetzt ist auch der Dritte im Ziel. Und es ist Andreas Mayer 1,45,27. Damit ist also auch das Podium komplett. Andreas Mayer natürlich auch ein bekannter Athlet, ein junger Athlet aus dem österreichischen Nationalkader. Hat sich auch wieder bestens präsentiert, Platz 3, herzliche Gratulation. Absolut gut, er hat sich aber wirklich um 10 Sekunden noch vor dem Josef Bodner durchsetzen können. Jetzt mal die letzten paar Minuten eures Rennens. Ja, heute war es brutal kalt, brutal hart. Ich bin ohne Hascheisen gegangen, habe am Schottberg ein paar Körner liegen lassen, aber dass es jetzt noch für den Dritten ausgegangen ist, habe ich mir selber nicht gedacht. Das war ein bisschen unerwartet. Aber das nehmen wir gern mit. Letztes Jahr war es ja der 5. Platz, heuer am Podium. Also so eine super Steigerung mit so einem spannenden Rennen. Hast du genießen auch ein bisschen können? Ja, genießen. Es ist ein bisschen, ja, natürlich gefreut haben, wenn man Dritter wird. Aber letztes Jahr war die Zeit besser mit dem 5. Platz. Das sagen wir gar nicht. Lieber Andreas Mayer, wir gratulieren dir ganz herzlich zu Platz Nummer 3 in diesem Jahr. Einen großen Applaus bitte für die Ersten. Ja, und Andreas Mayer, herzerfrischend, wenn man solche Interviews dann sieht, wie er sich richtig freut und sagt, ja, genießen kann man es nicht so, aber es trotzdem. Und die Zeiten von früheren Jahren kann man ja auch nie so vergleichen, weil ja ganz andere Bedingungen immer sind. Aber wir haben da jetzt wirklich interessante Rennen schon jetzt gesehen am Schadberg-Race und jetzt eben auch mit dem Toursieger, dem Kevin Hinterberger, vor Josef Huber und Andreas Mayer, der hat sich noch vorgeschoben. Wen sehen wir hier? Jetzt haben wir gerade den Adam Zonka gesehen. Ich weiß aber jetzt leider nicht seine momentane Position. Wir werden das gleich mal nachholen. Adam Zonka ist Sechster. Platz 6 und dahinter ist schon der Harald Feuchter. Das gefällt mir auch da richtig. Das haben die zwei liefern da ein bisschen ein Matchup. Bin schon gespannt, wie das jetzt weitergeht bis ins Ziel. Hier sehen wir den Reiterkugel, sind wieder Hobbysportler unterwegs, sage ich mal jetzt nicht abschätzig, aber trotzdem. Ja, da haben wir schon noch die vorderen Tourathleten, ja. Da sind schon alles gute Leute und jetzt kommt der Nächste schon ins Ziel. Schauen wir mal. Startnummer 86, herzliche Gratulation. Das ist jetzt. Und natürlich der Thomas Wallner auch in Südl. Die zwei Athleten kämpfen natürlich immer gegen uns. Das sind herzliche Gratulation. Jetzt geht es Schlag auf Schlag natürlich. Und jetzt werden wir dann wirklich wieder die Bilder sehen, wo es in der Endphase ist. Die Marathonathleten, die Topathleten sind jetzt 1,48, fast 1,49 unterwegs. Und jetzt geht es dann wirklich Crunch-Time, heißt es jetzt, dann auf den Berg hinauf und auf den letzten Metern. Ja, die Marathonathleten, die vorderen Athleten werden jetzt gleich einmal noch auch auf die Strecke von den Tourathleten aufschließen. Das kreuzt sich da um. Die kommt dann, die Marathonstrecke fließt dann in die Tourstrecke hinein im Bereich beim Reiterkugel und dann kommen die wieder zusammen.
So, wir sehen jetzt da die nächsten Zielläufe von der Tourwertung. Immer wieder kommen Lichter rein und die nächsten Athleten erreichen das Ziel. Ja, auch schon die Tour war schon auch sehr spannend, muss ich sagen, mit dem Kevin Hinterberger, dass er das so eine tolle Leistung und absolut. Auch die nachfolgenden Athleten, was man da gesehen hat, die ersten, die waren die Rückstände nicht so groß. Also das war hat sich alles im Rahmen gehalten. Die 26. Mountain Attack geht jetzt wirklich in die entscheidende Phase, was die Marathonbewerber betrifft. Wir schauen nochmal ganz kurz zurück auf, was sich heute schon getan hat für diejenigen, die dazugekommen sind. Und hier sehen wir auch noch das Roland Kurz mit Maximilian Kurz. Der hat sich ein bisschen mehr erwartet, glaube ich, heute. Jetzt ist, glaube ich, ein Top-10-Platz jetzt bei der Tourwertung. Ja, es müsste sich noch ausgehen. Der Max hat natürlich auch wieder eine Top-Leistung gezeigt. Ich kenne ihn ja recht gut. Er ist dann wahrscheinlich mit sich jetzt selber nicht zufrieden. Aber meines Erachtens wieder eine Top-Leistung. Gratulation, Max. Top-Leistung, der Sieger des Shuttleback Race vom Vorjahr und der Sohn von Roland Kurz, vom Veranstalter. Kriegt aber keine Vorteile, müssen wir auch sagen. Er kriegt keine bessere Zeit gestoppt. Er muss genauso durchlaufen wie alle anderen. Und wir werden dann noch nachreichen, welche Platzierung er dann wirklich geschafft hat. Ja, er ist ein ganz ein junger, tüchtiger und sehr fleißiger Athlet. Ist natürlich auch bei ihm mit der Familie, mit dem Betrieb, mit bei der Organisation, beim Mountain Attack voll dabei. Hilft natürlich bestens. Ich komme mir noch ganz erinnern, da haben wir ihn jetzt eh. Im Aufstieg habe ich mich gut gefühlt. In der ersten Abfahrt war es von der Sicht her ein bisschen schwierig. Aber ansonsten glaube ich, habe ich ganz ein gutes Rennen gemacht und habe es ganz gut durchgezogen. Also bin zufrieden. Sehr zufrieden, wie du gesagt hast, das war oben am Schadberg die Sicht nicht allzu gut mit Schneefall und Nebel. Wie war es mit der Kälte? Das war ja letztes Jahr auch ein Thema, heuer minus 16 Grad oben. Wie hast du das wegstecken können? Ja, also Kälte, je kürzer dass man oben ist, desto besser. Natürlich kühlt man in der Abfahrt ein bisschen aus immer, aber ja, man muss einfach schauen, dass man sich im Anstieg wieder ein bisschen fängt und wieder das langsam angeht, nicht zu schnell vielleicht am Anfang und dann wieder einen guten Rhythmus findet. Aber die Oberschenkel sind trotzdem sehr, sehr kalt. Das glaube ich auf der Stelle. Wie geht es jetzt weiter bei dir, Max? Was steht als nächstes an? Ja, also jetzt schaue ich mal, dass ich unter die warme Dusche komme, ein bisschen was ist und dann geht es eigentlich eh mit den Arbeiten rundherum um die Veranstaltung, was so anfällt, wieder gleich weiter. Ja, so schaut jetzt mein Abend einmal aus, glaube ich. Und renntechnisch, was steht das nächstes an? Ja, die Ärztroffe nächstes Wochenende. Da geht es gleich weiter. Jetzt heißt es einmal gut regenerieren und dann nächsten Freitag, Samstag wieder voll angreifen. Dann gratulieren wir dir zu einem sehr zufriedenstellenden Rennen. Einen Applaus für Max Kurz über die Tourdistanz. Gefällt mir schon besonders, wenn er sagt, wie geht's jetzt weiter mit dir, jetzt unter die Dusche und dann noch mithelfen beim Abbau. Das ist halt schon die Doppelbelastung, das ist schon gigantisch, wenn man das dann hört. Ja, er wird es ja nächste Woche, so wie ich ihn schätzen kann, bei der Ärztroffi natürlich, ein tolles Rennen übers Publikum. Nächstes Wochenende auch für Hobbysportler einfach nur ihn zu empfehlen. Und natürlich ein Geländerennen im alpinen Bereich. Kann ich nur empfehlen, die Organisation bemüht sich da immer. Und wie gesagt, es gibt ja heuer einen tollen Zusammenschluss, das Mountain Attack, die Erztrophy, der Jena-Stier in Berchtesgaden und dann zum Schluss in Italien die Sella Ronda, eine Vereinigung. Und das ist heuer in diesem Jahr entstanden. Und da gibt es dann natürlich auch eine Gesamtwertung und finde ich, ist eine ganz tolle Idee gewesen. Und ich reiche noch nach, Maximilian Kurz ist 12. geworden in 1:49.38 bei dieser Tourwertung. Der Sieger heißt ja Kevin Hinterberger in 1:41.50. Jetzt haben wir das auch nachgereicht und jetzt können wir uns wieder konzentrieren auf den Marathonbewerb, der langsam in seine entscheidende Phase geht. Und zwei Sieger haben wir schon gesehen bei den Herren, Shuttleback Race, Toni Teti, der Finne, und bei den Damen, Tina Fischl, die Deutsche. Die sind ganz oben gestanden beim Shuttleback Race, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, die Damen bei der Tourwertung föhnen uns, glaube ich, noch. Gell? Das wäre jetzt auch interessant, wo da die großen Favoritinnen
bleiben. Bin schon gespannt. Ganz genau, da haben wir ja nach wie vor die Linda Wilhelmstetter vor Katharina Lovrantova und dann Nathalie Sunkler, die Deutsche. Das sind die drei Besten. Die waren eigentlich mit Abstand vor den anderen. Und Linda Wilhelmstetter hat sowieso einiges an Vorsprung gehabt. Die wird wahrscheinlich auch gewinnen. Und diese drei werden wir wahrscheinlich dann auf dem Podium sehen. So, und wir sind da jetzt wieder auf der Hochalm. Auch einer der vorderen Athleten. Das ist die Startnummer, haben wir da 46, habe ich gesehen. 46, Josef Huber. Josef Huber. Schluckt sie auch sehr gut, muss ich sagen. Der Abstand zur Spitze ist noch nicht so weit. Schluckt sie einfach Doktor, ja, bravo. Naja, da auf der Hochalm, da kommen jetzt natürlich immer mehr Athleten an. Für uns natürlich jetzt ein bisschen schwer, aufgrund der Startnummern, dass wir da... Ich sag nur, ich bin gespannt jetzt, wenn wir die nächsten Bilder bekommen. Wie schaut's aus bei der Marathonwertung? 1,55 sind jetzt gelaufen bei dieser Königsdisziplin der 26. Mountain Attack und es hat vor wenigen Minuten bei den letzten Bildern eigentlich einen Zweikampf gegeben. Christian Hoffmann gegen Jakob Herrmann. Kampf der Giganten kennen wir eh schon. Fast ein Déjà-vu aus den letzten Jahren. Vor William Bofelli, dem Italiener, der immer wieder ein bisschen da hingekommen ist und hinschnuppern hat können, aber trotzdem noch eine gute Minute 1,20 dahinter gelegen ist. Und da werden wir uns wieder freuen, wenn wir da wieder Bilder dann wieder bekommen. Die Grima, die reichen wir noch nach. Und wir warten natürlich jetzt dann auf die ersten Toursiegerinnen, die wir jetzt dann begrüßen können im Ziel. Da warten wir noch. Ja, die werden wir dann sicher eingeblendet bekommen. Ich vermute, dass Christian Hoffmann und Jakob Herrmann jetzt bald einmal am Hasenauer Gipfel um sind. Und dann Richtung Reiterkugel ankommen werden. Und ich bin wirklich schon gespannt, ob sie der Christian und der Hommer. So, der Jakob ist das Picken wieder beieinander. Immer noch ein Zweikampf, immer noch ein spannender Zweikampf. Ja. Und das Tempo ist hoch, er hält es hoch. Das Tempo ist jetzt schon hoch, aber ich vermute, wenn ich jetzt das so ein bisschen analysieren kann, das Rennen wird sich in der letzten Abfahrt entscheiden. Und das ist natürlich jetzt nicht unbedingt ideal, weil jeder wird dann vollkommen riskieren. Ich kenne das auch schon aus gewissen Rennen da beim Mountain Attack und man gibt dann alles und das ist dann enorm gefährlich. Du hast gesagt, Jakob Herrmann ist der bessere Abfahrer. Ja, aber trotzdem, da geht es jetzt um was, da geht es um einen Sieg und da gibt jeder alles und natürlich erhöht das Risiko. Ich hoffe, dass die Burschen jetzt da... nicht zu übertreiben, aber so wie es momentan ausschaut, wird sich das Rennen bei der letzten Abfahrt entscheiden, hinunter ins Ziel. Und hier sehen wir immer den berühmten Zielbogen von Red Bull, wo dann die Sportlerinnen und Sportler und die Aktiven alle aufatmen können, wenn sie im Ziel sind und wirklich was Großes geschafft haben bei diesen, muss man wirklich sagen, einer der härtesten Skibergsteigrennen der Welt. Ja, es ist ja so, stolz drauf. Viele Athleten sind ja da schon teils am Limit und kämpfen sie richtig ins Ziel. Und wenn sie dann natürlich so ein bisschen einen Hunger auskriegen und zu wenig getrunken haben und die Probleme häufen sich ja dann an, unterzuckert etc., da kämpfen schon viele dann richtig ins Ziel und die sind dann schon froh, wenn sie bei der die Ziellinie sehen. Gell? Übersieht man manchmal das Richtige, das zeitgerechte Trinken und Essen, wenn man irgendwo so in einem Tunnel drin ist? Ist das gefährlich, oder? Ich war nie der große Esser oder große Trinker und das war natürlich auch oft der Fehler. Ich bin am Mountain Attack ohne Trinken durchgegangen, was jetzt zum Schluss dann nicht immer dann ideal war, weil ich dann oft auch Einbrüche gehabt habe, sogenannten Bäcker. Und dann ist Finish, gell? So, jetzt ist ein Positionswechsel. Jetzt hat Jakob Herrmann die Führungsarbeit übernommen. Ja, schauen wir. Aber ich vermute, dass sich keiner von den beiden jetzt gravierend absetzen kann. Auch vielleicht am letzten, wenn man Richtung Bernkugel, da ist nochmal vom Reiterkugel Richtung Bernkugel, ist nochmal so ein richtiger, giftiger Anstieg. Und ich vermute, da werden sie es drauf ansetzen lassen. Ob sich irgendein Athlet von da jetzt besser positionieren kann und endlich einmal wegkommt. Das ist jetzt eher ein flacher Bereich, wo... Ja, wir sind da jetzt der Hasenauer Köpfel Reiterkugel da in dem Bereich. Hasenauer Köpfel in Richtung Reiterkugel. Da ist natürlich jetzt so ein Skiweg, leicht steigend, da muss man langlaufen.
Und sie werden jetzt da gleich zu die Tourathleten aufschließen, die ja dann von Hinterklemm die gekürzte Strecke raufkommen. Ja, es wird sehr spannend. Ja, ist alles offen. Und der Blick ist immer natürlich auf die beiden Giganten dieser Mountain-Attack-Geschichte gerichtet. Und ich sage es immer wieder dazu, der Titelverteidiger gegen den vierfachen Gewinner, spannender kann es eigentlich nicht sein. Ja, und das wird sie erst sicher zum Schluss entscheiden und das wird sehr spannend werden. Und wir halten jetzt fast genau bei 2 Stunden, seitdem die beiden unterwegs sind. Und wir warten noch auf die Siegerin in der Tourwertung, die jetzt wahrscheinlich bald mal kommen wird. Ich schaue auf die Vorjahressiegerzeit der Tourwertung, war 2:16. Da haben wir noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, was die Tourwertung betrifft. Aber die Reihung ist ja bei einer Zwischenwertung in Hinterklemm schon irgendwo auch festgelegt gewesen. Da hat Linda Wilhelmstetter vor Katharina Lovrantova und Nathalie Sunkler schon einen deutlichen Vorsprung gehabt, gell? Einen deutlichen Vorsprung, absolut. Also ich glaube, dass die Linda Wilhelmstetter, wenn sie keinen Hungerast bekommt, nicht zu schlagen ist. So, wir haben traue ich mich an. Und hier sehen wir wieder Marathon. Ja, tolle Duo. Einblendung. Tolle Einblendung von dem Kameramann. Aber man sieht da hinten schon das Licht von William Perfelli. Man sieht es rechts am Bildschirm. Jetzt ist es wieder verschwunden. Verzocken sich beide ein bisschen, dass unter Umständen da taktiert wird, dass der William Perfelli hinkommen kann. Der hat ein bisschen Probleme gehabt zuerst. Bei einer Station hat man das Gefühl gehabt, da ist ihm geholfen worden mit der Verpflegung. Aber verzocken sich beide ein bisschen, weil der Perfelli war ja eigentlich der war ja fast 1,5 Minuten weg. Ja, also der Abstand, man sieht ja nur ein Licht, der Abstand ist schon noch groß genug, aber ich bin mir sicher, dass er ein bisschen aufgeholt hat. Aber ganz zu, wie wir das sicher nicht mehr schaffen, weil die zwei jetzt sicher alles geben werden. In der Abfahrt vor allen Dingen. Ja, oder mit einem Zwischensprint vielleicht jetzt irgendwo Richtung Bernkugel rauf, dass sie die Entscheidung treffen. Und immer wieder die Bilder auf die Hobbysportler. Hier sehen wir es nochmal. Also ex aequo, erster und zweiter kann man sagen, Christian Hoffmann und Jakob Herrmann. Dann William Perfelli 1,30 zurück, das ist die Wertung ab nach Hochalm. Dann Martin Antermatten 4,5 Minuten zurück. Und dann der Norweger Vegard Øye, das ist eigentlich schon ein bisschen Überraschung. Hat am Sonntag ein bisschen abreißen lassen müssen. Harald Feuchtler, Andreas Reiter, Mike Felsen und Gabriele Vedovati. Die Italiener, ja, haben wir eigentlich immer eine starke Mannschaft gehabt. Heute kann nur William Perfelli mithalten. Ja, die anderen sind alle beim Weltcup, die anderen Spitzenläufer. Einer ist natürlich nur gut für unsere besten Österreicher, die da jetzt am Start sind, weil sonst war das noch ein schärferes Rennen geworden. Der Andreas Reiterer, ein sehr guter Bergläufer, Trailrunner, und schlägt sich da beim Mountain Attack auch immer perfekt. Also Hochachtung, das ist einer der weltbesten Trailrunner. Und man sieht, er ist auf Ski auch sehr schnell, gell? Was soll ein Skibergsteiger sonst tun? Ja, da sind schon so viele Radlfahrer und alles Mögliche ist da dabei. Und jetzt schauen wir mal, wie das da ausgeht. Wie auch Toni Balzeitz. Du hast gesagt, er ist heute da, der Radprofi. Es war witzig. Vor dem Start ist er kurz eingeblendet worden. Also muss er da jetzt als Zuschauer dabei sein oder vielleicht als Betreuer von den anderen. Der Toni hat ja natürlich auch eine Verbundenheit mit dem Rennen, hat sie auch schon gewonnen. Absolut. Ja. Absolut hat es gewonnen 2017, auch mit 2:21, gute Zeit. Und jetzt ist er Radprofi bei Bora Hansgrohe und fährt die großen Schleifen dieser Welt inklusive Tour de France. Hier haben wir wieder eingeblendet die zwei Führenden und William Perfelli. Da hat sich nichts geändert, da sind also die Positionskämpfe gleich geblieben. Ja, schauen wir mal, was jetzt da passiert. Ist jetzt ein bisschen ein Abstand, jetzt sind 4-5 Meter, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber es ist jetzt natürlich eine Momentaufnahme gewesen. Aber trotzdem, man muss auslassen, der Christian ist jetzt dann 50. Was er da noch leistet, ist, muss ich schon sagen, meine Hochachtung. Das ist schon eine tolle Leistung. Ich vergund beiden den Sieg da heute, aber das wird noch spannend, glauben wir es, Richard. Ja, hier sehen wir da die Breitensportler und Hobbysportler am 12er Kogel bei der Labstelle. Ein bisschen... Ja, dem Körper was Gutes zuführen. Da sind wir jetzt wieder auf der Hochalm, auf der Wechselstelle. Und jetzt haben wir auch die Toursiegerin Linda Wilhelmstetter, 2:02. Nein, Entschuldigung,
Kommando zurück am Reiterkugel. Am Reiterkugel. 2:02, Linda Wilhelmstedt, jetzt haben wir die nächste Zwischenzeit. 2:02 ist jetzt die erste durchgegangen und wir warten auf die weiteren. Aber das ist ungefähr die Reihung, die wir zuletzt gehabt haben in Hinterglemm. Also da wird sich nicht mehr so viel tun. Aber 2:02, gute Zeit. Ja, ich bin schon neugierig. So, was macht der Jakob Herrmann jetzt? Probiert er jetzt wirklich das Tempo zu erhöhen? Oder wird es am Match bis am letzten Meter? Wie sagst du, wenn du beiden zusiehst? Au, wie ist jetzt? Vom Laufstil wollte ich gerade fragen, ist ein bisschen. Ja, der Christian ist ein Beißer. Also, wir dürfen ihn jetzt nicht unterschätzen. Gell? Er kann schon sein, dass er jetzt nach dem langen Rennen hat er jetzt einmal ein bisschen ein bisschen eine Schwäche, sagt er jetzt. Meine, das ist klar, das Rennen ist lang und es ist hart. Aber was passiert da? Kann sich der Jakob jetzt wirklich absetzen? Schauen wir. Es ist ja zwischendurch noch nur eine kurze Fellabfahrt am Reiterkogel, das muss ich auch sagen. Und da fährt man dann mit dem Föhl, das tut man nicht runter, mit dem rutscht man runter. Vielleicht kann er da wieder aufschlüssen dann. Zum nächsten Checkpoint, zur Ladestation, ist ein kleiner Abfahrt. Ist das ja, diese, genau, diese, das ist diese Stelle? Und da tut man die Fälle gar nicht mehr runter, da lässt man es oben, dass das immer ein bisschen in den Rückenlock gehen und dann rauscht man da schon sehr flott, Tobi. Und dann geht es in die Endabfahrt. Und dann ist ein richtiger Gegenanstieg, der ist noch so 150 Meter, aber der ist so bissig, bis man dann auf zur Wechselstation kommt und dann geht es runter nach Saalbach. Also, uiuiui. Schauen wir, wie es in Christian jetzt geht. Jetzt ist die entscheidende Phase. Wir halten bei 2:05. So, was macht der Jakob? Der Jakob wird immer schneller. Aber wie ich gesagt habe, der Jakob ist jetzt am Anfang, war er noch ein bisschen steifer am Schattberg und hat sich von einem Berg zum anderen immer wieder verbessert und ist immer schneller geworden. Ganz kurz nochmal die Zusammenfassung des Tages. Was ist alles schon passiert bei diesem 26. Mountain Attack? Die Toursieger ist Kevin Hinterberger aus Österreich, aus der Steiermark, vor Josef Huber aus Deutschland. Und der Sieger der Schattberg, des Schattberg Race ist Toni Täti, der Finne. Und bei den Damen hat Tina Fischl gewonnen, wie im Vorjahr übrigens. Und wir warten jetzt noch auf die Toursiegerin. Die ist noch unterwegs, aber wird sich bald in den nächsten 10 Minuten zeigen. Linda Wilhelmstedt dafür zu überlegen, dass es eigentlich keine Frage ist, wer hier gewinnen wird. Ja, wir können schon gespannt werden. Schau, der Christian scheint hat wieder aufgeschlossen. Also, die zwei geben sie es heute. Ja. Schauen wir. Spannend bis zur letzten Minute. Jetzt ist wirklich die entscheidende Phase angesagt und keiner lässt sich abschütteln. Dieser Zwischensprint vielleicht auch, weil man gemerkt hat, dass William Bofelli ein bisschen näher kommt, habe ich das Gefühl. Ja, die Geschwindigkeit ist jetzt schon sehr hoch. Ich glaube nicht, dass der Bofelli da jetzt nochmal zugeschmicken kann, das wird sich nicht mehr ausgehen. Der wird schauen, dass ein Abstand so gering wie möglich wird, aber aufschließen, das geht sich nicht mehr aus. So, der Jakob braucht nochmal irgendwas. Wir blicken nur zurück. Der Streckenrekord 2020, also 2020 von Jakob Herrmann war 2:15. Das wäre jetzt in 8 Minuten. Das geht sich nicht aus. Ja, das geht sich jetzt nicht mehr 2021 aus. 2:21:54 war im Vorjahr. Könnte sich ausgehen. Schauen wir, was das jetzt wird. Auf jeden Fall, so wie das jetzt da momentan die Situation ist, entweder versucht irgendein Athlet mit einem Zwischensprint Richtung Bernkogel nochmal das Rennen zu entscheiden oder Entscheidung in der Abfahrt nach Saalbach. Und das ist natürlich dann nicht ungefährlich. Da geht es ums Risiko. Wer riskiert? Gewinnt nur der, der sich am meisten traut. Gell? Und da bin ich jetzt schon gespannt. Schauen wir. Lassen wir uns überraschen. Wir sitzen da jetzt ein bisschen auf Nudeln. Gell? Jetzt ist wirklich die entscheidende Phase. Also so ein spannendes Rennen. Also, und jetzt wieder eine Attacke. Jetzt eine Attacke von Christian.
beide setzen immer kleine Körperattacken. Man hat so das Gefühl, immer wieder zwischendrin ein bisschen einen Zwischenspurt anlegen und es schaut so aus, als ob er jetzt sogar, nein, kommt nicht weg. Nein. Nur diese Zwischensprints, die ständigen oder wo es die Versuche kosten auch enorm viel Kraft. Und das kann dann auch schief gehen, gell? Jetzt der Christian wieder vorne in klassischen Langlaufschritten. Das er natürlich perfekt beherrscht. Ja, als Olympiasieger 2002 in Salt Lake City, damals wären uns alle zurück. Ja, da hat er aber in der Skating-Technik damals das gewonnen und Klassiker war er ja natürlich auch. Schauen wir mal jetzt im Doppelstockschritt, da geht es jetzt leicht bergab. So, wer hat die schnelleren Fälle, wer hat das meiste Schmutz? Ja, das wird jetzt spannend. Das ist jetzt eigentlich sein Bereich. Mit Doppelstock-Einsatz, das ist natürlich genau seins. Ja, natürlich sicher, aber der Jakob kann das natürlich auch perfekt. Und da ist jetzt schon wichtig, dass man schnelle Fälle hat. Jakob? Am Reiterkogel ist übrigens jetzt die zweite Tourdame. Jetzt probiert es der Christian. Er probiert es. Durchgekommen. Katharina Lovrantova hat jetzt einen Rückstand von 6,5 Minuten auf Linda Wilhelmstetter und ist jetzt zweite bei der Tourwertung. Bravo. Ganz kurz neues Zwischenergebnis. Und hatte jetzt Jakob Herrmann, ja? Jetzt haben wir das Gegenbild. Jetzt hat der Jakob einmal eine kurze Schwäche. Könnte eine Vorentscheidung sein. Schauen wir, was das jetzt bringt. Mein Tipp ist ja Jakob Herrmann. Du hast gesagt, du bist da nicht ganz sicher. Aber ich kann das jetzt ganz schwer einschätzen. Der Christian hat jetzt mit dem Zwischenprint ein bisschen ein Loch aufreißen können. Also jetzt muss der Jakob zubehalten, weil sonst ist das Rennen vorne entschieden. So, wir sind jetzt da, schätze ich. Wo sind wir da jetzt? So, Christian haben wir wieder. Ja, Jakob, jetzt müssen wir da draufbleiben. Jakob ist der Scheinwerfer weg. Christian sucht die Entscheidung. Da ist natürlich jetzt sehr flach. Ich wollte gerade sagen, das ist genau eigentlich seine Stärke. Oder auf dem Flachen muss er es rausholen. Weil er vielleicht auch weiß, dass in der Abfahrt er weniger riskieren will, wie Jakob Herrmann. Ich vermute, dass der Jakob in der Abfahrt so und so der Stärker ist. Aber wenn er jetzt der Jakob einen Einbruch hat und einen Bäcker hat und wir sehen leider nicht den Abstand. Man sieht keinen Scheinwerfer mehr, der ist er jetzt. Oh, das sind, wie viel sind das? 20, 25, 30 Meter? Ja. Das ist wahrscheinlich zu viel. Ist da hinten ein Scheinwerfer von William Bofelli? Da hinten kommt der William Bofelli. Und jetzt wird das Rennen ziemlich spannend. Aber es schaut so aus, dass der Christian jetzt ins Finale geht und das Rennen für sich entscheidet. Das wäre ja was. Das wäre ja was. So, dass ich kurz umgedreht. Im Vorjahr Dritter gewesen, da hat sich's wirklich umgedreht. Erster Jakob Herrmann, zweiter William Bofelli, dritter Christian Hoffmann. Du kannst gern machen, ja, das hilft mir immer. Ja, danke. Heute könnte der dritte Erste werden. Sein fünfter Titel wäre das. Das ist dann der fünfte. Natürlich, er hat lange genug dafür gearbeitet und gekämpft. Und es ist natürlich schon ein spannendes Finale jetzt. Dazwischen, zwischen seinem ersten Sieg und seinem fünften würden dann 11 Jahre liegen. 2013 war sein erster Sieg. Und im Alter von 49 möchte ich noch sagen. Ja. Er wird heuer 50. Man sieht es also, die Ausdauersportart ist etwas für, sage ich einmal, im gehobenen Alter. So, auch was. Und da haben wir jetzt den Christian. Das sind schon beeindruckende Bilder, wie wir hier die kraftvoll nach 2 Stunden und 13 Minuten, wie er da einen Zwischensperrt einlegt. Ja, das kann jetzt die Entscheidung gewesen sein. Also der Jakob hat jetzt da ein bisschen einbüßen müssen. Und das geht halt einfach dann so schlecht. Einmal so ein eine Situation der Schwäche, ein Bäcker und dann geht es natürlich dann nach hinten los. Aber es kann leider immer nur einer gewinnen, das ist so. Und was nicht gut ist, der Jakob dreht sich um. Der muss jetzt fahren, der muss nach vorn schauen. Ist es immer ein Zeichen, dass ich will den zweiten Platz halten? Ja, das
was ist hinter mir los, was kommt da? Ja, so schaut der Abstand gar nicht so weit, aber das drückt. Das ist ja trügerisch, dieser Abstand hier. Das ist so viel. Das sind jetzt schon, sag ich mal, so 40 Meter. 30, 40 Meter. Und um das Loch wieder zuzumachen. Puh. Zwischendrin ein Blick zu den Tourdamen. Wir haben jetzt die ersten drei im Reiterkogel gemessen. Linda Wilhelmstetter führt überlegen, 6,5 Minuten vor Katharina Lovrantova und dann fast 10 Minuten, gute 10 Minuten vor Nathalie Sunkler. Also da sind die Rollen verteilt. Ja, da sind die Zeitabstände schon deutlich. Also da können wir schon davon ausgehen, dass die Linda Wilhelmstetter den Bewerb gewinnen wird. Ja, da ist der Vorsprung schon deutlich vor der Katharina Lovrantova. Und dann saß die in der dritten Position, ist die Nathalie Sunkler. Auch 10 Minuten hinter der Wilhelmstetter zurück, also das ist zu viel. Da sieht man vom Blick von der Drohne auf den Zieleinlauf. Und jetzt gibt es dann wahrscheinlich die Entscheidung auf der letzten Abfahrt, die eigentlich schon ein bisschen gefallen ist. Jetzt schauen wir mal, wie es da ausschaut vorne. Wie es dann ausschaut. Weil ich vermute, dass die zwei jetzt gleich mal zum Reiterkugel kommen, dann ist die kurze Fellabfahrt und dann dieser giftige Gegenanstieg nochmal von 150 Meter und dann ist die Wechselstelle, wo es dann in die Talabfahrt geht, ins Ziel. Und schauen wir, ob sich der Jakob nochmal da fangen kann. So. Es wird spannend. Es wird absolut spannend und aus dem Zweikampf ist fast jetzt ein Solo geworden. Warten wir noch ab, was da kommt. Ja, es ist, man muss die Nerven bewahren hier bei diesem Finale jetzt, das ist spannend und wir werden natürlich auch dann zwischendrin immer wieder einen Blick werfen auf die Marathon-Staffel natürlich, die uns auch interessiert, wenn es da dieser neu geschaffene Bewerb, Der uns natürlich auch interessiert, weil jetzt geht es in die entscheidende Phase auch dort, aber da waren die Rollen auch ganz gut verteilt. Und jetzt können wir dann wirklich dann schon schauen. Es dauert noch ein bisschen. Bei uns im Zielbereich wird es immer lauter und lauter, du hörst es, Richard. Ja, gell? Genau. Es ist genau unsere Musik. Ja, sicher. Genau unsere Musik. Wir vibrieren am Sessel. Ja, genau. Und da haben wir schon die nächsten. Dabei habe ich gedacht, wir zittern vor Aufregung. Dabei ist es die Musik von draußen. Aber hier weitere, die ins Ziel kommen und erleichtert sind, dass sie bei wirklich schwierigen Bedingungen heute wieder wie immer diese Mountain Attack zum 26. Mal ausgetragen hier. Und sie ist immer die erste Dame. Der Roland Kurz freut sich über. Begrüßt alle persönlich. Der Chef begrüßt die Läuferinnen alle und die erste, die Linda Wilhelmstetter, ist im Ziel. Sie freut sich, gibt es gleich ein Selfie, gibt es gleich ein Foto und sie hat überlegen gewonnen. Sie hat wirklich überlegen gewonnen. 2:16:36, gute Zeit. Sehr, sehr gute Zeit. Schneller als die Slowenin Carmen Klancznik-Probezin letztes Jahr. Voll Erfolg. Linda, jetzt bin ich auch schon viele Jahre da, aber dass man Rolli weinen gesehen hat oder mit Tränen in den Augen gesehen hat, auch nicht, auch sehr selten. So eine Freude. Liebe Linda, Platz Nummer 1. Also wenn er das vor 3-4 Monaten jemand gesagt hätte, hätte es vermutlich gesagt, ja genau. Erzähl einmal ganz kurz, du bist jetzt im Last Radio Mountain Attack Team dabei. Wie ist das zustande gekommen? Das war eine lustige Geschichte. Ja, ich bin letztes Jahr durch meinen Freund beim Testrennen mitgegangen und dann habe mir der Roli im Ziel empfangen und hat gesagt, die nehmen wir auf. Und seitdem bin ich dabei. Also du bist einfach zum Spaß mitgegangen und plötzlich warst du professionelle Skimountaineerin. Ja, genau. Heute der erste Platz. Erzähl einmal kurz von deinem Rennen. Immer wirklich sensationell. Hast du irgendwas mitbekommen, was hinter dir los war? Oder war dir bewusst, dass du immer ganz vorne unterwegs bist? Durch das, dass ich die ganze Zeit kein Licht gehabt habe, war ich relativ blind unterwegs, aber nein, ich habe mich durchgekämpft und es hat alles gut funktioniert.
Du warst ja letztes Jahr über die Tourdistanz auch schon dabei auf dem 5. Platz. Heuer der Sieg, immer dieser Riesenschritt nach vorne. Ist das auch dem veränderten Training jetzt zu danken? Ja, ich glaube auch, dass wir, weil wir im Sommer viel gemacht haben und ja, es läuft, glaube ich, einfach. Liebe Linda, und jetzt würde ich gerne einfach nur mal deine Emotionen hören, deinen Freudenschrei, Sieg über die Tour 2024 in der Herwis-Wandner-Zeck. Linda Wilhelmstetter, herzliche Gratulation, sensationell. Ah, da sind mehrere Freudentränen. Viel Spaß beim Feiern, so soll es sein. Linda Wilhelmstetter, Last Sportiver Mountain Team holt sich den Sieg über die Tourdistanz. Ja, wir freuen uns natürlich auch mit und der Roland Kurz hat wieder bewiesen, eine gute Nase, nicht nur für die Veranstaltung, sondern auch für Athleten, Schrägstrich Athletinnen. Linda Wilhelmstetter hat da wirklich überlegen gewonnen. Die zweite ist noch nicht im Ziel, wird aber bald kommen und die dritte ist dann auch noch 10 Minuten circa zurück. Und hier sehen wir jetzt auch wieder einen Blick zum letzten Anstieg hinauf. Ist ein leichter Anstieg, hast du gesagt. Ja, ein giftiger, ist es der giftige Anstieg, der jetzt fertig ist, diese 150 Meter hinauf zu der letzten Abfahrt. Und Jakob Herrmann ist immer noch da. Ist immer noch da. Wenn er jetzt schnell wechselt. Ja, schauen wir, was jetzt passiert. Das wird jetzt spannend. Natürlich jetzt wieder umschalten, aufpassen. Jetzt geht's runter ins Ziel. So, wo man jetzt natürlich ein wilder Hund ist und man fährt kerzengrot, Obi, was ich auch einmal gemacht habe, kann man das Rennen noch umdrehen. Deswegen ist es jetzt so spannend. Da kommt es jetzt natürlich schon auf das Riese. Christian hat jetzt noch ein bisschen einen Vorsprung. Aber. Unter welchen Voraussetzungen kann man einfach gerade linig runterfahren? Unter welchen Voraussetzungen? Indem, dass man das Hirn ausschaltet. Wirklich? Ja. Und das geht. In der Dunkelheit? Ja, man hat halt nur den Scheinwerfer. Aber man kann das Rennen in dieser Phase auch noch umdrehen. Und die eingelernten Bewegungen. Und jetzt sind wir gespannt. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt werden wir es dann sehen, jetzt geht es wirklich. Also es ist heute wirklich nichts zu prophezeien. Spannend. Aber der spannend. William Bofele ist auch schon da. Und man sieht, was der jetzt zum Schluss gut gemacht hat. Also meine Hochachtung. Bravo. Der ist jetzt circa 30 bis 40 Sekunden dahinter. Der hat jetzt ganz schön gut gemacht. Das ist jetzt da ein Athlet aus der Tour. Der gehört jetzt nicht in die Marathonwertung. Und jetzt schauen wir. Er müsste jetzt in ein paar Sekunden der Erste unten eintreffen. Und jetzt geht es um die Wurst. Der Christian muss natürlich jetzt beim Obefahren auch riskieren. Weil er ganz genau weiß, dass der Jakob Herrmann, ein sehr guter Abfahrer, er im Nacken sitzt. Mhm. Schwer wahrscheinlich da auch Bilder einzufangen, weil sie einfach so schnell unterwegs sind, dass man da das wäre auch gefährlich, da mitzufahren. Nein, das geht sich mit dem Ski da auch nicht mehr aus. Außerdem ist die Strecke ja mit Sprungbuckel versehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon alles präpariert ist, sondern in meiner Zeit, da waren überall kleine Buckel drei und unpräpariert. Da geht es dann mit wackelten Knie runter. So. Ich glaube, die Kamera müsste jetzt schon langsam umschalten, weil die kommen jetzt in ein paar Sekunden unten an und das kann spannend werden. Hier sind so. Wieder welche von der Tourwertung, die durchs Ziel fahren und wir warten hier wirklich, wir werden einen gelben Anzug vorne sehen, nur ist die Frage wer. Es ist wirklich, der Jakob war jetzt oben beim Fehlwechsel ja nicht weit hinten. Dann kommt es darauf an, wie schnell das er wechselt. Da kann man ja wieder was gut machen, aber wenn ich natürlich blau bin und einen Bäcker habe, dann geht das alles nicht mehr so schnell. Vielleicht hat er sich da erholt und kann jetzt in der Abfahrt nochmal was gut machen, schauen wir. 2:22 war die Siegerzeit, 2:22:14 im Vorjahr von Jakob Herrmann. Jetzt halten wir bei 2:22:44, fast 50. Jetzt geht es also wirklich dann. So. Athleten dann noch. Und der Christian Herr Hoffmann war letztes Jahr als Dritter mit 2:31:30. So, das ist eine Tourwertung noch. Ein grüner Rennanzug. Aber der Blick, der geschärfte Blick geht immer wieder hinauf natürlich. Und jetzt geht es wirklich auf die letzten. Ja, wenn diese Grafik stimmen sollte, würde Christian Hoffmann führen und hat noch 636 Meter ins Ziel, 150 Meter so, dahinter. Jetzt, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir das den ist, Sieger. Der Christian ist das. Wer ist das? Ich kann es nicht sagen.
Christian Hoffmann hat gewonnen. Er ist zum fünften Mal Sieger. Herzliche Gratulation. Bravo. Spannendes Rennen bis zum Schluss. Unglaubliches Finale. Christian Hoffmann hat zum fünften Mal den Mountain Attack gewonnen. Seine Siegerzeit 2:23:28. Und wie viele Sekunden ist Jakob Herrmann? Waren, 7 Sekunden. Das waren nur wenige Sekunden. 7 Sekunden, 2:23:35. Also wirklich ganz, ganz knapp. Und es wird wahrscheinlich auch gleich William Bofelli kommen. Es hat sich so alles zusammengeschoben. Der Titelverteidiger ist diesmal entthront. Und Christian Hoffmann, der feiert heuer seinen 50er. Der Christian Hoffmann ist ein ewig jung gebliebener. Der ist und tänzelt jetzt nach 3000 Höhenmetern. Und tänzelt. Oh, er ist weh. Man merkt, er ist kalt. und freut sich zusammen mit Roland Kurz. Er ist der Mountain Man, der Mountain Attack Man, zum fünften Mal gewonnen. Unglaublich. Und William Bofelli ist, glaube ich, jetzt schau auch mal das Interview an. Die Freude ist jedes Mal riesig, aber heuer genial. Fünftes Mal Mountain Man. Wahnsinn. Boah, das war einfach ein Wahnsinn, das Rennen. Es ist so super gegangen, es waren so super Verhältnisse und ich war echt, das war, glaube ich, mein bester Tag, den ich jemals gehabt habe. So super. Wir haben es gesehen, so ein starkes Rennen, ihr wart von Anfang an zusammen und du hast keinen Zentimeter locker gelassen. Bis zur letzten Abfahrt auf ein paar Sekunden zusammen, erzähl einmal, wie erlebt man das, wenn da der Jakob Herrmann die ganze Zeit auf den Fersen ist? Ja, eigentlich war ich eher auf die Fersen dann. Und ich glaube, ich habe mit dem Feuer ein bisschen gepokert am letzten Anstieg. Also ich habe ein sehr schnelles Feld genommen. Und das ist mir dann in die zwei, im Flachstickerl und in der Fellabfahrt, sehr zugute gekommen. Da habe ich dann die paar Meter auf dem Jakob ausrollen können. Und es ist ja ausgegangen. Es ist nur schön, dir zuzusehen. Sensationell, Christian Hoffmann. Zum fünften Mal da hereinfahren und zu wissen, die letzten paar Meter, es geht sie aus, wissen das. Ja, es war einfach, ich habe oben in der Wechselzone war der Jakob dabei wieder. Und dann habe ich einfach voll riskiert nochmal, aber. Und ich habe dann so Krämpf gekriegt, aber es ist echt knapp ausgegangen. Ich bin so glücklich heute. Das glaube ich dir. Und da freuen sich ganz, ganz viele Menschen mit. Bitte, Gorsche, Christian Hoffmann zum fünften Mal Mountain Man in Saalbach. Ja, wunderbare Bilder, die zwei. Die haben sich wirklich jetzt heute bekämpft, da die ganze Marathon-Distanz. Und das ist wirklich schön. Was du gesagt hast, wir sehen es hier auch nochmal. Dritter übrigens William Bofelli. Die drei vom letzten Jahr sind wieder drei bunt durchgemischt. Diesmal hat der Dritte ist Erster geworden und der Jakob Herrmann Zweiter und William Bofelli Dritter. Übrigens Martin Antermatten, der Schweizer, ist Vierter geworden und Vegard Oye, der Norweger, ist Fünfter geworden. Wir liefern jetzt das Interview mit Jakob Herrmann. Mit allem, was du geplant hast in den nächsten Tagen, das war ein richtig starkes Rennen. Wie ist es für dich gewesen? Für mich war es halt richtig grausig, also richtig hart. Also ich hab normalerweise wirklich viel Kraft mittlerweile in den Armen und dass ich das locker da gehe. Ich habe heute im zweiten Hang nur mal die Haarscheißen reingegeben. Ich war heute einfach irgendwie so am Limit und der Christian ist ein gewaltiges Rennen gegangen. Mir hat das irrsinnig gefreut, dass er heute so einen guten Tag gehabt hat. Ich habe einfach alles gegeben, ich habe versucht, aber ich habe heute einfach, ich war die ganze Woche einfach platt irgendwie, ich habe mir gedacht, ich werde krank oder so. Aber ich habe mir einfach gedacht, ich würde dabei sein und habe alles gegeben. Der Christian hat einen Wahnsinnstag gehabt, das war ein cooles Battle und ich freue mich irrsinnig für ihn. Und 100 Jahre Fischer, gell, Christian, ich weiß nicht, er hört mich gerade nicht. Also super, dass er das jetzt da heute heimgefahren hat und ich wollte gesund ins Ziel kommen. Ich freue mich, ich bin zufrieden und danke an alle Zuschauer, die mich trotzdem angefeiert haben. Und ich schaue, dass ich einfach nächstes Jahr wieder gewinne. Das ist ein guter Deal, so machen wir das. Und ich glaube, wie der Christian schon gesagt hat, heute war vielleicht einer dieser Tage, die man ganz, ganz selten erlebt hat, wo alles gepasst hat. Da ist zweiter Platz immer noch großartig, darf ich sagen. Und hinter dem Christian in so einer Hochform heute zum zweiten Platz zu kommen, ist, glaube ich, absolut okay. Ja, ich bin voll happy. Wie gesagt, ich probiere nächste Woche den 24-Stunden-Rekord. Ja. Ich habe teilweise am Tag 10.000 Höhenmeter trainiert, das in den letzten Wochen. Also vielleicht einfach, dass ich ein bisschen müde war. Und alles gut.
Das Bier wird heute auch schmecken. Es ist wurscht, ob erster oder zweiter wir. Auf jeden Fall. Und wir drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass dein Weltrekordversuch nächste Woche gelingt. Schau, dass du fit bleibst. Schau, dass du gut aufpäppelst wieder nach diesen läppischen 3000 Höhenmetern heute. Gratuliere zu Platz Nummer 2, Jakob Herrmann. Vielen, vielen Dank und danke euch. Schöne Bilder immer, das sind immer schöne Worte. Und er ist so ein sympathischer Sportler, der anerkennt, dass Christian Hoffmann heute eigentlich der Bessere war an diesem Tag. Und trotzdem wieder auf den Christian Hoffmann müssen wir nochmal eingehen, wie er gesagt hat, dieser Zwischensprinter hat er schon nochmal riskiert, hat er offensichtlich gemerkt, da geht was und da hat er sich absetzen können. Das war das, was du auch gesagt hast. Ja, und der hat ja gesagt, dass er einfach Bock hat mit einem schnellen Föhl. Das ist ja mir dann ganz gut gelungen. Aber trotzdem das Rennen bis zum Schluss spannend. 7 Sekunden Unterschied im Ziel. Und der Christian hat auch gesagt, dass er in der Abfahrt enorm riskiert hat. Hat auch müssen, weil sonst war das Rennen anders ausgegangen. Der Jakob natürlich mit seinen Trainingsumfängen vor dem Mountain Attack nicht unbedingt die ideale Vorbereitung, aber er hat selber gesagt, er hat jetzt andere Ziele, das ist nächste Woche. Ich hoffe, dass er das auch schafft und ich wünsche ihm auch viel Glück. Dieses Weltrekord. Nächstes Jahr wird sicher wieder spannend werden. Jakob wird sicher wieder versuchen, noch einmal da zu gewinnen. Das ist eine Kampfansage, dass er gleich an die Konkurrenz, dass er nächstes Jahr wieder gewinnen will. Ja. Und da ist dann der Christian Hoffmann wirklich 50. War trotzdem, Richard, muss ich ganz ehrlich sagen, bis zum Schluss spannend. Ja. Ein Duell auf höchstem Niveau. Und jetzt warten wir noch auf die schnellsten Damen. Ganz genau. Es sind eigentlich alle Entscheidungen gefallen. Wir haben jetzt nämlich auch hier komplett die Tour 3 Besten bei den Damen. Linda Wilhelmstädter, die haben wir im Interview gehört, die hat gewonnen, die Österreicherin. La Sportiva Mountain Attack Team von Roland Kurz. Jetzt schauen wir, was sie sagen. Terzo, secondo, non riesco mai a vincere, però sono contento. Oggi in salita andavo molto bene. Purtroppo la prima discesa ho fatto un po' uno sbaglio, la prima parte nella nebbia che ho perso veramente tanto tempo. Poi ho provato a rientrare, però andavano troppo forti davanti. Però sono contento delle buone sensazioni in salita. Ho preferito non rischiare troppo in discesa, era la prima gara. Complimenti a Hoffmann e Jakob. Sì, questi due hanno detto che oggi, soprattutto Christian, che era il suo giorno, la sua giornata perfetta, quindi non c'era niente da fare oggi contro lui, vero? Ma diciamo che se la siamo giocata perché erano tutti abbastanza vicino. Sull'ultima salita gli ho recuperato ancora qualcosa, però ovviamente loro sono stati più forti, soprattutto più bravo in discesa Christian, e complimenti a lui che ha indovinato tutto e ha meritato la vittoria. E quindi ti aspettiamo l'anno prossimo per ritornare e vincere magari? Di sicuro tornerò, ci proviamo come sempre e speriamo, grazie. Complimenti comunque per il terzo posto, William Boffelli. Also, hat schon gesagt, starkes Rennen, aber in der ersten Abfahrt hat er leider ein paar Fehler gemacht und dann war einfach der Abstand zu groß, dass er dann noch einmal dran hätte kommen können. Und die anderen zwei waren heute einfach wirklich stark, auch wenn es am Anfang doch noch ein knappes Rennen war. Irgendwie waren sie einfach weg, aber eins hat er uns versprochen, nächstes Jahr kommt er wieder, denn er würde da schon gern einmal gewinnen. William Boffelli also heute auf der 3 und ist trotzdem sehr, sehr zufrieden damit. Ja, also Ergänzung William Boffelli. Letztes Jahr war er Zweiter, aber mit Respektsabstand von 6 Minuten hinter dem Jakob Hoffmann. Heuer Dritter geworden. Er hat in der Abfahrt eigentlich noch ein bisschen was verloren, weil er war, wie wir gesehen haben, oben beim Felle anschnallen, bei der Felle umschnallen, war er 40 Sekunden, jetzt war er dann im Ziel 1.10, hat er nicht mehr so viel. Da sieht man auch vielleicht, wie viel die anderen riskiert haben. Aber ich glaube, dass er auch wieder gut gemacht hat. Er war schon ein bisschen weiter hinten und er hat am Schluss echt nochmal ein bisschen gut gemacht. Und der William Boffelli ist ja kein Nockerpatzel. Der hat einen Streckenrekord bei der Sella Ronda, Top-Ergebnisse international, der zählt zu den weltbesten Athleten. Da sieht man mal das Niveau. Er hat heute nicht das Glück gehabt, aber ich bin mir sicher, das ist ein richtiger, ehrgeiziger, sympathischer, starker Italiener. Der wird seinen Weg gehen und wird auch in Saalbach noch einmal gewinnen. Das kann ich dir garantieren. Und
mir hat gefallen, wie ich in meinem besten Italienisch immer Komplimenti, Christian, und diese Hochachtung vor der großen Leistung von Christian Hoffmann, der wirklich ausgepumpt, aber glücklich, wahnsinnig glücklich ins Ziel gekommen ist. Ja, meine Hochachtung. Man muss auch, ich habe mir jetzt auf der Bleierei, ich gehe meistens um, ich tue schon noch trainieren, aber halt nicht mehr in diesem Ausmaß, und gehe ja gern mit meinem Hund oben an meinen Hausberg. Und natürlich in Christian habe ich jetzt in der Vorbereitungsphase immer gesehen. Gell? Und da habe ich schon gewusst, sein Ziel ist das Mountain Attack. Und das hat er halt heute bewiesen, dass man auch mit 49 da gewinnen kann. Und meine Hochachtung. Bravo, Christian. Und jetzt, liebe Grüße. Jetzt können wir sogar noch auch die Wertung des Marathons, des Marathonbewerbs noch weitermachen. Also wie gesagt, erster Christian Hoffmann vor Jakob Herrmann und William Bofelli. Aber dann geht's weiter. Martin Antermatten ist Vierter. Vegard Oye, der Norweger, ist Fünfter. Sechster Andreas Reiterer, der hat einiges noch aufgeholt. Den haben wir eigentlich nie auf dem Zettel gehabt. Und dann Siebter Adam Zonka, der ist ein bisschen eingegangen, der war Top 5 schon mal zwischendrin. Und dann Harald Feuchter vom Sportiva Mountain Attack Team, guter Achter, circa 10 Minuten hinter dem Sieger Christian Hoffmann, eine gute Zeit. Ja, da waren schon halt Top-Leistungen wieder zu sehen, aber dieser Adam Zonka zum Beispiel, der ist ein ganz interessanter junger Mann und der hat heute schon bewiesen, dass man schon gleich einmal sehr starke Leistung. Und der wird eigentlich für die Zukunft... Da haben wir jetzt den Martin Andermatten, wo man nicht alles täuscht. Schauen wir mal, was. Jawohl, er ist es. Herzliche Gratulation, ist auch im Ziel. Bravo. In 2:34:42. Ja, er hat jetzt zum Schluss ein bisschen Zeit draufgekriegt. Aber trotzdem, Martin, super Leistung, bravo. Martin lebt ja direkt in Zermatt. Der hat natürlich super Trainingsverhältnisse. Beste Bedingungen. Und natürlich das schöne die beste Aussicht. Immer in der Aussicht. Die beste Aussicht immer wieder. Aber es ist ein neuer Name, eine neue Nation quasi, die jetzt da aufzeigt mit dem Schweizer. Und weil du auch gesagt hast, der junge Adam Zonka, der ist am Beginn jetzt von seiner Mountain Attack Karriere, ist das etwas, wo man diesen Berg hier, den Schattberg und überhaupt in Saalbach die Strecke, die muss man erst einmal ein bisschen inhalieren über mehrere Jahre, ist das zuträglich? Ja, bei meinem ersten Start bin ich natürlich auch total eingefahren. Ich war zwar gut in Form, aber habe einfach noch nicht die Routine gehabt. Es braucht dann einfach seine Zeit, und wenn man natürlich dann dementsprechend motiviert und und hart trainiert und dann sich arbeitet, dann ist einfach viel möglich. Ich habe das damals auch geschafft, das hat mich gefreut. Bei mir waren es 3 Siege. Damals 2008, wo ich eigentlich zu den Top 5 der Weltcup gehört habe, habe ich meine Karriere im Skibergsteigen damals beendet. War im Nachhinein, muss ich sagen, ob es richtig war, kann ich nicht sagen, aber ich habe dann noch 10-12 Jahre schöne Zeit in der Leichtathletik verbracht. Aber ich bin halt mit dem Sport immer noch gern verbunden. Aber zurück, wenn man den Willen hat, da zu gewinnen, und man hat ein Talent und man arbeitet an sich, dann ist vieles möglich. Zurück zum Martin Andermatten. Der Martin ist ja schon ein sehr routinierter Athlet aus der Schweiz, viele Jahre im Nationalkader. Aber nicht bei der Mountain Attack aufgetreten. Nein, da nicht, aber natürlich internationale Top-Ergebnisse. Da brauchst du nicht verstecken, ein Top-Skibergsteiger, Weltklasse-Skibergsteiger und ein Spitzenbergläufer. Diese Wertung wird sich wahrscheinlich kaum noch verändern, weil die Abstände insgesamt so waren, dass man eigentlich nur noch von der Abfahrt her da die Zeit nehmen kann. Und da wird sich nicht mehr so viel tun. Also es wird ein Top-10-Platz für den Adam Zonka, kann man auf jeden Fall sagen. Aber 5 sind bis jetzt im Ziel. Und 4. Martin Antermatten, 5. Vegard Oye, also da ist einiges noch, das auf dem Weg ist. Und natürlich vermissen wir noch die Marathon-Damen, sonst sind eigentlich alle Podeste vergeben. Ja, noch ein Adam Zonka dürfen wir nicht vergessen, noch ein Harald Feuchter. Natürlich auch richtig eine Top-Leistung braucht. Ich hoffe, dass er jetzt gut ins Ziel kommt. Bei den Damen werden wir heute ein bisschen... werden? Dann müssen wir bei den Damen müssen wir leider noch ein bisschen warten. Und da ist bei den Damen in den Zwischenwertungen ist nach derzeitigem Stand die Bianca Sommervilla an der Spitze gewesen. Und da wird sich vermutlich nichts geändert haben. Da werden wir mal unseren Computer befragen, aber da sehen wir jetzt wieder zwischendrin. War ein nettes Bild zuerst. Es gibt auch ein paar, die zwischendrin ein Schlückchen Bier trinken, und da hat er
mehrere Schlucklein Bier getrunken. Gefällt mir wieder besonders. Ist irgendwie auch die besondere Art, dann die Elektrolyte wieder aufzutanken. Ja, genau. Dann ein schöner Einblick ins Ziel. Roland Kurz mit dem Sieger, Christian Hoffmann. Ja, da gibt es was zum Feiern. Ist natürlich auch ein Feiertag für Roland Kurz, weil 5. Sieg von Christian Hoffmann, Rekordsieger war er ja schon vorher, aber jetzt hat er schon mit Abstand diesen 5. Sieg. Das ist schon was Besonderes. Ja, und natürlich wieder eine hervorragende Leistung. Aber bis zum Schluss spannend und sehr knapp. Also das war schon ein scharfes Rennen. Die haben sich schon einen ordentlichen Fight abgegeben. Und es ist alles sehr, sehr gut eingespielt, muss man auch einmal sagen, bei der ganzen Veranstaltung. Das ist schon mittlerweile ein Benchmark in der Szene und das wird auch anerkannt. Natürlich ist oft ein bisschen ein terminliches Problem mit Weltcup nach EM, heuer besonders, also eingepfercht zwischen einem Großereignis und einem Weltcup-Ereignis, ist natürlich dann schon besonders schwierig. Ja, dass man dann die Weltspitze hierher bringt, das ist natürlich sehr schwer, weil so viele Rennen international stattfinden und gerade in diesen Monaten sind es im Weltcup natürlich das dicht gedrängt. Aber es werden auch wieder Zeiten kommen, wo wir dann wieder andere Athleten da sehen werden, gerade bei den Damen, die Sarah Dreyer, die Himmer, unsere Top-Österreicherinnen und natürlich unsere anderen, den Werbignac, dann Armin Höfel. Und es gibt, wir haben mittlerweile so starke Athleten, die dann nachkommen und auch jederzeit da beim Mountain Attack gewinnen können. Absolut, absolut. Und wir werden dann noch schauen, was offen ist. Offen ist jetzt dann noch die Marathonwertung der Damen. Und was wir sagen können, ist die Tourwertung. Die ersten drei, Kevin Hinterberger hat gewonnen vor Josef Huber und Andreas Mayer. Und bei den Damen sind durchs Ziel gegangen Lisa Wilhelmstetter vor Katharina Lovrantova, ein österreichischer Doppelerfolg, und der deutschen Nathalie Sunkler ist Dritte. Und einen finnischen Sieg mit Teti hatten wir am Schattberg Race gehabt. Das war natürlich ganz eine Besonderheit, gell? Besonderheit, ich muss es immer wieder sagen, weil ein Finne als Sieger bei der Mountain Attack, glaube ich, hatten wir noch nie. Das traue ich mich fast zu sagen. Ja, zumindest. In einer Wertung, nicht nur, da rede ich nicht von der Marathonwertung. So, jetzt schauen wir mal, wo wir da jetzt liegen im Ziel. Wo ist die schnellste Dame? Da werden wir leider noch ein bisschen dauert noch sicher eine halbe Stunde, schätze ich mal. Jetzt sind wir bei 2,40. Ich vergleiche mal im Vorjahr die Damen. Die beste Dame, Elena Nicolini, war 3,08. Bianca Sommervilla, die heute bis zur Zwischenzeit geführt hat, letztes Jahr als Zweite 3,24. Das heißt, also wir gehen so von vielleicht ein halbes Stündchen noch aus. Ja, natürlich mit der Nicolini im letzten Jahr wieder Top-Athletin. Top-Athletin, Top-Zeit. Natürlich am Start, im Weltcup schon aktiv. Die hat natürlich jetzt mal momentan wahrscheinlich keine Zeit, dass sie so herkommt. Aber egal, die Besten werden gewinnen und wir halten ihnen alle kräftig die Daumen. Interessant wieder das Podium wie im letzten Jahr. Da kann man fast, muss man es nur ein bisschen umdrehen. Muss man umdrehen. Und hier sehen wir auch eingeblendet Sommervilla, Bianca Sommervilla, 6,9 Kilometer vor dem Ziel, führt vor Brandl, Senn und Feix. Da hat sich eigentlich auch nichts getan. Das waren die Zwischenzeiten. Und Bianca Sommervilla, jetzt holt sie sich endlich den Sieg. Ja, und man sieht bei der Einstellung, dass die Brandl schon einen schönen Abstand hat, aber ich vermute, dass Sommervilla wird das schon mit dem großen Vorsprung sicher ins Ziel bringen. So, da sind wir natürlich so viele Athleten da auf der Hochalm. Es sind auch noch viele Athleten unterwegs. Insgesamt haben wir gehabt 1000 Starter. Jetzt haben wir einen Bruchteil erst im Ziel. Und wann kommen die Letzten ins Ziel? Ja, das dauert dann schon noch eine Zeitl. Und dann wird es auch schon langsam kalt. Und da sind noch sehr viele Athleten am Weg. Ganz genau. Ich habe jetzt auch die Zwischenzeiten an der Hochalm bekommen. Da führt die Bianca Sommervilla, die Tirolerin, in 2:10:44 ganz überlegen, 7,5 Minuten vor Jacqueline Brandl, der Deutschen, und Rosemarie Pötzelsberger, die
Österreicherin ist circa 2 Minuten hinter Jacqueline Brandl. Also da schaut es aus, als ob die Bianca Sommerwähler wirklich unangetastet auf der Hochalm gewesen wäre. Ja, das sind ja schon fast 9 Minuten Vorsprung. Spannender ist der Abstand bei Platz 2. Brandl zu Pötzelsberger. Ist er relativ, ja, so um die 1,45, wo ich das so einschätzen kann. Aber vorne die Spitze, das wird die Entscheidung sein und die wird das ins Ziel bringen. Dann kann man sagen, dann hat es die Bianca Heyer dieses Jahr geschafft und das erste Mal Sieger der Mountain Attack. Mountain Woman Attack. Ja, es sind wirklich wieder hervorragende Leistungen gezeigt worden und alles überstrahlend natürlich durch dieses großartige Duell von Jakob Herrmann mit Christian Hoffmann. Von Anfang bis zum Schluss. Das sieht man selten. Wir haben auch diese wunderbaren Bilder einfangen können, dieses Duell. Wirklich, die sind ja aneinander geklebt. Mir ist manchmal fast der Abstand zu wenig gewesen. Ist das nicht gefährlich, wenn man dem anderen so knapp auffährt? Oder ist das Bild trügerisch? Stimmt das gar nicht so? Nein, das ist öfter, dass einmal ein bisschen knapper zugeht. Das ist halt im Rennsport so. Ich habe mir noch gewünscht, dass der Italiener vielleicht hinten nochmal gekommen wäre, dann wäre es ja richtig zur Sache gegangen. Also Spannung pur, meine Hochachtung, Sub-Leistungen, was die ersten drei da heute gesagt haben. Und jetzt sind wir auch mit weiteren Zeiten im Ziel. Christian Hoffmann, Jakob Herrmann Boffelli haben wir schon gesehen. Vierter Martin Andermatten auch, Vegard Oi haben wir auch schon. Aber der sechste ist jetzt Andreas Reiterer. Und der siebte ist überraschend, jetzt sind zwei Italiener auf Platz 6 und 7 noch gekommen. Davide Magnabosco, der hat dann jetzt noch, ja, da ist Adam Zonka ist eingegangen dann. Ja, schauen wir jetzt da auch zu wenig Informationen. Aber wir sehen jetzt die ersten 7, da sind jetzt dann Stefan Wagner ist 8., Davide Magnabosco ist 9., 7. Platz Harald Feuchter, wenn mir nicht alles da ist. Harald Feuchter ist 7. Und der Italiener Andreas Reiterer ist jetzt auf Platz 6. Platz 5 ist der Ole Vegard aus Norwegen. Gratulation. Ganz genau, der ist schon länger im Ziel. Dann ist Andreas Reiterer als 6. Harald Feuchter, wunderbar gut, von La Sportiva Mountain Attack Team, ist 7. geworden. Und 8. Stefan Wagner, der Deutsche. 9. Davide Magnabosco. Ja, hervorragende Leistung. Der Harald Feuchter natürlich hat sich auch bestens präsentiert. Nicht nur Mitglied von La Sportiva Mountain Attack Team, sondern auch der österreichischen Nationalkader. Adam Zonka ist eingegangen. Adam Zonka natürlich hat vielleicht heute ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen. Aber Mike Völsner ist jetzt 9. Das ist ein junger Athlet. Adam Zonka bei den nächsten Mountain Attacks ganz, ganz vorne zu finden sein wird. Und 10. ist Adam Zonka. Gut. Hervorragend, ja. Bravo. Gute Leistung. So haben wir jetzt die ersten 10 sind jetzt im Ziel. Und wenn man jetzt die Zeiten so durchschaut. 2,46 zu 3,2, also 23 Minuten zwischen 1. und 10. Ja, gut. Der Martin Andermatten am Anfang noch sehr stark. Zum Schluss hat er halt Milch geben müssen, leider. Gut. Heuer ist, glaube ich, das erste Mal da gewesen auf der langen Distanz. Er kommt sicher wieder. Ich glaube, dass er das sicher nochmal versuchen wird, da aufs Treppchen zu kommen. Das heißt eigentlich, wenn wir schon vorausschauen auf das nächste Jahr, attraktives Jahr mit GWM hier und mit der Mountain Attack und dann haben einige jetzt schon im Ziel gleich gesagt, nächstes Jahr probiere ich es wieder. Der Christian Hoffmann kommt sicher wieder. Der Jakob Herrmann hat gesagt, dann gewinne ich halt nächstes Jahr. Also es scheint, Andermatten kommt vielleicht wieder. Die Jungen drücken nach, Adam Zonka hat Lehrgeld zahlen müssen ein bisschen und hat jetzt dann trotzdem noch Top-10-Platz geschafft, ist auch gut. Also das könnte nächstes Jahr eine spannende Geschichte werden. So, jetzt warten wir auf unsere schnellsten Damen. Ja, und wir schauen natürlich jetzt noch, es sind ja einige Entscheidungen, jetzt fast alle schon gefallen. Es fehlen uns noch die Damenmarathon, aber wir haben schon eine Zusammenfassung von dem Marathon der Herren und schauen uns mal die besten Bilder des Tages nochmal gemeinsam an.
again knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your grey. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. It's time to be someone I wanna recognize. Passenger seat. There's only so far I can ride in your dreams. While you were chasing everything else but me, I'm starting to break out from the gray. See, I finally opened up my eyes. And I saw me coming back to life. That I'd be better without you inside. Ja, wir halten bei 18.56 Uhr, fast drei Stunden sind absolviert bei der Mountain Attack 2024. Und wir kennen schon den Mountain Attack Man dieses Jahr. Christian Hoffmann hat zum fünften Mal gewonnen und er hat Jakob Hermann, den Titelverteidiger, auf Platz 2 verwiesen. Aber 7 Sekunden, Andreas, bis zum Schluss ist wirklich gekämpft worden. Ein spannendes Rennen bis zum Schluss. Das war wirklich von Anfang an ein harter Kampf und Spannung pur. Man hat gesehen, das Rennen hat bis zum letzten Meter hat wirklich jeder alles gegeben und die letzte Abfahrt war dann wirklich entscheidend. Und der Christian hat ja gesagt, er hat ja wirklich alles gegeben und dadurch auch den Sieg ins Ziel gebracht. Da kann man nur gratulieren. Wir stellen ein bisschen um gerade. Wir haben nämlich hohen Besuch. Roland Kurz ist da. Roland, wirklich ein Wahnsinn. Diese 7 Sekunden zwischen den beiden, wir haben es ja mitverfolgt. Das war ein Zweikampf. So hautnah haben wir es selten gesehen. Ja, es ist unfassbar eigentlich, weil sie sind ja die ganze Strecke, soweit sie, ich habe es noch besser gesehen, aber wir haben sie ja auch von der Gondel aus schon gesehen, die sind immer 1-2 Meter hintereinander gemeinsam gegangen, gleich synchron fehlgewechselt und 7 Sekunden Differenz auf 3000 Höhenmeter, hat natürlich auch die Abfahrten dabei, sind ja 3000 Höhenmeter und die fahren Vollspeed runter. Froh, dass nichts passiert ist. Der Andreas hat nämlich schon gewarnt, er hat schon gesagt, hoffentlich riskieren sie nicht so viel beim Unterfahren. Ja, wir wissen alle, die wieder unterwegs waren, so wie du bist auch in Rennpension, ich bin auch schon lange in Rennpension. Man nimmt sich das oft vor und wenn man dann nur älter wird, sagt man, ja, beim Oberfahren nehmen wir ein bisschen raus. Aber wenn du die Startnummer drauf hast, da gibt es nur eins, du musst schneller unten sein wie der andere. Und jetzt haben wir ja einen dreifachen Sieger hier. Jetzt hat der Christian Hoffmann 5-mal gewonnen. Unfassbar. Ist wirklich unfassbar und er wird heuer 50. Ja, er ist 49, er wird 50. Ja. Es wird heuer. Aber gut gerechnet. Ja, das Lustige an der Geschichte ist ja immer das, das automatische Anmeldesystem. Du meldest den Hofi ja immer in die Kategorie Marathon plus 45. Gell? Und dann telefonieren wir meist einmal, so wie jedes Jahr zum Spaß, sage ich, Hofi, du heuer plus 45. Spinnst du? Oder? Ja, natürlich nicht. Ja, also das wäre, glaube ich, Höchststrafe, wenn ich nicht da in klassische Marathon-Distanz und ja, er ist einfach eine Ausnahme, würde ich mal sagen. Und es war auch wirklich ein bisschen immer Zweikampf, auch was Österreich-Deutschland betrifft, auch in den anderen Bewerben, also es ist schön bunt durchgemischt. Ja, ich finde auch, ein Schadberg-Race, glaube ich, hat der Finne gewonnen. Das erste Mal ein Finne überhaupt einen Bewerb, oder? Ist das richtig? Ja, der ist ja ein extremer Radfahrer, kommt ja aus dem, glaube ich, aus dem Mountainbike-Sport und
die Mountain Attack, wie soll ich sagen, schreibt jedes Jahr seine Geschichten neu und das ist auch gut so, es ist, dass es nicht immer alles normal ist und dass es diese Überraschungen auch gibt, würde ich sagen. Und wir sind international mit, glaube ich, 17, 18 Nationen am Start. Wir haben Amerikaner da, wir haben Skandinavier da, also viele Italiener, Deutsche, Schweizer. Also das ist schon so, das Mekka und diese Kultgeschichte, kommen alle rein und alle sind begeistert. Und ja, das ist das, warum wir uns auch das ganze Jahr für das einsetzen. Irgendwo. Und die nordischen Länder scheinen irgendwie jetzt aufgeholt zu haben. Wir haben es auch gesehen, der Euer-Wegard ist Fünfter geworden. Ja, Top-Leute, die sind im Weltcup gewonnen. Unterwegs, die Norweger. Also das hat sich schon wirklich herumgesprochen und hat auch ja, seinen Namen, die Mountain Attack. Und ja, wir sind da richtig stolz drauf, was wir uns erarbeitet haben, muss man auch sagen. Aber ja, je internationaler man unterwegs ist, glaube ich, muss man Andi nichts hinzuzufügen, oder? Bei so einem Rennen. Und man sieht ja, dass immer mehr Athleten dann nach Saalbach auch finden und sie da den Sieg suchen und das Podium wollen. Und was mir gefallen hat, auch nachher im Ziel, haben alle gleich gesagt, Jakob Herrmann hat gesagt, na gewinne ich halt nächstes Jahr, komme ich wieder. Gestern Hoffmann, kannst du sicher sein, er kommt nächstes Jahr wieder, auch nicht Klasse 45 plus, er wird wieder den Mountain Attack sich holen wollen und auch es wollen alle wiederkommen. Nächstes Jahr bist du ja wirklich im Auge des Hurricanes, direkt mit der Ski-WM in Saalbach und dann auch noch hier wirklich dann die Mountain Attack. Also da ist einiges los. Ja, wir haben ein bisschen Luft bis zur WM dann hin, weil nächstes Jahr wird es der 17. Jänner sein, die Hervis Mountain Attack. Und die WM, glaube ich, geht am 4. Februar genau. Los. Das heißt, da ist so ein bisschen Luft, kein Problem. Wir sind ja dann am 18. wieder weg. Und dann können die, da werden es wahrscheinlich noch vorher irgendein Weltcup vielleicht sein, weiß nicht, wie da der Terminplan ist, und dann reisen halt da die Athleten für die Ski-WM an. Wird sicher auch spektakulär und ja, werde ich mir sicher auch das eine oder andere Rennen anschauen bei den Alpinen, aber ja, es ist halt doch genug Zeit dazwischen. Und die Pisten, wir sind sicher, die Pisten sind auch nächstes Jahr top repariert, weil zur WM hin werden die Bergbahnen mit ihren Pisten sorgsam umgehen und sie pflegen und hegen, wie sie es sonst auch machen. Und ja, da vielleicht kann ich an der Stelle den Dank aussprechen an die Saalbacher Hinterglemmer Bergbahnen und all die Jungs, die da nicht nur für uns, sondern auch ständig, die Raupenfahrer sind und auch die Schneemacher sind draußen, natürlich für die Gäste, aber wir naschen da mit und nutzen mit, und auf ein paar Stellen, wo normal keine Abfahrt ist, brauchen wir Schnee. Und ja, das wird da wie selbstverständlich erledigt und ist schon super Partner und ja, das Home of Lessig ist wirklich lässig. Was mir gefallen hat, auch noch im Ziel dann wieder dein Sohn Max, wie er interviewt worden ist, Top 15 Platz ja auch in der Tour heuer als letztjähriger Schadberg-Sieger, hat er gleich gesagt, auf die Frage, was er jetzt dann noch tut, ja, er geht essen und dann muss er mithelfen beim Abbauen. Also, ja, ich bin ja jetzt mittlerweile, der Max ist ja mittlerweile mit voll in der Organisation und im Team drinnen, hat jetzt auch natürlich, leidet da ein bisschen die Trainingszeit darunter, er sieht so auch ein bisschen lockerer und ist nach wie vor, zählt er zu den schnellsten, die es da gibt, gerade im Top-Zeit, im Top-Zeit und im Vertical, also im reinen Aufstieg ist er sowieso extrem stark. Und ja, aber es stimmt, wenn er jetzt dann geduscht ist, ich weiß jetzt nicht, was sei, wo er jetzt gerade ist, aber sie sind dann, er ist dann mit in der Organisation dabei und Vorbereitung, Siegerehrung und so weiter und Fotos und Postings und Einteilung der Kollegen. Das gehört dazu. Was viele nicht sehen natürlich ist, dauernd ist jemand beim Fenster und schaut da rein und will den Rolli kurz haben für irgendwelche, der ja. Veranstalter muss wieder raus. Wir sagen danke für das schnelle Interview. Ja. Und wir warten jetzt noch auf die Damen, auf die Marathon. Auf die Damen und auf die Staffel müssen wir auch noch warten. Auf die ich Staffel, glaube, genau. Das wäre auch noch sehr spannend. Red Bull als zweites Team, das Prominenten-Team ist zweites momentan. Und da habe ich ja gehört vom Michi Strasser, vom Startelf, der hat irgendwie im Hotel die Handschuhe liegen lassen, der ist den Schadberg also ohne Handschuhe gegangen. Also ja, die sind alle verrückt.
positiv verrückt, aber damit, wirklich verrückt. Damit wären wir bei der Ausgangsposition der Mountain Attack 1999, wie alle gesagt haben, die sind verrückt. So ist es, ganz genau. Danke dir fürs Interview. Ja, vielen Dank und ihr macht es nur gut. Ein paar Minuten sind wir noch drauf, dann haben wir alle Sieger und auch bei euch vielen Dank, dass ihr da immer dabei seid. So, danke. Ihr habt ja auch den 17. Jänner schon eingetragen, 2025. Ja, genau. Ja, oder? Andi. Ole, danke. Ja, wir reden nochmal drüber. Dann. Was jetzt halt super war, wenn wir einen Sieger auch nochmal bei uns empfangen könnten. Ja, ja. Das war natürlich. Ja, das ist halt heute wirklich so, denen ist so kalt. Die schauen jetzt wirklich, da ist schon ein Siegerinterview draußen und das Foto schon gesehen, Wahnsinn. Der Christian Hoffmann hat ja richtig gezittert. Ja, der hat Krämpfe gehabt, die ist alle eiskalt. Da habe ich auch Verständnis. Da muss ich ja fein herinnen. Da ist da ja sehr, sehr angenehm. Ja. Danke dir. Okay, danke dir. Danke. Wir schauen wieder raus, was sich draußen tut, denn die Damen sind wir jetzt nächste Zwischenzeit auch vom Reiterkogel Bianca Sommervilla 30151. Dann die Jacqueline Brandt ist noch immer Zweite, dann Dritte Rosemarie Fötzelsberger. Also eine Zwischenzeit vom Reiterkogel gibt's. Ja, sind wir gespannt, was wir da jetzt weitere Informationen kriegen. Grundsätzlich ist es so, dass die Bianca jetzt nicht mehr allzu weit ins Ziel hat. Sie wird jetzt nur von Reiterkugel jetzt da die Fehlabfahrt absolvieren, den Gegenhang hinauf und dann geht es eh schon in Salbach. Also Richard, so lange wird es jetzt nicht mehr dauern. Und die wir Zeit haben jetzt, auch sehr gut. Und wir haben jetzt gehört, einen kleinen Positionswechsel. Martina Senn hat Rosemarie Pötzelsberger überholt. Wird noch eher natürlich noch ein Zweikampf, aber es kann nicht mehr so lange dauern. 30151 am Reiterkugel. Du weißt es, es dauert noch circa, ja, sagen wir 10 Minuten. Ja, ein bisschen länger werden wir schon noch warten müssen. Wir vertreiben uns die Zeit, aber um dass wir wieder mal zurückblicken heute. Was hat dir heute besonders gut gefallen? Ja, was mir besonders gut gefallen hat, war diese herrliche Atmosphäre da, schon vor dem Start. Das war schon toll. Ich habe da viele nette Leute wieder getroffen, die ja schon, ich meine, die Jungen kennen mich jetzt nicht mehr so, aber doch ältere Athleten, die in meiner Zeit auch schon aktiv waren. Das waren die Staffelsieger übrigens. Wir werden noch eingeblendet bekommen, wer das war und welche Zeit sie gehabt haben. Unser Computer ist noch am Tüfteln. Ich habe nur zuerst gesehen, der zweite Platz von Red Bull ist ungefährdet. Das Prominententeam unter anderem mit Michael Strasser und, wie wir gerade gehört haben, der die Handschuhe vergessen hat und ohne Handschuhe auf den Schattberg hinaufläuft. Und also wirklich, hier haben wir es auch hier in der Grafik. Sport Jakob Waldkirchen in 3 Stunden, gute Zeit. Red Bull, die sind noch unterwegs und Riab Sport an Platz 3 nach derzeitigem Stand. Aber da wird's noch, da ist noch ziemlich alles offen. Ja, also schauen wir mal. Die Abstände noch relativ im Rahmen und kann noch viel passieren. Schauen wir mal, was es ergibt. Aber jetzt können wir nur. Ja, was hat dich noch beeindruckt? Ja, der tolle Zweikampf oder die ganzen Athleten so im Marathonbewerb, was da eigentlich bis zum Schluss sich alles gegeben haben und bis zum Schluss eigentlich um den Sieg gekämpft haben. Und zwischen Christian und Jakob war es wirklich, wirklich so knapp, dass ich habe vermutet, Richard, dass der Jakob in der Abfahrt wirklich nochmal alles probieren wird, dass er da zubekommt. Aber wie der Christian gesagt hat, er hat das Gleiche gemacht. Er hat das nicht mehr abrennen lassen, die Suppen, und hat es dann gut ausgebacken ins Ziel gebracht. Ist es nicht auch schwierig, dann bei so einer Abfahrt jemanden zu überholen? Weil der meistens ja auch die engste Spur nimmt. Oder da muss man, ist wahrscheinlich auch noch ein zusätzliches Risiko. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Ja, direkt in der Entscheidung dann. Ja, man kommt halt von hinten aus dem Windschatten raus und fährt natürlich nicht so ganz knapp bei einem vorbei. Man hat schon einen Abstand. Aber man kommt da schon mit einer hohen Geschwindigkeit, wenn man es noch leisten kann, dann geht es schon richtig ab. Aber natürlich, die Sturzgefahr ist hoch. Gell? Wenn man das Risiko eingeht, da hinunter, ich kenne die Abfahrt, ich habe das selber mitgemacht, ich kann mich noch erinnern, das war mit Markus Stock damals, da ist so ein Platz 1 gegangen. Ich war damals aufgrund meiner geschädigten Rippen einfach nicht fit, hinter Markus habe ich mitgehen können. Ich habe gewusst, wann ich gewinnen kann, dann geht es nur in der letzten Abfahrt. Und da habe ich natürlich wirklich alles gegeben. Und so haben wir halt wirklich wieder tolles Rennen erlebt. Gell?
Was Skitourensport. Was mir, tolle Leistungen. Tolle Leistungen und ein tolles Duell. Was mir gefallen hat, war unter anderem natürlich auch, dass die norwegischen Länder zugeschlagen haben. Ein fünfter Platz von Vegard Oje. Dann ein Sieg von Tetti in der Schattwerkwertung. Und das ist eigentlich ein Zeichen und das spricht sich ja auch herum. Und die Norweger sind ja, und die Finnen, das sind ja absolut attraktive Athleten und Athletinnen, die ja wirklich hier auch aufzeigen können in Zukunft und wahrscheinlich auch wollen. Ja, wenn ich das ansprechen darf, die wie noch im Weltcup unterwegs war, das ist ja schon eine Zeit her, hat es auch schon sehr gute Norweger gegeben, teils. Die sind natürlich nur bei großen Ereignissen statt. Und da hat es dann immer wieder schon ein paar Athleten gegeben, die gerade im Vertikal, im Aufstiegsbewerb immer wieder ganz vorn mitrennen können. Also es ist nicht so, dass die jetzt erst gekommen sind. Sie waren schon damals auch vertreten, aber halt nicht in diesem Ausmaß. Und wenn man jetzt schaut, es wird halt immer mehr und mehr. Und es gibt ja mittlerweile in Norwegen, wo ich weiß, gibt es ja auch schon wieder tolle Rennen und es waren sogar schon Weltcup-Veranstaltungen. Was mich freuen würde persönlich, und da warten wir noch drauf, wenn die Bianca Sommer-Willer jetzt wirklich heute gewinnen sollte, letztes Jahr gegen die Weltklasse-Athletin Elena Nicolini auf Platz 2 wenig Chancen gehabt, weil die waren auseinander 16 Minuten. Und heute, so wie es ausschaut, wir halten jetzt bei 3 Stunden 11 Minuten, könnte eine ganz gute Zeit werden, schneller wie letztes Jahr, und sie könnte vor allen Dingen, das ist das Wichtigste, sie könnte die Mountain Attack 2024 im Marathonbewerb bei den Damen gewinnen. Ja, schaut einmal so danach aus, weil der Vorsprung ist schon enorm. Also da konnte jetzt eigentlich, wenn nichts passiert, konnte jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. Die wird das sicher ins Ziel bringen. Wir müssen halt noch ein bisschen warten. Und dann werden wir die Damen hier im Ziel empfangen und feiern. Gebührend empfangen und gebührend feiern, wie es sich gehört, für die 26. Mountain Attack. Und wir werden natürlich heute noch viele, viele Aktive im Ziel sehen. Das dauert natürlich insgesamt, da sind wir dann nicht mehr drauf. Da müssen wir dann irgendwann einmal die Live-Berichterstattung beenden. Aber es war wirklich heute wieder unglaublich, was alle geleistet haben. Und was mir immer gefällt, das ist ja in ganz wenigen Sportarten so, dass sich Hobbysportler mit Profisportlern wirklich direkt messen können, ihnen bei der Arbeit zusehen können, wenn es auch nicht lang ist, zumindest mal ein bisschen beim Anstieg zum Schattberg rauf. Also das sind dann schon Dinge, die man mitnehmen kann, und da sieht man dann schon ein bisschen was. Ja, das ist natürlich auch für jeden Hobbysportler eine gute Selbstbestätigung, wenn man das Rennen einmal absolviert hat. Das macht ja Spaß, und für die Athleten natürlich ist das eine tolle Herausforderung. Konsomi war beim Mountain Attack dabei und ich habe das geschafft. Und ich habe gerade gehört, 2 Kilometer und noch ist die Bianca Sommer-Willer unterwegs. Sie ist schon auf der Abfahrt ins Ziel. Jetzt werden wir dann gleich einmal den Blick hinaus zum letzten S vor dem Ziel. Hier ist sie schon offensichtlich. Ist sie das? Na, ich schätze, das ist eine Athletin aus der Tour. Bianca Sommer-Willer hat Startnummer 51, habe ich gerade gesehen. Das ist sie also noch nicht. Und ist eine Tour-Athletin. Aber die letzten Minuten jetzt bis ins Ziel, und dann werden wir das Ziel S schauen. Und dann, das war ja heute überhaupt spannend, der Blick, der letzte Blick. Wer kommt daher? Ist es Jakob Herrmann? Und hier sehen wir diese berühmte Kurve, mittlerweile schon wirklich berühmte Kurve ins Ziel. Dieses S dann, wie du gesagt hast, das ja nicht ohne ist, wenn man dann schon ein bisschen müde ist, vielleicht schon ausgelaugt. Und das Ziel vor Augen, da darf dann nichts mehr passieren. Nein, zu meiner Zeit war ja der Ziellauf ganz anders. Wir sind ja direkt da im Hauptplatz eingefahren, weiter oben abgebogen. Da war ein richtiges S, aber richtig scharf. Und dann hat man skaten müssen durch den Hauptplatz und ist dann ins Ziel eingefahren. Und jetzt hat man seit ein paar Jahren eine andere Lösung, wo es ja nicht schlechter ist. Gell? Und man hat da einen tollen Ausblick auf die Athleten und fährt direkt in die Arena rein. Absolut, und es geht in die letzten Meter hinein. Und ist sie das? Nein, das ist sie nicht. Ja, da das ist eine höhere Nummer. Die Athleten, die es ein bisschen gemütlicher angehen, oder auch nicht. Uiuiui. Ui, das schaut so aus dann. Jawohl, und da wird halt einer kämpft bis zum Schluss. Hier ist sie. Startnummer 51. Herzliche Bianca Gratulation. Bianca Sommer-Willer, Gratulation. Sie ist im Ziel. Sie ist die Marathonsiegerin bei den Frauen im Jahr 2024.
mit einer guten Zeit, 3.13er Zeit, gute Zeit. Ja, wenn man es ja letztes Jahr 3.24, also wirklich super Zeit. Deutlich verbessert. Die Tirolerin, die so Extremsport betreibt, 106.000 Höhenmeter im Jahr fährt und wirklich abarbeitet, auch viel mit dem Rad unterwegs ist. Übrigens eine Swarovski-Mitarbeiterin. Und heute strahlt sie und glitzert sie wie ein Swarovski-Stein. Ja, genau. Und sie ist wirklich happy. Und Roland Kurz begrüßt sie schon, wirklich die Sieger. Wir haben noch keine Siegerzeit, keine genaue, aber wir kriegen dafür gleich das Interview. Du hast gesagt, es geht ja gut, es passt alles. Jetzt holst du hier tatsächlich den Sieg. Wie großartig ist das? Ja, genial. Also ich habe echt eine riesen Freude. Mir taugt es gerade voll. Und ich bin total überwältigt, ja. Ich habe vorher gerade erzählt von dir, die extremen Sachen, die mag sie. Ob jetzt Salzkammer gut drauf, ich habe hier im Sommer auf dem Mountainbike. Das Rennen zählt definitiv auch zur Kategorie extrem, oder? Ja, absolut. Also wenn es ein bisschen länger ist und wieder ein paar Abfahrten, vielleicht ein bisschen schwierige Bedingungen, kalt, das taugt mir einfach, das liegt mir dann gut und dann hat halt einfach alles zusammenpasst, das war echt richtig cool. Und ich muss schon sagen, du hast wirklich alles mitgenommen, wir hatten Eis und manche abgestürzt hier, wir hatten Schnee, Nebel, Kälte, alles nichts, was dich irgendwie zurückgehalten hat. Wie ist denn dir gegangen? Ja, heute hat wirklich einfach alles gepasst und von Anfang bis zum Ende habe ich echt ein gutes Gefühl gehabt. Ist auch wie vorne, hat mir total gut gelegen und jetzt bin ich echt total glücklich. So viele glückliche Gesichter, wir feiern dich. Die Siegerin 2024, Bianca Sommervilla aus Stubai, aus Tirol, aus Österreich. Danke. Ja, wunderbar, ein wunderbares Interview wieder. Wir reichen die Zeit nach 3.13.57, gute Zeit. Ja, sie hat sich da deutlich verbessert im letzten Jahr. Letztes Jahr war sie ja Zweite. 3,24, 37. Mit 3,24 und jetzt mit 3,13, also meine Hochachtung, eine sympathische Siegerin. Ja, jetzt ein neues Gesicht. Absolut. Am Protest, am ersten. Absolut, ja. Kann man nur gratulieren, also wirklich top. Ja, also wir ziehen eine positive Bilanz. Großartige Veranstaltung, großartige, sympathische Sieger. Ein großartiges Duell, Jakob Herrmann und Christian Hoffmann. Ein unglaublicher fünfter Mountain Attack Sieger Trophäe für Christian Hoffmann. Wird schwer sein. Du hast dreimal gewonnen. Also Wetter, beste Verhältnisse. Und wir freuen uns auf nächstes Jahr. 17. Jänner hat Roland Kurz im Interview gesagt, ich freue mich nächstes Jahr wieder auf dich. Und dann Wir werden uns wiedersehen und dann heißt es wieder auf, rauf auf die Berge und raus in die Natur. Und wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es heißt, die 27. Mountain Attack hier in Saalbach-Hinterklemm. Alles Gute. Schönen Abend.